Der trotzdem hier Adventskalender. Hinter jedem Türchen ein anderer Spieler. Hamburg und Hattingen rufen Coburg in Deutschland. Hamburg und Hattingen rufen Türchen Nummer 13. Haben wir eine Nummer 13 im Kader? Nein. Nein. Was machen wir da jetzt? Dann nehmen wir einfach irgendwas, was artverwandt aussieht. Wir könnten die 31 nehmen und einfach spiegeln. Das ist eine gute Idee. Lass uns das tun. Wer ist denn die 31? Marius Wolf. Ach, deshalb habe ich Coburg gerufen. Ah, sensationelle Überleitung. Ja, der ist abgesprochen, Mensch. Marius Wolf, unser Leihspieler von der Borussia aus Dortmund, der bei uns wahlweise rechter Flügelspieler, rechter Wingback oder rechter Außenverteidiger ist. Wie gefällt denn dir der Typ? Bringt etwas bei uns rein, was wir so selten haben, so ein bisschen Körperlichkeit. Es hätte uns schlimmer treffen können bei den Verpflichtungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich gedacht, was wollen wir mit dem? Aber das ist wirklich okay. Ja, ich muss sagen, am Anfang hat uns ja der Marvin vom Eintracht-Podcast schon so ein bisschen den Mund wässrig gemacht für Marius Wolf, weil er sogar gesagt hat, er hätte ihn selber gerne zurück. Da habe ich auch gedacht, so okay, klingt ja ein bisschen sehr euphorisch, aber ich kann verstehen, was er in ihm sieht. Ja, ich auch. Ich auch. Das ist, die Körperlichkeit ist allein schon, ist schon echt cool. Also, wie gesagt, das geht uns ja halt, ich sag mal, in unserem aktuellen Kader halt wirklich voll ab. Wir haben keinen, der irgendwie da mal körperlich irgendwie gegenhält, und das kann halt Wolf sehr, sehr, sehr gut. Ja. Das ist okay. Also das ist wirklich völlig okay. Ich bin da sehr zufrieden bisher aktuell mit. Ja, ist ja auch so ein kleines bisschen Drecksack, ne? Also schon so, schiebt auch mal die Hüfte raus, tritt mal auf den Fuß und so. Ihr wisst ja alle, das finde ich sehr sympathisch. Das ist ja, liegt mir ja nahe, sowas, so eine Art zu spielen. Braucht der erste FC Köln auch. Also das, was du gerade als Körperlichkeit benannt hast. Ich bin auch ganz happy mit dem Transfer. Auch weil der ja direkt zwei Problempositionen für uns schließen kann, ne? Der ist ja sowohl für die rechte Außenbahn vorne als auch hinten veritabel. Und der kann ja sogar in so einer Dreier-Fünfer-Kette den rechten Wingback spielen. Hat also tatsächlich Spieler wie Ihisiboe, wie Benno Schmitz auf die Bank verwiesen, was wahrscheinlich auch ein Upgrade ist dann spielerisch, wenn er Marius Wolf spielt. Und ich finde, er hat einen sehr guten Zug zum Tor, wenn er offensiv spielen darf. Ja, das ist, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir das macht, ist völlig okay. Und wie gesagt, Marius Wolf ist ein Spieler, der uns gut zu Gesicht steht. Definitiv. Glaubst du denn, wir haben eine Chance, den nach der Ausleihe irgendwie bei uns dauerhaft zu sehen? Schwierig. Ich glaube, das wird stehen und fallen damit, welche Möglichkeiten er bei Dortmund sieht. Das sehe ich aktuell sehr, sehr kritisch. Glaub halt nicht, dass Dortmund mit ihm plant. Aber keine Ahnung. Also, ja, ich fürchte, die haben zu viele gute Spieler da in Dortmund, ne? Ja, also die Frage ist ja auch, welche Möglichkeit sieht Wolf woanders? Also ich könnte mir vorstellen, dass der auch irgendwo anders noch unterkommen könnte. Mhm. Ja, ich meine, gut, Dortmund wird ja wahrscheinlich jetzt demnächst auf Lukas Piszczek verzichten müssen, weil der auch schon 35 Jahre alt ist. Das heißt, sie müssen sich einen neuen Rechtsverteidiger holen. Ja, warum eigentlich dann nicht Marius Wolf? Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht. Ich meine, der Vertrag von Piszczek geht bis 21. So. Das heißt, sie müssen auf jeden Fall im Sommer aktiv werden. Ich weiß nicht, ob Wolf der Spieler ist, der Dortmund, also den Dortmund auf dem Niveau haben will. Also ich finde ihn besser als Meunier im direkten Vergleich letzte Woche. Das stimmt. Aber ich glaube auch, dass Dortmund sich von Meunier auf was anderes, ja, das stimmt, erhofft hat. Also das stimmt. Frage ist halt nur, ob die vielleicht auch jetzt wegen Corona und so ein bisschen auf den Geldbeutel gucken müssen und da vielleicht auch nicht die ganz große Kohle raushauen können. Dann sagen sie vielleicht, okay, den Spieler haben wir schon auf der Payroll, den müssen wir bezahlen, dass sie den einfach dann da halten. Das, keine Ahnung. Also ich kann mir aber vorstellen, dass Wolf auch andere
Angebote hat als nur den ersten FC Köln. Ja, das glaube ich leider auch. Du kannst halt immer nur hoffen, dass solche Spieler Freude an der Stadt finden, ne, und an der Mannschaft, dass sie deswegen bleiben. Ist jetzt halt so ein bisschen schwer, weil in der Stadt ist ja auch gerade nichts los mit Corona und so. Also keine Kneipen offen, was ja so ein bisschen das Faustpfand von Köln war, so diese Kneipenkultur und das Leben in der Stadt, das sich gut gehen lassen in der Stadt. Aber ich glaube, das ist schon ein Typ mit Ambitionen, wenn da so ein Verein anklopft, der, ja, so Wolfsburg oder sowas, ne, also mit Ambitionen auf Europa League, ja, denke ich schon, wird er da eher sich woanders hin orientieren. Ja, das könnte ich mir auch sehr vorstellen, sehr gut vorstellen. Also, ja, also wie gesagt, wird man sehen. Die Frage ist ja auch, will Dortmund für den irgendwas an Summe sehen? Aber ich sehe gerade, der hat auch nur Vertrag bis 21. Das heißt, der ist im Sommer ablösefrei. Ja, gut, aber ob wir uns den dann leisten können? Ja, wenn man 6,5 Millionen Marktwert, musst du nicht bezahlen. Kannst du in so ein Handgeld dann ummünzen. Und vielleicht kriegt man ja auch ein paar Spieler noch los. Respektive unser Gehaltsetat wird ja entlastet, weil Verträge wie die von Höger und Co. auslaufen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein bisschen gespartes Gehalt sozusagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, ja, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, ja, ich würde es jetzt nicht verteufeln, ihn weiter bei uns zu sehen. Nein, also wenn wir drin bleiben, ist das auf jeden Fall ein Spieler, der uns hilft, der geht ja nicht mit in die zweite Liga. Das brauchen wir uns gar nicht einbringen. Ja, gut, klar, das ist, glaube ich, logisch. Was ich aber auch gar nicht so richtig wusste oder auf dem Schirm hatte, der ist auch erst 25, ne? Ja. Ist auch so ein Spieler, wo man denkt, der ist bestimmt schon 28, ja. Ja, genau. Weil der auch schon gefühlt ewig dabei ist und auch schon bei 10 Vereinen war. Der war schon Frankfurt, Hannover, 1860, Dortmund, jetzt in Köln. Sind eigentlich schon zu viele Stationen für einen 25-Jährigen. Aber er hat halt 2001 in der Nürnberger Jugend angefangen und sich von da dann halt nach oben gedient. Und diese ganze Leihgeschichten kamen ja ab 2007 dann. Ja, ab 2007 stimmt. Hatte er 1, 2, 3, 4 Vereine. Plus uns jetzt, das ist schon eine ganze Menge. Müsste vielleicht auch mal versuchen, so ein bisschen sesshaft zu werden. Auch das könnte ja für Köln dann sprechen. Ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn er bei uns bleiben will, wird man da hoffentlich Mittel und Wege finden, bei uns ihn zu halten. Ja, ja, total. Müsste vielleicht noch ein bisschen an seiner Effektivität arbeiten. Ne? Da war ja schon mal bei in der großen Saison bei Frankfurt einen Schritt weiter, dass er da ein paar mehr Tore und Torvorlagen gegeben hat. Aber gut, wenn er jetzt, je weiter hinten er spielt, umso schwerer wird das ja natürlich auch dann. Klar. Logischerweise. Aber wenn er schon mal so in Nähe des Strafraumes kommt, müsste er vielleicht wieder an die Quote anknüpfen, wo er in der guten Saison, glaube ich, 7 Tore und 14 Vorlagen produziert hat. Das war ja schon eine ganze Menge für einen jetzt Rechtsaußen. Also da gerne wieder anknüpfen. Kann ja auch links spielen, ne? Kann auch Stürmer spielen. Also der schließt ja halt echt 10 Positionen auf einmal so gefühlt. Deswegen bin ich schon sehr angetan von dem Spieler. Also wie gesagt, das ist ein Spieler, der, was bei Wolf mir so imponiert, ist diese Körperlichkeit. Also, dass der halt immer irgendwie noch dagegen hält und vielleicht auch mal ein bisschen dreckig spielt, was ja unserem Kader so fast vollständig abgeht, das haben wir mit ihm halt endlich mal dabei. Genau, und das war einer für mich, der immer so diesen Siegeswillen verkörpert. Auch wenn du irgendwie gegen Union da 2-1 hinten liegst, sagt der halt nochmal, komm, auch wenn es jetzt wehtut, wir schleppen den Ball nochmal nach vorne und versuche noch mal irgendwas zu machen. Da ist er für mich einer der wenigen, der so aktiv und auch per Körpersprache vorlebt. Ja, stimmt, ja. Naja, wir sind gespannt, ob er bei uns bleiben wird oder nicht. Als ablösefreier Spieler hat er natürlich noch mehr Optionen, als wir es gerade gedacht haben, weil wir dachten, er hätte noch einen längeren Vertrag. Ja, also da ist ja auch die Gefahr, dass du halt, also dass im Januar, dass du an diese Spieler rantreten kannst und wenn du dann Verein, weiß ich nicht wie, ich weiß es nicht, VfB Stuttgart, der dann irgendwie vielleicht sogar schon irgendwie geretteter ist als wir, da kannst du natürlich dann auch vielleicht ein bisschen eher agieren. Das ist natürlich dann der Nachteil, das, was wir letztes Jahr ja auch hatten, dass du erstmal gucken musst, wo spielen wir überhaupt nächstes Jahr und dann daraufhin agieren musst. Ja, naja, genau. Na, wir werden es alle erleben. Ne? Wir bleiben gespannt, drücken die Daumen und hoffen für uns selber das Beste. So sieht's aus. Gut. Dann bin ich ja mal gespannt, wer denn wohl die Nummer 14 in unserem Kader für morgen sein wird. Oh Wunder, oh Wunder. Bin mal gespannt, ob jemand das nicht weiß. Vielleicht machen wir wieder was ganz Verrücktes und wechseln da irgendwie durch. Nehmen einen Spieler mit der Nummer 41. Mal gucken, bin mal gespannt. Wir hören uns morgen wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein.
Das war Türchen Nummer 13. Wir sind raus. Macht es dir rot. Tschö. Tschüss. Hamburg und Hattingen rufen Saarbrücken in Saarland, der Gegend, der Region für wunderbaren Wein, tolle Landschaften und anscheinend auch mindestens einen guten Fußballer, nämlich unser heutiges 14. Türchen, unsere Nummer 14, unseren El Capitano, unseren WM-Siegtor, EM-Siegtorschützen gegen Italien, gegen Gigi Buffon. Die Rede ist natürlich von Miso Bretschko. Nein, von Jonas Hector. Jonas Hector. Ja, ähnliche Qualität wie Miso Bretschko. Nein. Fast die gleiche Position, nur gespiegelt. Ja, ja, genau. Nein, Hector. Also ich gehe jetzt mal einfach out of my way und sage, der beste Spieler im Kader. So im Gesamtpaket. Wahrscheinlich ja. Also vermutlich nicht der beste Fußballer im Sinne von, würde jetzt im Käfigduell 1 gegen 1 gegen Duda gewinnen oder so. Das vielleicht eher nicht. Aber das Gesamtpaket, also ja. Übersicht, Einfluss auf Spiel, sogar ja auch Torgefährlichkeit zuletzt, Einfluss auf die Expected Points der Mannschaft, Rolle im Team und auch Relation zu Potenzial und dem, was er aus dem Potenzial gemacht hat. Ne? Ja. Also du musst nicht zwingend mit den Anlagen eines Jonas Hectors Nationalspieler werden und irgendwie auch 60 Spiele machen für DFB oder so, aber er hat es halt geschafft. Ja, 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 ist, wie gesagt, wenn der noch mal ein bisschen, also wenn der ein bisschen extrovertierter wäre, wäre das vielleicht sogar noch ein Stückchen besser. Wobei auch da muss man ja dazu sagen, also durch Corona haben wir durchaus die Möglichkeit, öfter auch mal zu hören, was da auf dem Platz gesagt wird. Und ich hätte gedacht, dass Hector noch ruhiger ist. Mhm. Also da gab es durchaus schon einige Dinge, wo, weiß ich nicht, irgendein Elfmeter, ich weiß gar nicht mehr, bei unseren 100 Elfmeter gefühlt, die wir bekommen haben, irgendein Elfmeter, ich glaube, das war irgendein Handelfmeter, der diskutabel war, wo Hector dann auch gespielt hat und gesagt hat, warum pfeifst du das oder irgend sowas, sowas musst du nicht pfeifen. Er hat gesagt, du pfeifst sonst normalerweise Champions League. Zu dem ja, genau. Richtig. Das ist ja schon eine Ansage, ne, an den Schiri. Also das, wie gesagt, ist natürlich schade, dass er aktuell noch verletzt ist und ja, aktuell zumindest noch ausfällt, wie es scheint. Ja, auch krass. Also der hat ja in Bielefeld die Verletzung da am Nacken oder am also Schleudertrauma halt erhalten. Das ist ja ewig lange her. Was war Bielefeld? Zweiter Spieltag, ne? Ja. Und heute ist der 10. Spieltag oder so? Ja. Das ist ja für uns eine Riesenschwächung. War natürlich keine Absicht von Bielefelder, ne? Aber hat seiner Mannschaft damit einen guten Dienst erwiesen, weil wir dadurch natürlich, würde ich mal behaupten, Punkte verloren haben, dass Hector nicht gespielt hat. Der hat ja irgendwie einen Expected Points Wert von, also jenseits von Gut und Böse. Wir haben irgendwie ohne den 0,86 pro Spiel geholt und mit dem irgendwie 1, noch was, 1,3 oder sowas. Das ist halt ein Riesenunterschied für eine Mannschaft wie der 1. FC Köln, die ja sowieso nur in jedem 5. Spiel mal gewinnt. Also der fehlt uns an allen Ecken und Enden. Was ich aber ausdrücklich nicht als Kritik an denen meine, die spielen. Ich meine das nicht an Kritik an Salih Özcan, an hier Skiri oder an von mir aus auch Duda, sondern einfach nur, dass Hector noch mal eine ganz andere Qualität hat als die beiden, oder die drei gerade genannten, auch eine andere Art der Qualität mitbringt. Und ich glaube, der ist auch so einer, der wehrt dich als Mitspieler noch mal auf, ja. Weil der auch, glaube ich, auf dem Platz dich so ein bisschen coacht und sagt, hier, stell dich mal hier hin, Retschbejai, und lauf da nicht so komplett positionsfremd durch die Gegend. Ja, ja, also man hat ja auch gesehen, dass gerade mit Skiri das auf einmal eine Duo war, was sich so ergänzt hat, dass die Einzelspieler besser werden. Also bei Hector, ich finde auch, Skiri gibt Hector das, was Hector halt nicht hat. Also Skiri läuft dann halt mehr zu und Hector hat dann halt andere Stärken. Also das ist schon, die beiden haben sich da sehr gut ergänzt und ich glaube halt, wenn du halt einen Stein aus dem Mosaikstein rausstimmst, ja, dann wird es halt instabil. Also nimm mal so einen Träger aus einer Brücke raus. In Köln weiß man, was dann passiert, wenn man so einen Stahlträger mal eben entfernt. Also ne, ja. Dann wird es halt instabil. Und so ist es halt mit so Spielern wie Jonas Hector halt auch. Wenn der halt
so eine Verein wie dem ersten FC Köln fehlt, dann ist das spürbar, merkbar, sichtbar. Und wenn du dann jetzt auch nicht so den allergefestigsten Kader oder die allergefestigste Truppe hast, dann haut das dich wahrscheinlich auch noch mal mehr weg. Ja, absolut. Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte machen Sie nicht, was der nette Mann Ihnen gesagt hat. Nehmen Sie keine Träger aus Brücken raus in Köln. Nein, bitte können nicht. Können wir nicht empfehlen. Nein, bitte nicht. Und wenn, wir haften nicht für unsere Hörer oder unsere Hörerinnen. Das müsst ihr bitte selber mit euch ausmachen. Nee, aber du hast schon vollkommen recht. Ne? Also Hector ist da ein wichtiger Mosaikstein. Und wenn der fehlt, und gerade auch so lange fehlt, merkst du schon, dass der Mannschaft da auch eine gewisse Qualität abhanden kommt. Deswegen hoffen wir alle, dass er irgendwann mal wieder zurückkommt. War jetzt ja auch gegen Wolfsburg wieder nicht im Kader. Gerade schade, weil gegen Wolfsburg hat er ja damals dieses wirklich fast schon legendäre Tor geschossen, in der Abstiegssaison, in der letzten, wo er sonst Im alle scheiße Spieltag, war. Spieltag, ne? Ja, genau. Das war ja sogar das 1-0, also das Führungstor, was ja leider dann nicht zum Sieg gereicht hat. Aber ich sag mal, in einer Saison, wo alle scheiße war, so ein Tor zu schießen, musst du auch mal schaffen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und gewollt so ja, gespielt. Klar. Ne? Also das war jetzt kein Freak-Tor irgendwie 17 Mal angeschossen, sondern das war gewollt so gespielt. Also das war schon gut, war schon sehr, sehr gut. Ja, ist auch zu Recht unser Kapitän. Ja, ich wüsste jetzt keinen in der Mannschaft, der ja sonst Nein. als Feldspieler so ein guter Kapitän wäre wie Hector. Nein, das ist richtig. Ja. Es ist, glaube ich, auch wieder so ein Typ Fußballer, der ein bisschen anders ist als andere Fußballer, also positiv gemeint anders. Ne, hat ja auch sehr lange ist er heimatverbunden geblieben, hat ja auch nie ein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen, sondern hat einen anderen Weg gegangen. Ist, glaube ich, auch noch sehr verwurzelt mit seiner Heimat da im Saarland. So ein Familientyp, also jetzt keiner, der sich irgendwie seine Kohle, glaube ich, für Koks und Nutten ausgibt, glaube ich dann doch nicht. Nee, auch nicht doof, auch nicht. Also, hat auch was in der Birne. Ist auf jeden Fall so ein Typ, Arne Friedrich, finde ich, der später auch dann irgendwie Sportdirektor oder so Mannschaftsbetreuer oder so ein Kram sein könnte. Ja. Trainer vielleicht eher nicht. Ich glaube, der ist dazu zu introvertiert vielleicht ein Stück weit für. Es wird dann eher so ein Manuel Baum sein, der vielleicht taktisch gut ist, aber hat so eine Mannschaft vielleicht doch nicht anzünden kann. Aber so als Sportchef oder wer ist das da in Berlin? Performance Manager, da kann ich ihn mir dann schon vorstellen. Ja, also wie gesagt, ich bin auch mal gespannt, ob er den Weg beim 1. FC Köln einschlagen wird oder ob dann ein anderer Verein so schlau ist, ihn dafür zu holen, weil ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass der halt irgendwas im Strukturaufbau eines Vereins voranbringen kann, weil dumm ist er alles andere als nicht. Also das ist schon das. Nee, das war jetzt falsch gesprochen. Das war genau falsch rum, ja. Er ist alles andere als doof, so genau. als ich es ausgesprochen hatte, merkte ich, dass da ist immer so quer drin. Nein, also das. Wie gesagt, mich würde es freuen, wenn er auch bei uns vielleicht da in irgendeiner Weise eine Funktion nach seiner aktiven Karriere innehaben würde, weil, wie gesagt, ich finde, das ist ein sympathischer Kerl und dem würde ich es halt auch gönnen, irgendwie. Ja, aber der FC wäre auch mit einem Klammerbeutel gepudert, den nicht im Verein zu halten. Ja, gut, der FC ist ja gut drin, auch irgendwie so Spielern irgendwelche Verträge zu geben und niemand weiß, was diese Leute dann machen, ne? Also das stimmt. So Kessler-mäßig. Aber ich sag mal, mit Kessler und Hector hast du dann ja schon eine interessante Kombination für die Zukunft, die den Verein dann so hinter den Kulissen in so 7 Jahren oder so mal führen können. Schon spannend. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Kessler meinte ich damit auch gar nicht, sondern irgendwelche, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was Marco Höger irgendwann mal hier machen wird. Nix. Also ich hoffe nix. Also ich, wie gesagt, vielleicht vertue ich mich da auch ganz, ganz, ganz massiv, aber ich weiß ich nicht. Ich möchte keinen Salihamidžić 2.0 hier sitzen haben. Nee, nichts gegen Salihamidžić. Der hat immerhin Douglas Costa geholt. Ja, super. Nee, aber auch so. Na, so ein Sebastian Kehl bei Dortmund, weiß ich halt auch nicht, was der macht. Ja, das ist, ja, ich meine, gut, ich meine, vielleicht macht das auch Sinn, diese Leute halt in der zweiten Reihe halt aufzubauen und nicht direkt dem Löwen zum Fraß vorzuwerfen. Ja, ich mein, klar. Ich glaube halt, dass diese Spieler halt bei uns im Verein wahrscheinlich auch noch bei den Fans einen höheren Kredit hätten als irgendwie
externe, aber warum willst du die dann verheizen? Ja, das stimmt. Und ich glaube, da gehört es ja auch mehr dazu, mal Fußballer gewesen zu sein, um irgendwelche Funktionen im Verein zu haben. Ich glaube, da musst du wahrscheinlich auch erstmal noch ein bisschen anders reinwachsen, weil auch wenn du als Spieler natürlich da einen Einblick hast, ist das ja immer noch ein anderer Einblick als von der anderen Seite des Schreibtisches. Klar, aber da hat er vielleicht ganz viel Glück, dass er da auch ein bisschen reinwachsen kann. Ja, fast schade, dass so ein Frank Elig nicht mehr im Verein ist. Das wäre so einer, der ihn vielleicht an diese Aufgabe hätte heranführen können, weil ich nicht weiß, ob er echt einer für die allererste Reihe ist, so Horst Held-Style, oder mehr so der, ja, so ein bisschen so der Michael Reschke im Hintergrund quasi bei Ja, Leverkusen früher. Ne? der Arbeiter, Ja, der genau. ne, dann halt in Ruhe arbeiten kann, den man aber dann in Ruhe lässt und ich sag mal so, dieser typisch, also das, was er im Prinzip ja auch bei uns macht, der akribische Arbeiter. Ja, Also ne, ganz das, genau. was er jetzt bei uns im Kader halt auch macht, das ist jetzt auch keiner, der kein Lautsprecher oder so, sondern halt einer, der seine Arbeit macht und Und dann ist das, gut. die halt gut macht, ne? Ja, Und klar. das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Auf jeden Fall. Ich finde, wir haben jetzt so ein bisschen wenig über seine Laufbahn als Spieler gesagt. Vielleicht kann man da noch so zwei Sätze sagen, bevor wir über die Zukunft jetzt mit ihm reden. Er ist ja ein Spieler, der uns schon ganz viele Jahre quasi beschäftigt. Hat ja angefangen als Linksverteidiger, wurde damals aus der zweiten Mannschaft hochgezogen. Und zwar von Trainer, wer war das denn? Frank Schäfer oder? Nein, von hier, wie hieß er nochmal? Ach, hier der in Hamburg den Ding Supermarkt hat. Ach, Stani. Stanislaski, genau. Stani. Stimmt. Ja, ich erinnere mich doch. Stani war das. Als Linksverteidiger, ne? Und hatte ja Genau. irgendwie seitdem auch so seinen Stammplatz mehr oder weniger inne, bis auf Ja, kleinere. das ist ja, also der Jonas Hector, also das war schon bewundernswert. Also mit dem hat ja auch so wirklich keiner gerechnet. Das war ja jetzt nicht ein Spieler, den jeder irgendwie auf dem Zettel hatte. Der hat sich dann einfach irgendwie so in die Mannschaft reingegroovt und ist ja dann, ich sag mal, unter Peter Stöger ja zu dem Spieler geworden, der er heute ist. Ja, ich glaube eher, als Spieler, gerade in der Defensive, kannst du unter Stöger jede Menge lernen. Vielleicht kommt es auch dazu, dass er genau zu dem Zeitpunkt hier war, dass da halt, ich sag mal, dieser positive Einfluss einfach dazukommt. Ne? Also ich meine, wenn du halt als No-Name irgendwo hinkommst und dich entwickeln kannst, dann ist es vielleicht auch einfacher, als wenn du aus der Jugend kommst und von dir erwartet jeder Wunderdinge. Ja. Also ich meine, das ist natürlich dann, die Fallhöhe ist eine andere. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, Jonas Hector wird für ewig in meinem Herzen bleiben, durch das 1:0 gegen Mainz in Das, dem besagten ja, Spiel. klar. Das haben wir gar nicht erwähnt jetzt, genau. Ne, also das ist, Und er ist ja ja, auch das der war ein. einzige von dieser Durch-it-für-Fraktion, wo ich halt wirklich froh bin, dass der geblieben ist. Also ich sag mal, Ja, einen guten ja. Torwart kriegst du halt in der Bundesliga immer irgendwo her. So. Auch wenn es jetzt nicht Timo Horn dann ist, sondern irgendein anderer. Aber so ein Hector, der ja auch im defensiven Mittelfeld, auf Linksverteidigerposition, auch im offensiven Mittelfeld, der kann ja super viele Positionen spielen und prägt dein Spiel. So ein Spieler findest du jetzt also nicht mal eben für kleines Geld irgendwo. Und wir haben ja auch kein Geld. Also müssen wir die Leute ja aus dem eigenen Nachwuchs finden. Und da ist halt Hector echt so ein Griff in die Goldgrube gewesen. Das kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, für ewig in meinem Herzen als wir waren damals Torhüter in Mainz. War das hier schon dieser Florian Müller? Ich habe es gerade nicht verstanden. Wer was? Wer war da Torhüter beim FSV Mainz, Nee, als nicht Müller. die. Das war irgendein. Ach, ich habe es vergessen. Für einer, der den Ball nicht gehalten Ja, also hat. das war auch kein Schuss, wo Ja, man das war sagen kein. muss, Muss man nicht reinlassen. den Nee. muss man reinlassen. Aber wie gesagt, da ist mein kleines Herz schon ein bisschen höher geschlagen. Ja, ich habe ja damals in so einem Gastbeitrag für 93, glaube ich, war das gesagt. Ich nenne mein erstes Kind nach dem Siegtorschützen. Also wenn ich mal ein Kind haben sollte, muss es Jonas heißen. Yannick Huth übrigens. Ja, Jannik Huth, ich habe auch gerade nachgeschaut. Note 4,5 vom Kicker, weißt du Bescheid? Zu Recht. Ja. Ja, das ja, wird für mich eins der FC-Spiele bleiben, die für ewig in meinem Gedächtnis sind. Und da ist halt Jonas Hector einer der Spieler, die dabei waren und
maßgeblich auch dazu beigetragen haben in der Saison, dass wir das für mich Schönste, was ich jemals mit dem FC erleben durfte, erlebt haben. Also, und jemals erleben wirst. ja, genau, also Besser wird das höher nicht wird es mehr. wahrscheinlich nicht Nee. mehr gehen. Also, Nein, nein. das ist so und das war schon toll. Ja, absolut. Ja, Jonas. Also wir wünschen uns alle, dass du bitte ganz lange bei uns bleibst, egal in welcher Funktion. Lieber Jonas Hector, Und schnell wieder gesund wirst. schnell wieder gesund wirst. Hoffentlich auch keine irgendwie nachhaltigen Schäden hast. Ne? Gerade so mit Nackengeschichten muss man schon vorsichtig sein. Also nicht zu früh wieder einstarten, sondern lieber ganz gesund und fit werden. Ja, von uns alles Gute, lieber Jonas Hector. Morgen ist Türchen Nummer 15 dran. Wir werden gespannt verfolgen, wer das sein wird. Bleibt gespannt bis morgen. Schaltet wieder ein. Das war's von uns. Wir sind raus. Macht Idiot. Tschüss. Hamburg und Singen rufen Olos in Griechenland und Frankfurt am Main. Das ist unser 15. Türchen des diesjährigen Adventskalenders. Und wir haben wieder einmal direkt zwei Spieler für euch in den Adventskalender getan. Sie haben eine ähnliche Position, sie haben einen Anfangsbuchstaben und sind beides Männer für die Offensive. Die Rede ist erstmal von Dimitrios Limnios, unserem Neuzugang aus Griechenland oder wie du, Marco, ihn schon so formidabel getauft hast, der Corona-Grieche. Ja. Ja, der Name war ja Anfangsprogramm, leider, für ihn. Ja, scheint das ja alles komplett gut überstanden zu haben. Scheint ja keine Nebenwirkungen oder Nachfolgen oder irgendwas zu haben. Ich glaube, er war auch nie richtig symptomatisch, sondern nur diese Tests waren einfach immer weiterhin positiv. Also gut für ihn, Glück im Unglück. War damals alles so ein bisschen, ja, ein bisschen FC-like, ohne dass wir da was dafür gekonnt hätten. Aber ja, trifft halt immer den ersten FC Köln solche Aktionen. Und dann gab es ja auch noch die Aktion, wo er dann irgendwo nach einem Länderspiel gestrandet war und der FC ihm im Privatjet heimholen musste, weil wegen Corona da auch keine Airlines geflogen sind und so. Also er hat schon eine ganz bewegte Karriere außerhalb des Platzes bei uns jetzt hier hingelegt. Auf dem Platz noch nicht so viel, oder? Ja, also ich glaube, die Tatsache, dass er natürlich relativ spät gekommen ist und hat natürlich da jetzt nicht für gesorgt, dass er sofort gespielt hat. Ich finde immer, aber wenn er dann gekommen ist, also von der Bank gekommen ist, hat er da schon ordentlich Alarm gemacht. Jetzt im neuen Spielsystem wird natürlich Markus Gisdol jetzt erstmal auf die Spieler setzen, die das jetzt auch aktuell sehr gut machen. Also. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt wichtig, möglichst breit gefächert sich aufzustellen. Wir brauchen, ich sag mal, mehr als nur 11 Spieler. In der Regel brauchst du, ich sag mal, 25, 26 gute Spieler. Ja, so ist das wohl. Ich habe mich ein wenig gewundert, dass er in dieser Aufschwungphase gegen Dortmund und Wolfsburg gar nicht mehr zum Einsatz kam. Und also ich habe gerade im Dortmund-Spiel gedacht, so jetzt könnte Jan Thielmann auch mal eine kleine Pause vertragen nach so 70 Minuten gegen Dortmund, weil er da so ein bisschen nachgelassen hatte. Da habe ich mir gedacht, jetzt nochmal so einen frischen Limnios reinzubringen, könnte was helfen. Oder auch gegen Wolfsburg gab es ja die Phase, wo man hätte vielleicht nochmal das Spiel entscheiden können, so um die 80. Minute rum, vielleicht ein bisschen vorher, hätte man ihn vielleicht noch reinschmeißen können, so als kleinen oder kleineren Dribbler, der vielleicht auch mal einen Freistoß rausholen kann, weil er gefoult wird. Oder zur Not mit Wolf da hinten so ein bisschen Doppelpass spielen kann, hinterlaufen kann und so weiter oder vorderlaufen kann und so weiter. Ist aber beides nicht geschehen. Wir wissen noch nicht, ob er gegen Mainz gespielt hat. Das können wir zur Stunde noch nicht verraten. Aber ich glaube, die Anlagen sind da, dass ich mir schon vorstellen kann, dass auch mal das eine oder andere vielleicht zum Torerfolg beiträgt. Ja, also die Saison wird noch lang und hart. Also gerade jetzt nach dem Spiel gegen Mainz kommen ja, ich sag mal, etliche Spiele hintereinander und ich glaube, da werden wir wahrscheinlich auch den einen oder anderen noch sehen und ich kann mir auch vorstellen, dass der Limnios dabei sein wird. Glaube ich wohl auch. Was ist denn er für ein Spielertyp für dich? Das ist halt noch so, das kann ich halt noch nicht so hundertprozentig einschätzen. Ist halt ein sehr dribbelstarker Spieler. Hat mir von der Athletik bisher sehr gefallen, aber was jetzt so seine genauen Stärken sind, das finde ich halt noch schwierig. Ich meine, ich mache mir lieber immer selber gerne ein Bild vom Spieler, aber bisher das, was er gezeigt hat, fand ich sehr gut.
Ob das dann für die Bundesliga reichen wird, gehe ich davon aus, weil der Junge braucht einfach noch ein bisschen Zeit, um sich auch in der Mannschaft zu akklimatisieren. Also ich meine, du kommst neu in eine Mannschaft und musst dann direkt spielen oder kannst direkt spielen, das ist natürlich auch nicht so einfach. Ja, ich habe nur so gedacht, er ist eigentlich ja nicht der ganz, ganz typische Gisdol-Spieler, ne? Also wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir finden, dass Gisdol ein Trainer ist, der sehr gewisse Präferenzen sehr stark durchdrückt. Und ich glaube, dass Linus gar nicht mal so der typische Gisdol-Spieler ist, weil Gisdol mag mehr so die Iso Jakobs und die Janis Horns, die auf direktem Wege und mit Zug zum Tor gehen, während hier Limnios immer gerne noch mal so eine Schleife drum macht, wie er auf mich wirkt. Deswegen glaube ich auch, dass da vielleicht auch ein bisschen der Umstand herrührt, dass er jetzt erstmal für 2-3 Spiele so ein kleines bisschen außen vor war. Das kann durchaus sein. Ja, also ist natürlich nicht so, ich sage jetzt mal so geradlinig wie Ismail Jakobs oder andere Spieler. Hannes Horn, aber auch Wolf zum Beispiel, diese spielen da schon geradliniger nach vorne. Vielleicht geht es da auch erstmal darum, halt nicht diese kleinen Fehler zu machen, sondern straight nach vorne zu spielen, den sicheren Weg zu nehmen und dann das erfolgreich umzusetzen. Und ich meine, da muss man ehrlicherweise ja auch sagen, da gibt der Erfolg, also die 4 Punkte aus den Spielen gegen Dortmund und Wolfsburg, ja auch Markus Gisdol recht. Also warum sollte er was ändern? Also ja. Ich sehe das schon so. Wahrscheinlich wird dieses Adventskalender-Türchen sehr, sehr schlecht altern, wenn wir am 12.12. gegen Mainz dann verloren haben werden. Das kann natürlich passieren. Die Möglichkeit besteht natürlich immer, dass wir mit der nächsten Niederlage, zum Beispiel jetzt gegen Mainz, dann natürlich einiges sich ändern wird. Aber vielleicht ist es aber auch genau das Gegenteil, dass Limnios da spielt und der Spieler ist, der uns da auf ein neues Level hebt. Wollen wir es hoffen, weil hätten wir gegen Mainz ja 3 Punkte geholt. Und das wäre viel, viel wert. Ja, das sehe ich auch so. Ja, wir können mal schauen, ob dieses Türchen hier schon komplett leer ist oder ob sich in der hinteren Stube doch noch was versteckt. Und in der Tat sitzt da ein Youngster, einer der Generation 2021, würde ich sie mal jetzt nennen, ganz spontan. Also einer der Spieler, auf die wir uns freuen dürfen, dass sie demnächst in der Bundesliga vielleicht ähnlich für Furore sorgen, wie schon ein Katterbach, ein Jakobs, ein Thielmann oder ein Cestic. Ich rede von Tim Lemperle aus Frankfurt am Main gekommen. Ja, hast du denn zu Tim Lemperle irgendeine Meinung? Ja, hat ja zumindest schon Kurzeinsätze gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Minuten es waren. Es war in einem sehr, sehr bitteren Spiel, wurde er eingewechselt. Ich glaube, er hat sein Bundesliga-Debüt beim 6:1 gegen Werder Bremen gefeiert. Genau, richtig. Ich glaube, auch da cool. Auch nicht lange, ne? Nee. Also ich glaube, ein paar Minuten waren es. Ich sag mal, ist natürlich schwierig, wenn du da als junger Spieler auch in einer Phase kommst, wo es nicht läuft. Ich meine, wir haben ja schon Phasen gehabt, wo uns die jungen Spieler halt auf ein anderes Niveau gebracht haben, aber ja, das ist natürlich schwierig. Also ich meine, da muss es schon richtig gut laufen und vielleicht macht es dann auch Sinn, bevor man auf schmoren lässt, ihn halt dann in der U23 spielen zu lassen, weil das hat er ja diese so öfters da gemacht, um halt da Spielpraxis zu sammeln, weil der Junge ist 18, da geht es auch noch darum, Spielpraxis, Spielpraxis, Spielpraxis. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass der da halt dann Spielpraxis in der U23 sammelt. Ja, macht er ja auch, ne? Also er ist in allen Spieltagen immer in der U21 eingesetzt, an der Seite von Leuten wie Christian Clemens tatsächlich, aber eben auch Robert Voloda vor seiner Sperre und so weiter. Ja, das bin ich voll bei dir. Der muss wirklich Spielpraxis kriegen. Wird im Moment auch eher nicht am gleichaltrigen Thielmann vorbeikommen. Vorne im Sturm ist er auch eher so die 3. bis 4. Wahl, weil er noch so jung ist und auch wenig Erfahrung hat, nicht mal die Qualität da irgendwie nicht gegeben wäre. Ja, ist ja schon ein recht großer Junge, ne? Schon 1,87 mit 18. Das heißt, also hier ist ein schönes Bild von ihm, wo er den Vertrag mit Horst Held unterschreibt. Und der Horst Held geht ihm so bis zum Kinn ungefähr. Also schon eine ganz ordentliche Kante da für einen Stürmer. Ist natürlich nicht so, dass wir jetzt gerade große Stürmer bräuchten. Ne? Wir bräuchten ja eher mal so einen kleinen, wuseligeren Stürmer. Das ist er dann scheinbar nicht.
Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, wir haben das gerade schon bei Limnios gesagt, dass ja Markus Gisdol so einen bestimmten Spielertyp hat. Das bisschen, was ich von Lemperle gesehen habe, scheint er mir dieser Spielertyp sein zu können. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wenn wieder noch mal Not am Mann ist, viele Verletzte sind oder durch Doppelbelastung irgendwie oder Corona-bedingte Ausfälle oder ganz viele Spiele sind, dass er noch mal irgendwie für ein paar Minuten reinrutscht. Er hat letzte Saison übrigens 15 Minuten gespielt, hatte ich gerade nachgeschaut. Ja, okay. Genau. Ja, was wir, glaube ich, nicht von ihm erwarten können, ist, dass er der ganz, ganz große Goalgetter wird, weil das war in der Jugend nämlich auch nicht. Ne? Also in der U17 hat er noch, okay, 14 Tore in 25 Spielen geschossen und 3 Vorlagen, das ist okay. Aber dann in der U19 schon noch 4 Tore in 27 Spielen oder in 1700 Minuten und in der Regionalliga dann nur noch 3 Tore in 940 Minuten. Also ist nicht ganz der torgefährliche Spieler. Da hatte zum Beispiel ein Jan Thielmann eine andere Statistik in der Jugend. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich meine, ich glaube halt auch, dass das ist auch da immer drauf ankommt, wann spielst du da, mit wem spielst du deiner Jugend? Also ich sag mal, wenn du da jetzt Spieler mit dabei hast, wie weiß ich nicht, ein Thielmann, wenn du neben einem Thielmann spielst in der Jugend, dann ist es vielleicht auch einfacher, da eher der Flankengeber zu sein oder der auch Räume schafft, als der nachher den Abschluss sucht. Ja, er hat jetzt auch selten im Sturmzentrum gespielt, sondern meistens auf Rechtsaußen, also 15 Spieler auf Rechtsaußen, 7 als Mittelstürmer. Und seine Tore hat er in der Tat, wenn, dann auch von Rechtsaußen gemacht. Ja. Also so von außen nach innen ziehend. Ne, so vom Spielertyp her vielleicht so ein kleines bisschen so Simon Zoller in Jung, könnte man vielleicht sagen, so was das angeht. Jetzt, wenn ich mal nur Spieler betrachte, die beim FC gespielt haben. Ja, bin mal gespannt, wo seine Karriere noch hinführt. Ich meine, mit 18 steht ja die ganze Welt noch offen. Da kann ja noch einiges passieren. Ich glaube auch, dass man da jetzt nicht mal jedes Mal wie die neuen Spieler reinwerfen muss, unbedingt, weil das, ich sag mal, das macht ja, also ich glaube, da die Spieler dann behutsam aufzubauen, macht schon Sinn. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, das so zu machen. Ja, definitiv. Ganz spannend finde ich, dass er beim selben Berater ist, wie ganz viele große Talente, die es zu viel gebracht haben, nämlich namentlich Louis Holtby und Maximilian Beister. Also vielleicht nicht die allerglücklichste Auswahl des Beraters in der Hinsicht. Aber hat auch super Jahrhunderttalente wie Jürgen Giasula in seinem Repertoire. Okay. Ja, die kommen aber alle so aus der Ecke da hinten, ne? Also so kommen ja alle so aus der Frankfurter Offenbacher Ecke, oder? So, dass nicht alle Spieler, die aus der Ecke kommen? Da müsste so. Ich jetzt nachgucken, wo ein Loris Harry Holtby herkommt. Kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Ach, kommt der nicht irgendwie aus Aachen oder so? Weiß ich nicht. Gebürtig? Wäre jedenfalls nicht in Frankfurt dann. Ja, aber zumindest Erkelenz. Erkelenz, okay. Ja, okay. Erkelenz. Ja, gut. Ja, ich glaube, Berater, ich glaube, das ist sowieso ein schwieriges Thema. Ich glaube, da geht es auch einfach darum, wo fühle ich mich wahrscheinlich wohl als junger Spieler. Ja, klar. Wusstest du, dass Louis Harry Holtby mal 3 Jahre in der Gladbacher Jugend gespielt hat? Nee, erklärt aber einiges. Macht ihn noch sympathischer, ne? Ja, ja. Aber wir wollen hier nicht über Louis Harry Holtby reden, sondern über Tim Phil Lemperle. Liebe Grüße auch an den Hörer, der uns geschrieben hat, dass sein Sohn Phil heißt. Das ist natürlich ein toller Name, Phil, aber das Problem ist ja nicht, dass Timo Phil heißt, sondern dass er Phil Horn heißt. Das ist ja das Problem. Ja, das ist richtig. So einen Phil nimmst, ist ja super, lieber Hörer, finden wir ganz toll. Mein Lieblingscharakter aus Modern Family heißt auch Phil, insofern alles gut. Aber heißt bitte nicht Phil Horn, das ist doch das Problem an der ganzen Sache. Ja, aber liebe Grüße an den Hörer, an seinen Sohn. Wenn du uns hörst, lieber kleiner Phil, sei herzlich gegrüßt. Richtig, vollkommen. Genau. Also Namen sind ja sowieso sehr, sehr schwierig. Ich meine, ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen Namen, den man nicht mit irgendwas anderes irgendwie vor Hohne piepeln könnte. Dementsprechend ist es uns natürlich auch nennt eure Söhne oder wen auch immer auch gern Kilian, macht das, was ihr wollt, seid frei. Da geht es uns nicht darum, hier irgendwelche Namen abzuschämen. Außer wenn der Vorname mit dem Nachnamen zusammen witzig ist. Dann. Das ist richtig. Das ist richtig. Es ging, also vor allem, ich glaube, bei uns war es ja auch wirklich so, dass wir das, also ich wusste es vorher nicht, dass Timo Horn einen zweiten Vornamen hat. Das wussten sie nicht mal beim Kicker.
Und genau, wussten sie nicht mal beim Kicker, das muss man auch dazu sagen. Ja, deshalb war das natürlich sehr amüsant. Wir Genau. haben auch ehrlicherweise vor der Aufnahme mehr gelacht als während der Aufnahme. Ja, es war ein intuitiver Moment. Gut, ich glaube, wir haben das Türchen hier rund gemacht. Liebe Grüße von Arschko und Penis. Macht's gut. Wir sehen uns mit Türchen 16 wieder. Wir sind raus und tschö. Tschö. Hamburg und Hattingen rufen Köln in Köln und Faust in Brandenburg. Unser Türchen Nummer 16. Und dieses Türchen schießt keine Tore, es verhindert sie, zumindest im Idealfall, denn wir haben heute dieses Türchen ganz unseren Torhütern gewidmet. Den Timo Phil Horn haben wir bereits im ersten Türchen gemacht. Jetzt hier im zweiten Türchen finden sich unter anderem der Ron Robert Zieler. Man kann ja sagen über ihn, was er will, aber er steht zumindest zu seinem peinlichen Zweitnamen. Ja, oder seine Eltern fanden das toll. Also er, glaube ich, ja, hat da ja wenig Einfluss drauf gehabt. Ja, aber er kann sich ja nur Robert nennen. Hallo, ich bin der Robert. Er muss ja nicht sagen, Ach dass er Ron so. Robert ist. Ja, okay. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Stimmt. Na, Timo hat es ja auch geschafft, das zu verheimlichen, bis ein gewisser investigativer Podcast es aufgedeckt Aber hat. ich weiß gar nicht, wenn das mit, also mit Bindestrich so drin ist, ich weiß gar nicht, ob man das. Ich weiß es nicht. Also Janis Kilian nennt ja auch keiner Janis Kilian, ist auch ein Ja, stimmt. Bindestrich. Ich weiß Stimmt. nur, dass witzigerweise, nachdem wir das besprochen haben, wurde der ja im Spiel gegen Bayern, glaube ich, eingewechselt. Und der Stadionsprecher hat ihn sogar als Janis Kilian Horn vorgelesen, weil er auf dem Spielberichtsbogen halt mit beiden Namen wahrscheinlich draufsteht. Und so ein bayerischer Stadionsprecher kennt ihn dann eben nicht. Ganz einfach. Ja, gut. Ja. Pech gehabt oder Glück gehabt. Aber wir wollen ja über den Mann reden, der zum ersten FC Köln gewechselt ist, um sich hier weiterentwickeln zu können. Ja, Ron Robert Zieler. das ist wichtig auch. Na, er will von dem großen Torwart Timo Phil Horn lernen und sich in seiner Rolle als Weltmeister und Bankdrücker weiterentwickeln, damit er vielleicht irgendwann noch mal woanders auf der Bank sitzen kann. Ja, lass uns mal erstmal den Spieler an sich betrachten, ohne die ganzen vereinspolitischen Dinge, die seinen Wechsel begleiten, wo er nichts für kann. Wie findest du denn ihn als Spieler, den Zieler? Oh, das reimt sich. Schön. Als die Verpflichtung von Ron Robert Zieler bekannt gegeben wurde, war ich nicht überrascht. Also hat eine Kölner Vergangenheit, hat in einem Nachwuchs hier gespielt, hat Erfahrung und könnte, wenn Horn ausfällt, sofort weiterhelfen. Ich glaube, das sind so die ersten Dinge, die mir eingefallen ist. Also, ich muss ehrlich sagen, es hätte uns schlimmer treffen können. Punkt. Ja, also ich wundere mich so ein bisschen, dass er das mitmacht, der Zieler. Dass der herkommt und eigentlich Ja. weiß, dass da nicht viel passieren wird nach vorne. Ich meine, klar, die Karriere von ihm ist jetzt auch nicht auf einem großen Höhepunkt mehr, nachdem er in Hannover degradiert wurde und nur ja, ein bisschen schlecht als recht gehalten hat, also einige Patzer drin hatte. Aber ich meine, als Weltmeister und ja, auch ist ja ein klarer Typ, er ist ja kein Spinner, kein abgehobener Instagram-Influencer oder sonst was. Ich glaube, als so jemand kriegst du schon auch noch einen Verein, wo du vielleicht, sagen wir mal, in irgendeiner ersten Liga, vielleicht nicht in der Bundesliga, aber irgendwo anders Stamm spielen könntest. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Wie gesagt, ich war überrascht. Also ehrlicherweise habe ich auch gehofft, dass dieser Zweikampf auch ein Zweikampf ist und nicht von vornherein man den einen auf eine Stufe. Also das war eigentlich mein Wunsch und meine Hoffnung, dass man natürlich jetzt so dann relativ klar und deutlich sagt, so, nee, pass auf, aber Timo Horn ist schon mal per se klar unsere Nummer eins und dann schauen wir mal. Ja, fand ich dann schon ein bisschen traurig, aber hat mich jetzt auch nicht so überrascht, wenn ich ehrlich bin. Meinst du, man hat ihm das bei der Vertragsverhandlung gesagt, dass man ihn ganz klar für die 2 einplant?
Also ich glaube nicht, dass man ihm gesagt hat, so pass auf, Junge, du bist definitiv unsere Nummer zwei. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man gesagt hat, so pass auf, du musst dich hier beweisen, um halt Nummer eins zu werden. Und vielleicht ist Timo aktuell unsere klare Nummer. Also das weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man gesagt hat, so du kommst nach Köln, um dich da weiterzuentwickeln auf der Bank. Das bezweifle ich. Wie klar und eindeutig man ihm dann gesagt hat, so du bist nur Nummer zwei oder es gibt einen Kampf und wie auch immer der aussieht, das weiß ich natürlich nicht. Er hat ja tatsächlich mal anderthalb Halbzeiten gespielt für uns, jetzt vor dem Spiel gegen Mainz. Also, das war ja im Spiel gegen Bremen, als sich der Timo Phil an der Hüfte verletzt hat. Hast du da irgendwelche Beobachtungen machen können in diesem Spiel über Robert Zieler? Ja, ist natürlich tendenziell ein Spieler, der mitspielen kann. Das haben wir natürlich gesehen. Das hat mir sehr gut gefallen. Der spielt, ich sage jetzt mal direkt mal irgendwie 15 Meter, steht der weiter vorne und dem kannst du ja auch einen Ball mal auf den Fuß spielen. Also ich sag mal im Gegensatz zu Timo, wenn da der Ball so nach hinten gespielt wird, zucke ich das erste Mal immer zusammen. Und das ist bei Ron-Robert Zieler ein bisschen anders. Bei der, ich finde, der hat schon eine fußballerisch, also mehr fußballerisch drauf. Und ja, aber das ist natürlich immer schwierig. Also, wie gesagt, ich fand die das, was er gegen Bremen gezeigt hat, sehr, sehr ordentlich. Aber wie gesagt, die letzten beiden Spiele, da ist es bei Timo Horn ja auch wieder besser geworden. Also aktuell sehe ich auch keinen Grund, da zu wechseln. Aber ja. Ja, er ist ja so ein bisschen von seiner gesamten Vita her sozusagen der verlorene Sohn, ne? The one that got away. Hat Ja. ja, ist ja damals ganz, ganz jung von Viktoria Köln zum FC gewechselt, hat dann hier verschiedene Jugendmannschaften durchlaufen, bevor dann von Manchester United tatsächlich abgeworben wurde. Und ich weiß, dass einige Sportchefs hier in Köln immer gesagt haben, wenn sie bereuen, dass ein Spieler weg ist, dann wäre das Ron-Robert Zieler. Hat zum Beispiel Schmadtke gesagt damals. Jetzt heute würde man vielleicht sagen Florian Wirtz, ne? Aber bis zum Debüt von Wirtz war es dann immer Zieler, wo man sagt, das ist der, der uns durch die Lappen gegangen ist. Insofern ist es zumindest für ihn persönlich auch schön, dass er das FC-Trikot mal tragen darf. Nur ich denke, auch wenn du so einen Weltmeister holst und so einen renommierten Spieler holst, musst du dem eigentlich einen faireren Zweikampf ermöglichen, als du das mit ihm jetzt getan hast. Das stimmt, das sehe ich auch so. Ja, plus, also es ist ja nur ein Arrangement für eine Saison, das steht ja schon fest. Das heißt, über kurz oder lang musst du da auch einen jungen, hungrigen Spieler hinsetzen, der wirklich so viel Ehrgeiz hat und so viel Qualität hat, dass er auch da richtig Druck macht und eben nicht am Ende der Karriere, sondern eher am Anfang der Karriere. Das stimmt, ja. Könnte so einer denn Julian Kral sein? Könnte er vielleicht sein, ja. Also könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist halt, ich kann es halt nicht wirklich bewerten. Also dafür habe ich zu wenig Spiele der U23 gesehen, um das vollumfänglich bewerten zu können. Ich glaube halt grundsätzlich schon. Ich glaube, Kral hat ja also auch bei Leipzig und auch dann in den U-Mannschaften gezeigt, dass er das spielen könnte. Ja. Das, aber wie gesagt, ich glaube halt U-Mannschaften und Bundesliga ist halt nochmal ein Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Wobei natürlich eine U19 von Leipzig, ja, die gucken schon hin, wen sie scouten. Hat witzigerweise sogar in Cottbus angefangen, Fußball zu spielen. Kommt ja aus der Lausitz, ne? Förster in der Lausitz. Ja, gut. Ich habe ihn im Testspiel gegen Bochum jetzt in der Länderspielpause vor ein paar Wochen gesehen. Da hat er ja die ganzen 90 Minuten durchgespielt. Und da habe ich ihm nochmal angeschaut, was er so drauf hat. Was ich finde, was er anders und auch besser macht, würde ich sagen, als Timo und als auch Ron Robert, ist, dass er von hinten raus sehr, sehr lautstark dirigiert. Also er hat ja auch so eine Rumpfabwehr vor sich mit irgendwelchen Ersatzspielern, die jetzt auch nicht unbedingt Stammspieler bei uns sind. Ich glaube, da hat Meret gespielt und ich weiß gar nicht, wer noch, ob Sörensen oder Voloda oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Eddie sehr, sehr lautstark dirigiert, hat denen gesagt, hochschieben, Abseits oder sonst irgendwas, Abseits spielen,
Also er war viel lauter und viel kommunikativer, als dass die beiden älteren Torwärter sind. Da merkst du vielleicht auch, dass das so ein Generationending ist, ne? Dass die Jungen, die aus irgendwelchen Nachwuchsleistungszentren kommen, darauf gedrillt werden, dass sie da auch die Abwehr ein bisschen mitcoachen. Ja, das kann natürlich wirklich sein. Ja, also das, ich bin mal gespannt. Also würde mich natürlich freuen, wenn er derjenige wäre, der da uns auf ein neues Level hebt. Ja, ich meine, er hat noch Vertrag bis 2022 und ist gerade mal 20 Jahre alt, also 2000er Jahrgang. Wird jetzt am 22.01.2021 wird er dann eben 21. Ja, hat also noch seine ganze Karriere vor sich. Nur ob er jetzt in den 2 Jahren viel Spielzeit sehen wird, das mag ich bezweifeln, insofern sich Timo Füll nicht verletzt. Das kann natürlich passieren. Das steht zu befürchten, dann das kann wirklich sein, ja. Wird man sehen müssen, ne? Ja. Ja. Noch ein Satz zu Zieler. Das ist ja auch so ein Spieler, so ein bisschen wie Hector, der seiner Karriere halt echt das Maximum rausgeholt hat, ne? Also am richtigen Ort zur richtigen Zeit Weltmeister geworden. Wenn auch nur als ja, Kaderspieler und nicht auf dem Platz. Aber ich finde, er hat ja auch einen sehr schweren Start in die Bundesliga gehabt damals, ne, der Zieler. Weil er musste ja damals die Fußstapfen von einem anderen berühmten Robert füllen, der auch Torwart war, mhm. Von Enke nach dessen tragischem Ableben. Ich weiß noch, dass einige da ihn sehr genau beobachtet haben. Da gab es noch ein paar Torwärter dazwischen. Ne? Frommlowitz war, glaube ich, einer, der versucht hat, die Lücke zu füllen, das nicht geschafft hat. Der ist ja auch in der Versenkung verschwunden dann irgendwann. Also da muss man sagen, hat er aus dem rumpeligen oder dem schwierigen Start seiner Karriere dann unterm Strich doch viel rausgeholt, der Zieler. Das stimmt. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich finde es sogar okay, was er da bisher gebracht hat. Also ja, also ist sicherlich jetzt nicht der schlechteste Fußballspieler, den wir da haben. Nein, auf keinen Fall. Ja. Und alleine, wie du schon sagst, als er gespielt hat gegen Bremen, gab es einen so einen langen Ball hinter die Abwehr, wo ich komplett erstaunt war, wer ist der Mann in Schwarz, der den Ball da rausgeschlagen hat? Das war so ein Moment, wo ich total schockiert war irgendwie, bis ich gemerkt habe, okay, wir haben ja gerade gewechselt. Ist ja gar nicht Timo. Ja, das stimmt. Das hat man dann gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass es ja auch Spieler gibt, die das sehr gut hinkriegen. Ja. Mhm. Soll es angeblich geben, solche Spieler, ja. Ja. Naja, gut. Ich glaube, wir haben unsere beiden hoffnungsvollen Torwerte, die sich entwickeln wollen hinter Timo Horn, jetzt beide gerade gut besprochen. Noch irgendwelche letzten Gedanken zu einem unserer beiden Goalkeeper? Also, wie gesagt, bei Zieler bin ich gespannt, was passiert, ob das nicht vielleicht doch noch eine Möglichkeit ist, also ob man ihn vielleicht doch noch länger behält als dieses eine Jahr. Das werden wir dann sehen. Also ich ja, aber das wird dann so ein Thomas Kessler-Ding. Ne? Also dann hat er auch seine Karriere. Ja, schwierig. Also ich finde es wirklich schwierig, weil ich glaube halt einfach, dass du natürlich da auch dann vorsichtig sein musst, dass du da dann auch eine adäquate Nummer 2 hast. Also wenn du aber halt sagst, Mensch, wir haben eine klare Nummer 1 und die ist für uns Timo Horn und wir bauen jetzt Kral auf, dann macht es vielleicht Sinn, das noch ein Jahr zu verlängern. Wir werden sehen. Nee, weiß ich aber auch nicht. Also wenn du wirklich deine Zukunft auf Kral setzen willst, musst du den nach der Saison jetzt zur Nummer 2 auf der Bank machen. Mhm. Ja, oder und dann so. Vielleicht auch mal im Pokal spielen lassen, in der ersten Runde oder so. Oder wenn wir dann in der Conference League spielen, kann er da dann gegen FC Baku spielen oder sowas. Ja, wir werden ja direkt Champions League spielen. Das ist ja klar, oder? Ohne, natürlich, klar. Wer denn sonst, wenn nicht wir? Ja, sehe ich auch so. Ja. Wir haben ja auch Markus Gisdol auf der Trainerbank, darfst du ja auch nicht vergessen. Ja. Das ist ja ein riesen Bonus gegenüber den ganzen Nagelsmännern und Marco Roses und so. Das ist richtig. Völlig zu Recht. Ja. Na gut. Ich würde sagen, wir können noch ein kleines Trivia gucken. Weißt du, bei wem, welchem Berater beide Torwärter sind? Zieler und Kral? Beide hier bei Strud, oder? Richtig. Und weißt du, wer noch bei Volker Strud ist? Also ganz viele. Aber vor allen Dingen auch Erren Derdiok. Kennst du den noch, Erren Derdiok? Von
weiß ich nicht, ehemals Leverkusen oder ehemals sowas, ne? Leverkusen, genau. Wo spielt Erin Derdiok jetzt? Er ist 31. Boah, keine 31 Ahnung. Jahre alt. Sag Irgendwo mal, hin. ja, sag mal irgendwie so ganz grob eine Region auf der Welt, wo er spielen könnte. Indien. Gar nicht so weit weg, ehrlich gesagt, aber trotzdem falsch. Paktator Taschkent in Usbekistan. Aha, Ja. aber die spielen nicht in der usbekischen Liga, sondern wo? Also Super League heißt das Ding. Das wird wohl dann die erste Liga von denen sein, oder? Okay. Ja, ehrlicherweise hatte ich nur irgendwann mal mitbekommen, dass Indien halt da auch seine Liga so ein bisschen geboostet hat und da durchaus der ein oder andere prominentere Name vertreten ist. Also, dass da Ja. die versuchen halt mit irgendwelchen Namen, irgendwie mit irgendwelchen Franzosen zum Beispiel, da irgendwo sich nochmal auf ein anderes Level zu heben. Ja, aber er spielt beim FC Bayern München von Usbekistan. Paktator ist zweifacher, also hat alle, also hier das Double gewonnen letztes Jahr und führt die usbekische Liga gerade mit 12 Punkten Vorsprung an und mit 30 Punkten im Torverhältnis. Also, Wahnsinn. ja. Ja. Noch mal ein paar Titel sammeln auf seine alten Tage. Ja, gut, ich meine, da wirst du ja wahrscheinlich auch ein kleines Taschengeld bekommen, wenn du in so einer Liga Die spielst. haben bestimmt Also, irgend so einen Oligarchen da, oder? Als ja, gehe ich auch von, Vereinspräsi. ja, das glaube ich schon. Glaube ich wohl auch. Ja, der Ehren Derdiok. Liebe Grüße an ihn. So sieht's aus. Genau. Okay, ja, gut. Das war jetzt ein kleiner Exkurs zu einem anderen Schützling von Volker Struth. Aber das reicht erstmal jetzt für heute. Wir verabschieden euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem neuerlichen Adventstürchen. Schaltet auch morgen gerne wieder ein zum nächsten Türchen. Immer um 0:01 in jedem Podcatcher eurer Wahl, an jedem einzelnen Adventstag bis zum Heiligen Abend. In der Hinsicht, macht es gut. Bis morgen. Tschö. Tschüss. Hamburg und Hattingen rufen Köln und Offenbach. Heute wieder am 17. Dezember zwei Spieler in unserem pickepackevollen Adventskalender. Zwei Spieler, die diesmal nicht dieselbe Position bekleiden, bei weitem nicht, aber zumindest beide mit dem Buchstaben C beginnen, zumindest in ihrem Nachnamen. Wobei unser erster Kandidat sogar seinen Vornamen und seinen Nachnamen mit dem gleichen Buchstaben beginnt. Er ist also eine wandelnde Alliteration. Die Rede ist von Christian Krille Clemens. Mal ganz kurzes Quiz an alle Hörerinnen und Hörer. Du, Marco, weißt die Antwort schon. Liebe Hörerinnen und Hörer, überlegt euch mal, was würdet ihr schätzen? Wie alt ist Christian Clemens? Ich spiele mal hier so ein bisschen Wartemusik ein hier an dieser Stelle. Virtuell, weil echte Musik darf ich nicht einspielen, aus rechtlichen Gründen. Man merkt, dass wir beide Kinder der 90er sind. Ja, habe ich auch gedacht so, ja. Ja. Altert auch schlecht, glaube ich, die Genau. Erst Musik. 29, der Krille. Wahnsinn, 29. Ja. 29, Gefühlt ja. hätte ich jetzt auch irgendwie so 32, 33 gesagt. Aber nee, 29 erst. Hat aber leider, leider Gottes die Verletzungshistorie eines 60-Jährigen. Also der Junge ist ja wirklich mehr verletzt, als dass er irgendwie überhaupt fit wäre. Hat, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er für uns gemacht hat in den 3 Jahren, die er jetzt bei uns ist. Seit 2017 ist er hier, seit dem 1.1.17. Also kann man sagen, er ist fast schon 4 Jahre hier, weil wir fast schon den 1.1.21 haben. In 4 Jahren. Wie viele Spiele wird der wohl gemacht haben? Kann man das hier rausfinden bei Ja, ich Transfermarkt.de? glaube schon. Also, ich sag mal so, der macht vielleicht pro Saison 5 Spiele bis 10 Spiele wahrscheinlich. Mehr hat der wahrscheinlich gar nicht. Nee, Also, glaube ich auch nicht. Vor allem, wenn man dann so Teileinsätze da rausrechnet, wo er nur mal ja, eingewechselt wurde. genau. Letztes Jahr genau ein Spiel, 15 Minuten in der letzten Saison. Wahrscheinlich mal irgendwie irgendeine Einwechslung hinten raus, weil da war ja mit Kreuzbandriss lange, Ja. lange in der Rekonvaleszenz und durfte dann gegen Bremen für 15 Minuten ran bei diesem legendären 6:1. Also auch nicht das schönste Spiel, um da nochmal wieder ranzukommen. Also ein Spiel über 15 Minuten in der ganzen Saison. Das ist schon bitter, ne? Wenn du eigentlich ein hochveranlagter Spieler bist mit sehr viel Qualität und ich glaube, er war ein sehr sympathischer Typ, was man so mitkriegt aus dem Fernsehen. Davor in der zweiten Liga hat er sogar echt 20 Spiele gemacht, tatsächlich.
Okay, das geht ja sogar noch. Ja, und in 20 Spielen 2 Tore und 7 Vorlagen. Finde ich jetzt für 1400 Minuten gar nicht mal wenig. Nö, das stimmt. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei Clemens ist das echt auch traurig, weil du denkst so, wow, ne, also da könnte so viel mehr, also da ist ja Potenzial, das ist ja jetzt kein schlechter Kicker, aber das ist, ja, reicht dann einfach nicht, ne? Nee, weil er halt so oft verletzt ist. Ne? Wenn der einfach so annähernd die Spielzeit hätte, wie jetzt Spieler, die halt einfach 30 Spiele pro Jahr hinkriegen, hätte er auch vielleicht eine andere Karriere hinlegen können. Hätte sich vielleicht Ja. dann bei Schalke durchgesetzt, als er dahin gewechselt war und wäre da auch nicht ins Hintertreffen geraten. Ja, aber davor die Saison, in der Europacup-Saison, hat er 14 Bundesligaspiele gemacht und 4 in der Europa League immerhin. Also es ist ja gar nicht mal wenig, es gibt ja nur 6. Und davor die Saison, als er dann zur Halbserie zu uns kam, hat er 15 Spiele gemacht. Okay. Ja. Und auch wieder 2 in der Europa League, dann halt für Schalke noch wahrscheinlich. Ja, hat aber in der gesamten, also hat für uns in dieser Saison, von der wir gerade reden, 17 minus 6, also 11 Spiele gemacht. Das heißt, deine Rechnung war nicht verkehrt. Er hat also in 4 Jahren, wenn wir die zweite Liga mal rausrechnen, hat er eine Bundesliga-Saison gespielt. Ist nicht viel. Das ist nicht viel, nee. Ich meine, gefühlt ist das halt einfach so. Der hat dann irgendwie zwei gute Spiele gehabt, irgendwie war wieder fit, macht zwei gute Spiele, ist wieder verletzt. Ist natürlich für so einen Spieler auch schwierig, ne? Ja, Ich der meine, verletzt sich auch wie immer willst du dann, da, ja. verletzt sich auch immer gerade dann, wenn er richtig gut drauf ist, ne? Ja. Also immer, wenn du denkst, so jetzt, vielleicht schafft er es jetzt endlich mal und jetzt muss es doch mal und dann wieder irgendeine, und auch immer so schwere Sachen, ne? Ja, Nicht mal ja. hier ein bisschen Muskelfaserriss, 3 Wochen und dann geht's wieder los, sondern halt direkt so ein Jahr Pause mit Kreuzbandriss und Reha und wieder rankämpfen, wieder rankämpfen, wieder rankämpfen. Das stelle ich mir unheimlich zermürbend vor. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er auch jemand ist, der jetzt im Sommer die Karriere dann auch mit 30 beenden wird, Das weil kann ich mir auch er, vorstellen. ja, also ich glaube nicht, dass er große Vereine finden wird. Ja, also ich oder er macht so, oder er bleibt halt einer dieser Spieler, die halt in der zweiten Mannschaft bei uns spielen. Ja. Weil, also ich meine, du brauchst ja auch in der zweiten Mannschaft Spieler, die halt die Jungen so ein bisschen führen, und das, vielleicht ist er ja so dieser Spieler, dieser Marius Laux Spielertyp, also ne, erfahren, der da auch vielleicht noch ein bisschen Qualität mit reinbringt. Also das könnte ich mir eventuell auch vorstellen. Ja, kann sein, weil er spielt ja jetzt auch schon Genau, U21. ja. Ne? Also statt dass er da in den Profikader nominiert würde, spielt er für die Jungs. Ist ja auch so ein bisschen so der Papa der Kompanie. Und ich sag mal so, also er ist ja körperlich, wenn wir jetzt mal die Verletzungen rausrechnen, aber von der Statur her, von der Muskelmasse her und so, hat er ja schon noch mal einen Profikörper. Das ist ja nicht, also ist ja nicht wie Marius Laux, dass der schon so aussieht wie wie so ein Amateurkicker halt, Das sondern der sieht stimmt, schon nach das Profi noch stimmt. aus. Ne? Also Ja. kann bestimmt in der Regionalliga noch gut mithalten, wenn der Körper mitspielt. Was ja noch nicht viel auf die Socken kriegst, ne? Das ist natürlich auch die Frage, wie die Ja. Verteidiger dort mit dem schnellen Spieler umgehen. Ja, das stimmt. Das ist, ja. Aber gut, ich sag mal so, wenn du gut genug bist, wirst du auch nicht gefoult, weil dann erwischen die dich gar nicht. Ja, gut. Das ist natürlich, ja, gut, ich meine, die Schnelligkeit muss sie ja dann trotzdem erstmal haben. Ja, ich glaube, da hat er auch zu viel Körner gelassen jetzt, um noch die ganz große Schnelligkeit immer noch zu haben, wie früher in Ja, jungen Jahren. das glaube ich nämlich auch. Da haben, glaube ich, Leute wie Thielmann oder Jakobs ihm da kaderintern viele, viele Plätze abgenommen. Das glaube ich auch, ja. Ja, ich meine, spricht ja auch ein bisschen für den Unterbau des ersten FC Köln, dass ein Christian Clemens hier nicht der große Heilsbringer jetzt ist, wo du sagst, endlich ist er wieder da, endlich ist er wieder fit, der muss sofort in den Kader und sofort wieder spielen. Dass du jetzt halt sagst, nö, der würde jetzt einen Kaderplatz von eben Thielmann oder von irgendeinem anderen Youngster wegnehmen, vielleicht nochmal von Lemperle oder so. Deswegen geht er halt in die U21. Spricht ja ein bisschen vielleicht auch für den Weg, den wir gerade gehen. Ja, doch, das also macht ja auch Sinn. Also ich meine, ich glaube halt einfach, dass wir aktuell halt also ich meine, bevor du den Christian Clemens da reinwirfst oder spielst mit dem,
was du da hast, dann kannst du auch mit dem spielen, was du da hast. Ja. Sehr schade finde ich, es gab ja damals, wenn ich erinnern kannst, die ersten Spiele unter Markus Anfang. Da hat Christian Clemens an jedem einzelnen Tor eine Beteiligung gehabt. Sei es ein Assist oder selber verwandelt, in der zweiten Liga damals, ne? Das war, glaube ich, die beste Phase, als er bei uns hier unter Vertrag stand. Ja, also super effektiv in der Zeit. Da haben alle gesagt, oh, der ist echt der, ja, jetzt so der Phönix aus der Asche, mehr oder weniger. Ja, und dann kam halt leider wieder die nächste Verletzung, die ihn wieder den Rest der Saison mehr oder weniger außer Gefecht gesetzt hat. Ja, ist natürlich schade. Ich meine, schade, ja. Ne, also ich meine, der hat ja gezeigt, auch bei Schalke, dass der ein Spieler sein kann, der Qualität hat. Oder auch, wie gesagt, auch diese Spiele unter Markus Anfang, die waren jetzt nicht die allerschlechtesten, die wir gesehen haben. Nee, auf keinen Fall. Er hat es aber irgendwie geschafft, wenn er nicht gerade bei Köln gespielt hat, ausschließlich bei unsympathischen Vereinen zu spielen. Ne? Auch eine Leistung. Ja, stimmt. Naja. Ne, also Schalke und Mainz ist schon, ja. Ist halt nicht das Allerschönste, ne? Nee. Für Mainz übrigens noch zur Ergänzung, 44 Spiele, 7 Tore, 5 Assists. Ja. Na gut. Wir haben noch ein zweites C im Türchen. Willst du der Menschheit verkünden, wer das zweite C ist? Das zweite C ist ein Spieler, der jetzt, mittlerweile, also als wir die Einteilung der Spieler gemacht haben, war er gar nicht bei uns auf dem Plan und dann haben wir ihn so ein bisschen hin und her geschoben. Und ich glaube, hätten wir damals gewusst, dass dieser Spieler schon die ersten Bundesligaspiele für uns macht, dann hätten wir sogar ihn wahrscheinlich vorgezogen. Die Hörer werden jetzt sich wahrscheinlich wundern, wer ist es? Es ist Sestic, der ja gegen Dortmund und jetzt auch gegen Wolfsburg seine ersten Bundesligaspiele gemacht hat. Und wie gesagt, als wir die Einteilung der Spieler gemacht haben, hatte er diese Spiele nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wo bringen wir den unter? Clemens, Sestic, beide mit C, das passt. Ja, also hat mich überrascht und hat mich erfreut, dass der es doch so schnell geschafft hat, sich da irgendwie schnell einzubringen. Ja, auf jeden Fall. Ist so ein bisschen mit Thielmann zusammen das Gesicht dieses Zwischenaufschwungs da gegen Dortmund und gegen Wolfsburg. Also, ja. Ne? Es ist ja so dieser Markus Gisdol Go-To-Move. Wenn es gar nicht mehr läuft, schmeiße ich einen jungen Spieler rein. Hat er ja damals schon gemacht. Letzte Saison hat er jetzt wieder gemacht mit eben Sava Cestic. Und hat zweimal funktioniert. Muss man ihm lassen. Das stimmt, ja. Und so abklärt musst du erstmal spielen, wenn deine Gegner Haaland und Moukoko und Thorgan Hazard und wie die alle heißen und Marco Reus, wenn die das sind. Da musste er erstmal so gut spielen, wie das der Cestic in seinem Debütspiel gegen Dortmund gemacht hat. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hat er überzeugt in den Spielen. Das war wirklich völlig okay. Ja, leider gegen Wolfsburg ein Stellungsfehler beim 2-0. 2-2, ja. 2-2, nicht 2-0. Leider. Aber gut, das ist halt, wenn du da einen 19-Jährigen spielen lässt, dann passiert das eben. Dann musst du halt sagen, das preisen wir mit ein, das nehmen wir in Kauf. Dafür haben wir dann vielleicht nächstes Jahr einen Spieler, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt, also zumindest seit ein paar Jahren im eigenen Nachwuchs spielt und der uns signifikant voranbringt, weil er dann diese Erfahrung eben gesammelt hat. Ja. Ja, ich meine, man kann, wir können, wir sind ja auch immer hier diejenigen, die sagen, ja, wir brauchen junge, frische Spieler. Ja, wenn du junge, frische Spieler hast, dann musst du dir die entweder kaufen. Dafür sind wir mit dem 1. FC Köln nicht diejenigen, die dafür die Knete haben. Oder du bist halt derjenige, der sagen kann, okay, alles klar, da können wir irgendwie Spiele entwickeln und wenn du Spiele entwickelst, dann ist das halt immer auch mit Arbeit verbunden und klar kann das passieren, dass dir da auch Spieler mal einen Fehler machen, aber das ist mir lieber, wenn es ein 18-jähriger, 19-jähriger Cestic macht, als ein 28-jähriger Tschichos. Muss man ja auch sagen, die anderen Pappnasen hätten sie nur auch nicht fehlerfrei. Ne? Genau, also ich meine, wie oft haben wir diese Saison schon über Fehler von Bonau, Tschichos, Isibue, wen auch immer gesprochen, da in der Defensive. Deshalb muss man da einfach auch mal sagen, okay, da muss man denen diese Fehler halt einfach zugestehen. Ja, definitiv. Und wie gesagt, also wenn man das Potenzial von ihm betrachtet,
sind die Fehler es, glaube ich, auch wert, dass man sie ihn machen lässt, ja, weil man langfristig mehr davon hat. Ich fand beeindruckend, wie viel Ruhe der schon ausstrahlt. Ja, das muss ich auch sagen. Also ich bin immer wieder überrascht, wie abgezockt das schon wirklich ist. Da bin ich auch wirklich überrascht, ja. Total. Also da habe ich schon Leute hier gesehen, die waren deutlich nervöser bei ihren ersten Spielen bei uns. Ja. Ja. Die haben es am meisten noch nicht geschafft, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr gut, was er gezeigt hat. Also ich glaube, mit ihm könnten wir sehr viel Spaß haben. Also ich habe da sehr viel gesehen, wo ich sagen könnte, wow, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja, wir werden gespannt warten. Auch hier gilt wieder, dass uns die Aktualität vielleicht schon überholt haben könnte inzwischen, weil er ja schon gegen Mainz und gegen Leverkusen potenziell schwerwiegende Patzer hätte verursachen können. Oder vielleicht 10 Tore vorne nach Ecken geschossen hat. Auch das ist möglich. Wir wissen das nicht, noch nicht. Aber so oder so, egal was jetzt in diesen beiden Spielen kurzfristig passiert ist, wir wollen ja hier so ein bisschen die Langzeitperspektive aufmachen. Und ich glaube, da kann man sagen, dass Sava Cestić eine große Zukunft vor sich haben könnte, wenn er A, verletzungsfrei bleibt und B, klar im Kopf bleibt. Ja. Davon gehen wir aus. Das erhoffen richtig, wir uns. Richtig, richtig. Wirkt jetzt auch nicht auf mich wie einer, der irgendwie, keine Ahnung, so einen Max-Kruse-Lifestyle haben würde oder so. Nö. Da gehe ich auch nicht von aus, dass es in die Richtung geht. Übrigens ganz witzig, er stand zeitgleich im selben Verein wie Christian Clemens vor im 1. FC Köln, weil er auch da schon in der Schalker-Jugend gekickt hat. Ja, ja. Ja, kam er aus der Schalker-Jugend U17, U19 zu uns. Genau. Genau. In den Wechsel U17, U19 zu uns. Und ja. Ja. Genau, ne? Spielt jetzt seit einem Jahr im Verein, in unserem Verein. Und hat das Potenzial. Das haben wir gerade schon rausgearbeitet. Auf jeden Fall. Auf jeden hat Fall. Sogar, also. Hat sogar auch schon 2 Tore in der Regionalliga West geschossen in 10 Spielen. Mhm. Also auch vorne der neue Bonner und nicht nur hinten. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also die Abgezocktheit hat mich gerade in dem Spiel gegen Dortmund überrascht. Ja. Also, ne, also du spielst gegen Dortmund, du spielst gegen Haaland und Konsorten und dann so abgezockt da aufzutreten. Dann habe ich gesagt, okay, war vielleicht jetzt eine Eintagsfliege, das haben wir auch schon ganz oft gehabt. Und dann siehst du halt aber auch, wie zum Beispiel gegen Wolfsburg, das halt auch genauso gleich wieder funktioniert und denkst dir so, ach cool, das macht echt Spaß, dem zuzusehen. Definitiv. Ja, gut, wir bleiben gespannt, wir verfolgen seine Karriere weiter, eng hier im regulären, trotzdem hier Podcast. Für das Adventskalender-Türchen von heute war es das erstmal gewesen. Wir hören uns, wenn ihr den mögt, morgen wieder mit Türchen Nummer 18. Dann nur ein Spieler, aber dafür ein Spieler, über den wir viel zu reden haben werden. Also bleibt uns gewogen und schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, macht es gut. Tschö. Tschüss. Hamburg und Hattingen rufen Snina in der Slowakei. Und ich wette, ich habe das falsch ausgesprochen. S-N-I-N-A. Also, liebe slowakische Freunde, bitte korrigiert mich und schickt mir eine Nachricht mit Lautschrift, wie man das ausspricht. Ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Snina, Sninja, keine Ahnung. Jedenfalls ist das der Geburtsort unseres neuen Spielmachers und unserer neuen falschen Neuen in Personalunion. Er kann da offensiv anscheinend alle Positionen spielen. Er ist nebenbei noch Staatspräsident von Polen. Die Rede ist natürlich von Andrzej Duda. Was hast du gedacht, als der Mann im Sommer verpflichtet wurde? Habe am Anfang gedacht, so oje, oje, ist das der richtige Spieler für uns? Weil der hatte ja bei Hertha so eine richtig gute Halbsaison, also Halbserie, wo der richtig performt hat und dann so abgefallen ist. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt suchen wir jemanden fürs zentral offensive Mittelfeld, der uns da beleben soll. Und dann holen wir jemanden, der bei Hertha jetzt in den letzten 1,5 Jahren jetzt auch nicht so überperformt hat. Aber muss ehrlicherweise sagen, dass er mich bisher wirklich überzeugt hat. Ja, definitiv. Ne? Ich war auch ein bisschen skeptisch aus den von dir gerade genannten Gründen.
Plus halt der Tatsache, dass er es in Norwich quasi auf keine große Leistung gemacht hat. 10 Spiele halt irgendwie, 700 Minuten, also 70 Minuten pro Spiel so im Schnitt. Ja, ne? Ist jetzt nicht das, was man Stammspieler nennen würde. Hat auch kein Tor geschossen, kein Assist in England. War alles okay. In dieser einen guten Saison von Hertha war er halt wirklich richtig gut. Also da war schon echt so der Unterschiedsspieler von Hertha, hätte ich jetzt damals fast schon gesagt. Hat mir wirklich gut gefallen, auch weil er ja so eine gewisse Dynamik und gewisse auch Technik mitbringt, dass er in der Lage ist, mal einen schwer gespielten Ball trotzdem noch sauber anzunehmen. Das sind bei uns ja auch die wenigsten Spieler in der Lage zu, so einen härteren oder so einen Timo Phil Horn Ball entsprechend anzunehmen. Das kann er sehr gut, kann das Spiel gut machen und der gefällt mir auch in dieser Rolle als falsche Neun. Ja, das stimmt. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also bisher hat er mich Lügen gestraft. Ich finde, er hat das bisher sehr, sehr gut gemacht. Es gibt wenig, was ich irgendwie auszusetzen habe. Es gibt nicht sonderlich viel, wo ich sagen könnte, das hat mir bisher nicht gefallen. Nö, auf keinen Fall. Ja, also ich glaube, er ist so ein Spieler, was ich von der Hertha-Bubble ein bisschen mitgekriegt habe. Wenn der keinen Bock hat, dann wirkt er auch sehr, sehr lustlos. Oder andersrum, wenn er einen schlechten Tag hat, wirkt er sehr lustlos und wirkt so, als hätte er keinen Bock. Ob das so ist, kann man natürlich nicht ahnen, weil ich kann ihm ja nicht in den Kopf reingucken. Aber er wirkt dann halt so, dass er nur Schultern hängen lässt, dann auch die Laufbereitschaft so ein bisschen vermissen lässt. Weil das bei uns ja bis jetzt noch nie der Fall war, würde ich auch ausdrücklich dazu sagen. Also er hat wirklich richtig gute Laufwerte vor allen Dingen auch. Der ist, glaube ich, der zweitlaufstärkste Spieler hinter Skiri bei uns im Kader. Und das heißt schon echt was für einen offensiven Spieler. Also gerade auch im Anlaufen ist er gut. Und was ich halt auch gut finde bei dem Transfer oder an dem Transfer, er ist halt jemand, der kennt die Bundesliga. Der ist ein gestandener Bundesligaspieler. Ja. Er ist nicht wie so ein Limnios, wo du sagst, kann funktionieren. Und wenn es funktioniert, ist geil. Aber gibt keine Garantie, dass es funktioniert. Aber bei Duda kannst du schon davon ausgehen, der ist erfahren, der ist 26, der ist mit allen Wassern gewaschen. Der hat schon ja, so knappe 65 Bundesligaspiele gehabt, als er zu uns gekommen ist. 14 Tore, 5 Assists in diesen Spielen. Also war schon ein Transfer mit gewissen Erfolgsaussichten. Ja, ja, ja. Das kann man auch nicht anders sagen. Also er hat ja auch aktuell das gezeigt, also er hat das gebracht, was wir uns so ein bisschen erwartet haben. Er hat uns, zumindest sehe ich das so, auf ein besseres Level gebracht, offensiv. Also ich finde, und was man auch sagen muss, die Ecken, die der bisher geschlagen hat, die haben alle Hand und Fuß. Ja, die beiden Skiri-Tore waren ja nach. Genau, die beiden Skiri-Ecken, Skiri-Tore. Und das ist schon, also ich kann jetzt aktuell nicht sagen, dass der mich irgendwie enttäuscht oder so. Nein, also ganz im Gegenteil. Ganz und gar nicht, nein. In manchen feuchten Nächten, die ich in meinem Bett lege, denke ich mir, was wäre das für eine Mannschaft, wenn du da vorne auf dieser falschen neuen Position André Duda und Marc Uth zusammenspielen hättest. Ja, ja gut, aber wahrscheinlich hättest du da nicht beide das Spiel. Wahrscheinlich nur nicht. Wahrscheinlich musst du sie wählen zwischen dem einen oder dem anderen. Ja, aber weißt du, Duda gehört uns jetzt ja erstmal. Der ist ja nicht ausgeliehen oder so ein Kram. Der gehört uns ja. Das ist ja unser Spieler. Mhm. Wenn du jetzt, sagen wir mal, Schalke vielleicht absteigt, was ja passieren kann, können wir sogar selber zu beitragen am 34. Spieltag, wäre so ein Marc Uth ja tatsächlich wahrscheinlich ablösefrei. Ja, stimmt. Der wird ja nun keinen Verein, keinen Vertrag für die zweite Liga haben, schätze ich mal, bei Schalke. Also würde mich überraschen, wenn. Weiß ich nicht. Und Marc Uth will ja nach Köln zurück, ne? Also vielleicht sehen wir dieses Traummittelfeld doch mal zusammen. Warum nicht? Ja. Und die beiden dann hinter einem vielleicht Anderson, die den auch füttern können beide, kann schon gut sein dann. Ja. Wenn wir selber die Klasse halten, natürlich. Ne? Wenn wir auch absteigen, dann ist das alles Makulatur. Ja. Ja, ja, klar. Gut, klar. Das ist richtig, aber das wäre schon eine coole Sache, ja. Ja, haben wir noch Ergänzungen zu André Duda? Nö, also wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass Duda aktuell gezeigt hat, dass er uns das leisten kann, was wir uns da erwartet haben. Bisher in den Spielen war das sehr, sehr, sehr ordentlich. Ja, werden wir sehen, ob das weiterhin so anhält. Ich hoffe, ich würde es freuen,
wenn er weiter an die Leistung anknüpfen würde. Also auch diese falsche 9, das hat mir sehr gut gefallen. Definitiv. Und noch eine Frage an dich als Kind der 80er und 90er Jahre. Wenn du seinen Namen hörst, ergänzt du auch automatisch hinten dran ein im Radio? Du da im Radio? Ach so, oh. Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, was du mir jetzt sagen willst. du da im Radio? Ja, klar. Also schon so, aber ja. Liebe Grüße an Rolf Zukowski. Den habe ich einmal in der Elbphilharmonie getroffen, tatsächlich. Wahnsinn. Ja. Ich habe den Rolf Zukowski damals mit, ich glaube, dem Kindergarten in Essen sehen dürfen. Oui. Mhm. Schau an. Rolf Zukowski übrigens, Hamburger Jung, kommt aus der Parallelschule von meiner Schule, der Kooperationsschule. Krass. Ja, und sie konnten sich irgendwie davor drücken, diese Schule als Rolf Zukowski-Schule umzubenennen. Machen sie vielleicht, wenn er immer nicht mehr leben sollte, in seiner Ehren. Ich glaube, man nennt ja Schulen immer erst nach toten Leuten um und nicht, wenn sie noch leben. Vielleicht ist das so, ja. Ich glaube schon. Also, ich glaube, Lucky-Schmidt-Grundschule wurde auch als Lucky-Schmidt-Grundschule, nachdem Lucky-Schmidt gestorben ist. Ist ja meistens posthum so Sachen. Ja, ja, stimmt. Bringt vielleicht auch Pech, wenn du das zu Lebzeiten schon machst. Naja, wenn der Junge uns zum Klassenerhalt schießt, werde ich eine Petition machen, meine Schule in die André-Duda-Gymnasialschule Hamburg umzubenennen. Ob das durchkommt, weiß ich noch nicht. Ich glaube, die Hamburger haben was dagegen. Ich glaube, auch der Name Uwe Seeler ist weiter oben auf der Wunschliste von Hamburger Menschen. Skandalös. Weiß ich auch nicht, warum, keine Ahnung. Er hat nicht so viel gerissen wie ein André Duda in seinem Leben. Deswegen verstehe ich das nicht, aber who knows? Naja, wie dem auch sei. André Duda, mach weiter so. Und ja. Viel Erfolg beim nächsten Wahlkampf in Polen. In dem Sinne, bis morgen, bleibt uns gewogen. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss. Hamburg und Hattingen rufen München und Föhren in Rheinland-Pfalz. Wir sind heute am 19. Dezember angekommen. In 5 Tagen ist schon Weihnachten und vermutlich befindet sich Deutschland im Lockdown. Ich weiß es nicht, weil wir nehmen am 11. auf und da gibt es nur Gespräche zum Lockdown, aber noch keinen Lockdown. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wisst zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, schon mehr als wir. Und die erste Frage, die euch jetzt stellt, ist: Welcher unserer Spieler ist denn in München geboren, den wir noch nicht besprochen haben? Benno Schmitz hatten wir ja schon. Haben wir noch einen anderen Spieler aus München? Die Antwort ist ja, haben wir. Aber nicht der, von dem ihr es vielleicht auf ersten Anhieb erwarten würdet, weil ihr ihn bestimmt als Holländer abgespeichert habt. Aber er ist tatsächlich gebürtiger Münchner. Und du darfst jetzt auflösen, Marco, von wem rede ich hier? Von Kingsley Easybue. Genau, ich wollte nur den Namen nicht sagen müssen. Ich habe es mir gedacht. Ich habe gedacht, ach, jetzt darf ich in die Falle tappen, dass ich den vielleicht gleich falsch ausspreche. Ganz genau. Ich würde auch wetten, es ist immer falsch, was wir sagen, egal wie wir es sagen. Ich habe mich echt bemüht, mal ein paar Interviews zu hören, wo er seinen eigenen Namen ausspricht. Aber er sagt das halt so schnell, dass ich es auch nicht schaffe, das zu hören. Wir bleiben bei Easy, oder? Easy. Ja, Easy, genau. Ja. Easy. Ja. Ja, der Kingsley Easy. Huh, Spieler, über den es viel zu reden gibt, würde ich mal sagen. Ja. Er hat ja eigentlich alle Anlagen, um ein richtig, richtig guter Spieler zu sein. Ne? Er ist groß, athletisch, super, super schnell. Ich glaube, ist heute der schnellste Spieler bei uns im Kader. Scheint ja auch ein sehr sympathischer, witziger Typ zu sein, um den man gerne herum ist, der die Mannschaft so als Typ bereichern kann. Aber, ja. Er ist halt leider auch als Bruder Leichtfuß verschrien bei uns, ne? Ja. Ja, leider hat man das Gefühl, dass es da jetzt auch nicht signifikant besser wird. Ja, schwierig. Also schwierig. Ich weiß auch nicht. In letzter Instanz hoffe ich immer so, dass der sich vielleicht doch nochmal fängt, weil das Problem ist ja, er hat ja auch so super wechselhafte Partien dabei. Dann hat er Partien dabei, wo du denkst, Mensch, cool, das sieht nach echter Fußball aus und das funktioniert. Und dann hat er wieder 3, 4, 5 Spiele, wo du denkst so, was zur Hölle macht der da? Mhm.
Ja, ich habe das Gefühl, bei ihm läuft da ganz viel auf der psychischen Schiene ab. Also Ja. ich habe das Gefühl, wenn der, also der ist jetzt natürlich in so einer Phase, wo alle ganz genau hingucken, wenn der kommt, wenn der irgendwie im Strafraum in den Zweikampf geht und so. Und ich glaube, damit kommt er nicht gut zurecht mit dieser Art von Druck. Ich glaube, da ist er vielleicht ein bisschen zu sensibel für, was ich ja durchaus positiv finde, wenn Menschen sensibel sind, auch im Profifußball. Aber man sieht halt auch, da ist vielleicht so ein Marius Wolf, der sich vielleicht nicht den ganz großen Kopf macht, im Moment einfach psychisch auch ein Stück weiter als er, auch so von der ganzen Körpersprache, der Galligkeit her und so. Da hat ihm der Marius Wolf doch schon den Rang abgelaufen. Ja, also vielleicht reicht es dann in letzter Instanz auch nicht für Bundesliga-Fußball. Das vermag ich aktuell noch nicht so einzuschätzen, aber ich glaube, auf eine Spielzeit gesehen hat er doch leider dann mehr schlechtere als gute Spiele. Und das ist natürlich für so einen Verein wie den ersten FC Köln halt gefährlich, wenn du halt immer wieder durch einzelne Fehler dann auch Spiele verlieren kannst. Also wir sind nicht Bayern München oder Borussia Dortmund, die halt mal 4 Tore schießen können. Da kannst du dir einen Lapsus hinten mal leisten. Bei uns sind diese Dinger halt direkt immer, können sehr gut, sehr schnell spielentscheidend sein, weil wir halt in der Regel nicht 4 Tore machen. Ja, das stimmt. Und ja, tut mir immer auch so leid, wenn er einen Fehler gemacht hat. Ne? Immer diese Ja. ganz, ganz traurige Körpersprache dann. Ne? So Kopf hängen, Schulter hängen lassen, wieder vom Platz trabt, wenn ihn dann Markus Gisdol runternehmen muss, weil er gelb-rot gefährdet ist oder weil er schon gelb-rot gesehen hat oder so. Tut ihm immer sehr leid, der Junge, weil das ist ja schon so einer, den willst du ja auch in den Arm nehmen und sagen, hier komm, alles wird gut. Vielleicht nochmal irgendwo in einer anderen niedrigeren Liga versuchen oder so. Ja, schade, ne? Ich weiß, dass er uns angekündigt wurde von Jörg Schmadtke mit den Worten, oder von Armin Fee war es, Armin Armin Fee, Fee, naja, ja. meine ich ja Armin Fee, der andere Lebemann, mit den Worten, dass unsere Rechtsverteidigerposition auf Jahre hinaus Ja. geschlossen wäre. Das muss man leider sagen, ist nicht der Fall. Nee, nee. Noch nicht. Noch nicht. Wie gesagt, vielleicht findet er auch noch mal so diesen Turnback und kann sich da vielleicht doch noch mal auf ein anderes Niveau bringen. Ich bin da skeptisch, ehrlicherweise. Aber wie gesagt, vielleicht schafft es ja doch noch mal. Ja, wäre ja an sich ein typischer Gisdol-Spieler eigentlich, ne? So Ja. als Rechtsverteidiger hinter in diesem Gisdol-System, hinter Marius Wolf, der offensiv spielt, könnte eine gute rechte Seite bilden in diesem Gisdol-Überfall-Fußball. Aber dazu müsste er natürlich erstmal hinten seine Leistung stabilisiert kriegen. Was ja auch schade war, er hat ja dieses sehr gute Spiel unter Achim Bayerlorzer gemacht gegen Dortmund, wo wir ihn alle gefeiert haben. Aber selbst in dem Spiel hat er am Ende dann den entscheidenden Fehler gemacht, der zum Gegentor dann geführt hat, unterm Strich. Also insofern, ja, selbst da konnte er kein ganz großes Selbstvertrauen dann rausziehen aus diesem Spiel, weil es leider nicht gereicht hat. Ja, und jetzt in dieser Aufbruchsphase, wo alles gut läuft oder lief, war er auch kein Teil mehr. Hat nur noch ein paar Minuten gegen Dortmund bekommen. Ich muss auch Ja. sagen, das ist jetzt ein bisschen fies, aber ich verrate es jetzt trotzdem. Ich habe das Spiel zusammen mit dem P-Rod geguckt hier auf meinem Couch, meiner Sofa. Nee, auf meiner Couch, auf meinem Sofa. So ist es richtig. Und als er eingewechselt wurde, haben wir beide gesagt: Strafraumverbot. Bitte, bitte geh nicht in den Strafraum, weil wir alle so ein bisschen geahnt haben, was hätte passieren können. Ist ja nicht so gekommen, aber allein, dass wir beide das denken, ist dann ja schon ein schlechtes Zeichen für den Ja, Spieler. also die. Ich glaube, das ist halt einfach so. Das ist natürlich auch nicht schön, aber ja, das habe ich aber auch. Also ich habe auch jedes Mal, wenn der Ball irgendwie auf vorn zurückgeht, denke ich mir auch jedes Mal, uiuiuiuiui. Ja. Ne? Also das ist bei Easy auch nicht viel anders. Oder wenn, weiß ich nicht. Als wir gegen Dortmund gespielt haben und Haaland hatte den Ball, habe ich auch immer gedacht, uiuiuiui, stellt den bitte ganz schnell zu. Also ich meine, habe ich ja nicht nur bei eigenen Spielern, sondern manchmal sieht man das ja auch kommen. Ja, total. Ich hoffe ja auch, dass er da noch irgendwie rauskommt. Also, dass wir ihn nicht jetzt direkt wieder zurück nach Holland schicken nach 2 Saisons, sondern ja, vielleicht findet er die Spur zurück. Kann ja auch sein, wenn es in der Mannschaft jetzt ein bisschen besser läuft, Ja. dass dann auch bei ihm besser läuft. Würde mich auf jeden Fall freuen für ihn. Weil
Ist ja, scheint ja auch so ein netter Typ zu sein. Ja, eben. Das sieht auch in dieser 24-7-Doku. Er ist ja Ja. so der, der die Kamera auch, also den die Kamera auch sucht. Und der scheint ja wirklich so ein Spaßvogel zu sein. Witzige Type. Ja, bestimmt gut für die Mannschaft so intern, aber leider noch nicht da, dass er wirklich 34 Bundesligaspiele ohne große Aussetzer spielen könnte. Ja, leider. Ja. Na gut. Aber wir haben ja noch einen zweiten Mann in dem Türchen heute. Andere Position als Easyboy, aber ähnliche Grundgeschwindigkeit und geboren in Föhren in Rheinland-Pfalz und hat einen ungleich leichteren Namen für unser beiden Zungen, um sie auszusprechen. Die Rede ist von Jan Thielmann. Den Namen sage ich selber, weil das kann ich. So. Da Ja, muss ich und dich nicht für outsourcen. jetzt muss man ja auch sagen, Jan Thielmann, wir können ihm hier nochmal nachträglich zum ersten Bundesligator gratulieren gegen Wolfsburg. Ja, und Herzlichen vermutlich zum Glückwunsch. Führerschein. Alles auf einmal. Ja, das weiß ich, das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Da könnte sein, ja. Ja, also war ja immer auch einer der Spieler, wo man denkt, der gedacht hat, so, okay, schafft der halt es auf dieses nächste Level zu kommen, und ich finde, das hat er aktuell bewiesen, dass er es schafft. Ja, total. Also gegen Wolfsburg der absolute Unterschiedsspieler für uns, zu unseren Gunsten. Da muss man schon sagen, auch gegen Dortmund schon stark vorher, aber da hat er nach der 70. ziemlich stark abgebaut. Aber jetzt in Wolfsburg über 90 Minuten offensiv wie defensiv eine wirklich großartige Leistung gezeigt. Wir hoffen, dass, wenn ihr das hört, hat er auch gegen Mainz und gegen Leverkusen eine gute Leistung gezeigt. Das wissen wir aber noch nicht, wird man sehen. Ja, auf jeden Fall eine Bereicherung in der Form. Und ich finde, er hat auch körperlich unheimlich viel drauf geschafft gegenüber seiner Debütsaison. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das ist, ich habe auch so das Gefühl, dass Jan Thielmann jetzt in der Bundesliga angekommen ist. Ja, genau. Gegen Wolfsburg war das zweimal, dass so ein langer Ball von Timo Horn tatsächlich Richtung eigener Spieler gekommen ist. Und Jan Thielmann den so aus der Luft annimmt und direkt verarbeitet, also direkt mit dem Ball am Fuß weiterläuft. Und nicht einmal, sondern wirklich zweimal. Und da denke ich mir so, Alter, das ist jetzt halt nicht einfach nur Glück, sondern das ist wirklich wahrscheinlich schon gewollt. Man hat das Gefühl, das ist Absicht, ne? Und das Ja. kann man aber nicht jeden FC-Spieler bei uns immer so sagen. Nee, das kann man wirklich nicht. Also das ist, hat mich sehr gefreut, für den Jan Thielmann, dass er das da so gut gezeigt hat. Genau. Scheint ja auch von dieser Systemumstellung profitiert zu haben, hin zu diesem 5-3-2, was immer wieder gerade spielen kann, ja keiner so genau bezeichnen, weil er da mit Duda und mit Wolf auch ein bisschen spielen kann. In vorderster Linie, wenn der Wolf aufrückt. Ja, also tut ihm gut, tut uns gut als FC. Ja, guter Ja. Junge. Also wir können nur hoffen, dass sich die Karrierekurve so fortsetzt, wie sie bis jetzt geht. Ja, das wäre schon sehr, sehr schön. Ich glaube, mehr müssen wir Ihnen auch gar nicht sagen, weil hat noch alles vor sich. Es gibt in dieser FC-Doku eine Folge 3, die heißt Ein Tag mit Jan Thielmann. Ich habe sie noch nicht gesehen, deswegen keine Ahnung, was da so zu sehen sein wird. Die werde ich mir noch anschauen müssen. Aber ich bewundere ihn schon, dass er es schafft, Profifußballer zu sein neben dem Abitur. Ja, Also ich weiß ja, was meine ich. Abiturienten gerade leisten müssen. Und die haben nebenbei nicht noch einen Fulltime-Job als Profifußballer mit Auswärtsfahrten und wahrscheinlich auch irgendwelchen U-Länderspielen. Weiß ich gar nicht. Ist der in irgendeiner U-Mannschaft vom DFB? Ich Bestimmt, aber. glaube, jetzt bei den letzten war er nicht dabei. Ich glaube, hat aber auch damit zu tun, dass die U-Mannschaften ja auch nicht mehr spielen. Die Also bis auf 21er die spielt, U, glaube ich, noch, ne? genau, die U21er, weil sie halt eine EM haben. Ich glaube Ja. EM, ne? Ja, Ja, und genau. ich glaube U18 und so und U17, die sind ja gar nicht mehr. Das stimmt, Also ja. ich meine, die spielen ja auch keine A-Jugend-Bundesliga mehr und sowas. Nee, genau, ja. Da ist ja die Bundesliga, Quatsch, Regionalliga West, die einzige, die noch spielt. Und da könnte er sogar auch noch spielen, wenn er wollte. Genau, richtig. Ja, wobei ich da glaube, dass er sich da schon auf ein anderes Level gehoben hat. Ja, ich denke auch, also natürlich muss er Abitur machen, klar, da muss ich jetzt mal als Lehrer sprechen, mach Abitur, lieber Jan Thielmann. Aber
wenn er sich nicht ganz doof anstellt, kann das ja im Profifußball zu was bringen. Und dann hat er da auf jeden Fall schon mal ausgesorgt für sein Leben. Ja. Ja, das denke ich auch. Also wie gesagt, macht auch auf mich einen wirklich guten Eindruck. Nachdem er letztes Jahr ja gegen Leverkusen reingeworfen ist, hat man einmal diese Delle gesehen, die diese Jugendspieler meistens ja haben. Aber das fand ich auch völlig nachvollziehbar. Also das fand ich auch völlig okay, dass die Spieler dann auch mal merken, okay, ich schaffe halt nicht, es immer so hinzukriegen, dass ich dann halt immer auf vollem Niveau spielen kann und auch vielleicht mal schlechtere Spiele haben. Aber wie gesagt, hat sich jetzt in den beiden Spielen wirklich auch zusammen mit André Duda da gezeigt, dass er das wirklich super hinkriegt. Ja, und ich glaube, er hat mit Gisdol eben exakt den richtigen Trainer. Ja. Weil ich würde auch behaupten, er hätte unter keinem anderen Bundesliga-Trainer so viele Spiele gemacht wie jetzt schon unter Markus Gisdol. Bis jetzt, ja. Zum jetzigen Stand seiner Ausbildung. Ja, das stimmt. Also, das kann man ja bei aller Kritik an Gisdol, die wir so haben und hatten, kann man ihm ja nicht vorwerfen, dass er nicht treu wäre gegenüber seinen Jugendspielern, wenn die einmal Leistung gezeigt haben. Also da muss man ihm ja schon dafür loben, dass er aus Jan Thielmann einen Bundesligaspieler gemacht hat. Das auf jeden Fall. Also das macht auch sehr viel Spaß, da zuzusehen jetzt. Genau. Ich bin sehr gespannt, wie sich diese Folge am 19. anhören wird. Bisher sind noch 3 Spiele mehr gespielt worden oder so. Aber wir werden es alle zusammen erleben. Wir hoffen, dass diese Folgen halbwegs gut altern. Ja. Naja, gut. Wir hören uns morgen wieder mit Folge Nummer 19. Stimmt gar nicht, nur Folge Nummer 20, das war schon Nummer 19 gerade. Wer ist denn unser Spieler mit der 20? Gebe euch einen kleinen Tipp. Er heißt genauso wie ein berühmter Rockstar. Morgen kommt die Folge zu John Paul. Bis dahin, alles Gute, macht es gut. Tschö. Willst du auch noch tschüss sagen? Tschüss. Achso, ja, ich auch. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. 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 Tschö. Hamburg rufen. Und jetzt wird's kompliziert. Jonai Pritzren im Kosovo und Oviedo im Fürstentum Asturien, einer autarken Provinz in Spanien. Ist also ganz spannend. Wir haben heute eine autarke Provinz und einen de facto Staat im Kosovo, in dem immer noch die offizielle Anerkennung fehlt. Also ganz spannende Länder, aus denen unsere beiden Spieler da kommen. Wir fangen mal vorne chronologisch an. Das ist ja Türchen Nummer 20 hier. Und da nehmen wir uns den Spieler mit der Rückennummer 20 vor. Elvis Rexenschei. Marco, der spielt jetzt ja schon seit einem guten Jahr hier bei uns. Mhm. Wie ist er dir denn bis jetzt? Ich muss ganz ehrlich sagen, sehr schwankend. Also er hat immer wieder mal richtig gute Spiele. Und dann mal wieder Spiele, wo du denkst, so, was, warum spielt der überhaupt gerade? Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fand die Leihe, also in Summe ist die sehr positiv, weil so ein Spieler, ob wir den sonst bekommen hätten, glaube ich halt nicht. Und wie gesagt, wir haben da letztes Jahr eine Lücke geschlossen mit dem Transfer. Das war ja auch einer der Wintertransfers. Dementsprechend fand ich völlig richtig, den auch halt für 1,5 Jahre auszuleihen. Und ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir ihn verpflichten werden. Ich glaube, dafür ist die festgeschriebene Kaufsumme zu groß und unser Geldbudget wahrscheinlich zu klein. Aber in letzter Instanz hat er letztes Jahr mit dazu beigetragen, dass wir die Klasse gehalten haben. Und auch bisher hatte er durchaus schon Spiele dabei, wo er uns mehr geholfen hat, als er geschadet hat. Ja, ich habe bei ihm immer das Gefühl, er ist so der Spieler, an dem du ablesen kannst, wie es um die mannschaftliche Leistung bestellt ist. Wenn die Mannschaft an sich gut spielt, ist Elvis auch gut. Wenn die Mannschaft nicht gut spielt, ist er aber nicht derjenige, der es schafft, der Mannschaft positive Impulse zu geben. Er ist dann, oder ich finde, er neigt dann sehr stark zu so Aktionismus. Also er rennt dann wie so ein, ja, wie dieses sprichwörtliche Duracell-Häschen über den Platz und rennt hier an, rennt da an. Vernachlässigt dabei zu sehr seine Position. Ne, der ist ja kaum mal auf einer Position irgendwie zuzuschreiben, wo er sein sollte, kann man ja immer ganz schwer feststellen bei ihm, wo er sich gerade eigentlich überhaupt theoretisch aufhalten sollte.
Und es kann halt funktionieren, wenn es in der Mannschaft läuft und ein Skiri oder ein Özcan oder ein Hector das irgendwie so ein bisschen ausgleichen, diese Bewegungen. Wenn es aber eh nicht läuft und alle so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt sind, ich glaube, dann tut man sich schwer damit, wenn ein Spieler gerade im eher ja defensiven Mittelfeld seine Position zu oft verlässt. Ja, das ist richtig. Wobei ich da nie so ganz weiß, ob das eine taktische Marschroute ist, zu sagen, pass auf, hier, Rex Bajai, sorg mal für Chaos abseits deiner Position. Das weiß ich nicht. Also ich, keine Ahnung. Also ich gebe dir völlig recht, das ist natürlich, das ist auch einer der Kritikpunkte, die man sicherlich da haben kann. Wie gesagt, da bin ich immer unsicher, ob es nicht wirklich sogar taktische Vorgabe ist, dass er diese, in Anführungsstrichen, Freiheiten hat. Aber es ist natürlich zumindest nicht positiv für die Mannschaft, wenn es gerade nicht läuft. Also ich sag mal so, ich kann mich an das Spiel erinnern, dass wir bei der Hertha letztes Jahr hatten, nee, doch, dieses Jahr hatten, Quatsch, gar nicht letztes Jahr, sondern in diesem Kalenderjahr hatten. Das war ja Wahnsinn. Da hatte der ja so viel Platz und so viel Freiräume. Und da hat die Hertha sich auch so dusselig angestellt. Also da hat man dann mal auch gesehen, dass der das auch versteht, dann, ich sag mal, Plätze zu machen, die den Raum öffnen. Und da hatten wir dann auch den Raum für schnelle Leute. Und dann, ja, das war eines seiner Spiele, wo ich gedacht habe, wow, das war wirklich richtig gut. Ja, haben wir dann ja auch 5-0 gewonnen unterm Strich. Genau. Ne? Das ist wahrscheinlich sogar beste Spiel dieser Aufschwungphase damals. Also von sehr vielen guten Spielen noch das Beste. Da hat man auch schon gesehen, was er der Mannschaft bringen kann. Genauso wie er ja auch, was ich sehr gut finde, einer der wenigen ist, der sich mal traut, aus der Distanz zu schießen. Aus so 20, 30 Metern auch mal. Manchmal in Situationen, wo ich mir denke, da muss man nicht schießen. Aber zumindest hat er so viel Wucht in seinem Schuss und er schafft es auch ganz gut, die aufs Tor zu ziehen, dass zumindest was draus passiert. Ne? Dass zumindest der Torwart hin muss, dann vielleicht irgendwie ein Abpraller generiert wird oder irgendwas in der Art passiert. Er schießt ja auch Ecken, ne? Also vor allem die Ecken von rechts sind ja öfter mal von ihm. Immer so ein bisschen abhängig von wem da noch auf dem Platz steht. Die sorgen dann schon für eine hinreichende Menge an Gefahr. Was ich auch ganz gut finde, der ist ja so ein bisschen ein frecher Spieler. Ne? Kannst du dich erinnern, das war jetzt im Spiel gegen, war das Union oder Dortmund, ich weiß es nicht mehr, wo er einen Freistoß in der 93. Minute direkt aufs Tor zieht, der eigentlich eine Flanke hätte sein sollen. Ja. Welches Spiel war das nochmal, weißt du das? Ich hätte jetzt fast gesagt, war das nicht das Dortmund-Spiel? Ich glaube, wir lagen da im Rückstand. Ich meine, wir lagen da im Rückstand und brauchten ein Tor. Deswegen würde ich jetzt eher auf Union tippen. Oder Union. Ich weiß nicht. Aber ich habe die Szene auch noch vor Augen. Das ist ja das, was ich ja ganz oft fordere. So dieses, wir schießen zu wenig. Und das ist zumindest einer, der sich da auch mal den Ball nimmt und auch draufhaut. Nicht immer von Erfolg gekrönt. Aber ich glaube, wenn das jedes Mal von Erfolg gekrönt würde, würde dieser Spieler erst recht nicht Bonn spielen. Das ist richtig, richtig. Ja, also das ist... Ja. Ich meine, er versucht es zumindest und das ist, finde ich, schon mal sehr, sehr viel wert, weil ich weiß nicht, wie oft wir darüber schon gesprochen haben, dass da halt sich auch gar keiner traut, man aus der Distanz zu schießen. Ich sag mal so, die letzten Schüsse aus der Distanz waren irgendwelche Dinge von Risse und dass das schon ein paar Tage her ist, sollte jedem klar sein. Definitiv. Und was ich auch gut finde bei ihm, dem kannst du ja nie den Einsatzwillen absprechen. Ne? Das ist ja nie ein Spieler, der jetzt so, wie der Spieler in der Vergangenheit beim 1. FC Köln mal getan haben im Mittelfeld, durchs Spielfeld trabt und irgendwie so dann seine Lustlosigkeit demonstriert. Das ist er überhaupt nicht. Er ist ja eher der Spieler, der immer Kilometer frisst, immer anrennt, immer halt dieses, was wir gerade als wild beschrieben haben, an den Tag legt. Was ja zumindest ein Zeichen dafür, dass er will und dass er gewillt ist, hier im Spiel Impulse zu setzen. Jetzt hast du gerade gesagt, wir werden ihn nicht verpflichten wegen der Höhe der Kaufoption. Die ist ja verhandelbar. Jetzt wäre meine Frage an dich, würdest du ihn denn überhaupt verpflichten zu einem moderaten Preis? Also es steht und fällt damit, welche Option hast du? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn vom Spielerischen her gar nicht verkehrt. Ich glaube, das steht und fällt damit, wen bekommst du als Option? Also wenn du jetzt sagst, du bekommst, weiß ich nicht,
Lionel Messi, der ist im Sommer ablösefrei. Aber nee, der wäre mir zu alt. Ich glaube auch mit Lionel Messi, also ich glaube auch nicht, dass Lionel Messi zum 1. FC Köln passen würde. Was? Nein, nein. Ich glaube, da sind wir als Team zu gut für. Also ne, als Gesamtteam. Da würde er ja total untergehen. Nein, ich sage jetzt mal vorsichtig, bevor wir irgendeinen Spieler von einem Zweitligist irgendwie aus Sandhausen holen, ohne da jetzt böse zu unken, dass die Spieler jetzt nichts können. Aber ich sag mal, bevor wir so einen Danny Latzer verpflichten, würde ich den Rex Bitschei holen. Steht und fällt damit immer, was verlangt Wolfsburg, was verlangt der Spieler, passt das ins Budget? Aber wenn das grundsätzlich ins Budget passt, könnte ich mir einen Transfer durchaus vorstellen. Ja, für mich steht da und fällt dann nicht nur alles mit dem Budget und mit den Unwägbarkeiten, sondern auch damit, wer Trainer sein wird. Weil er ist schon ein Stück weit so ein Gistol-Spieler. Ne? Dieses wilde Anrennen, dieses Dauerkilometerfressen, ist schon so ein Gistol-Ding. Wenn jetzt ein Spieler kommt, ein Trainer kommt, der eher ein Mittelfeld-Kurzpassspiel aufziehen wollen würde mit Duda, Hector, Skiri, glaube ich, wäre da zum Beispiel Rex Bitschei der falsche Mann für. Also wir sehen hier, der reiht sich ja nahtlos ein in die Reihe der FC Köln-Spieler, die es leider nicht schaffen, eine hohe Passquote an den Tag zu legen. Haben wir einige von leider im Mittelfeld. Ja, und deswegen glaube ich, dass man das auch mit in die Rechnung einnehmen muss. Klar. Ich muss es halt auch sagen, also meine Schmerzgrenze für den Spieler läge so bei 2,5, 3 Millionen. Alles drüber hinaus, würde ich sagen, findest du einen, der vielleicht dann doch ein bisschen mehr für spielerisch ist. Also das ist ja die Frage. Also ich meine, ich sehe aktuell in Wolfsburg für ihn keinen Platz in diesem Kader. Nee, aber ich sag mal so, da würde ich eher einen Yannick Gerhardt ablösefrei holen. Das, was wir an Geld sparen für Transfer von Restbescheidern in das Gehalt von Gerhard investieren. Genau. Und dann, glaube ich, hast du da auf der Position ein bisschen mehr spielerische Klasse jetzt, ohne Restbescheid damit zu nahe treten zu wollen. Ja, klar. Also deshalb sage ich ja, es ist immer auch eine Frage, welche Möglichkeiten hast du, welche anderen Optionen hast du? Das ist ja nichts anderes als nachher ein Abwägen, ist dieser Spieler mir das wert? Wie gesagt, Rex Bitschei, ich finde ihn jetzt nicht so verkehrt, dass man sagen muss, mit dem kann man nichts anfangen. Aber ist jetzt auch keiner, für den ich jetzt irgendwie einen Sonderkredit aufnehmen würde. Genau. Und ich denke, wenn du Gerhard kriegen kannst, musst du auf Gerhard gehen. Ja. Ja, das Problem ist halt, wir sind ja selten mit so Rückholaktionen gut gefahren. Deshalb weiß ich nicht, ob so eine Rückholaktion von Yannick Gerhard uns viel bringen würde, wobei sicherlich würde er uns weiterhelfen, aber das hört sich schon wieder nach Auer an, das hört sich schon wieder nach Auer Kreuzbandriss Ersttraining an. Ja gut, aber der ist halt noch jung. Wir haben es jetzt ja immer nur alte Spieler zurückgeholt, ne? Podolski und Modest mit über 30 und so weiter und so fort. Das wäre mal ein junger Spieler. Das stimmt. Aber wir wollen heute ja auch nicht über Yannick Gerhard reden, sondern über Elvis Rex Bitschei, der Mann, der den Namen des Rock'n'Roll in seinem Vornamen trägt und den König im Nachnamen. Ich frag mich immer, ob die Eltern den Elvis genannt haben, weil der mit Nachnamen Rex heißt. Ne? Rex ist ja der König. Ach so. Elvis, der King of Rock'n'Roll. Oder ist das zu um die Ecke gedacht? Boah, keine Ahnung. Ich gucke gerade, ob er einen zweiten Namen hat. Hab nichts gefunden. Abpassen. Elvis. Johannes. Elvis. Justin. Elvis, Justin, Rex Bitschei. Nee, also, ja. Keine Ahnung. Also, dafür kenne ich jetzt Familie Rex Bitschei nicht gut genug, um das einzuschätzen, ob er Elvis wegen Rex Bitschei heißt. In Deutschland kann ich mir so vieles namenstechnisch vorstellen. Also, ja, gut, ist in Deutschland benannt worden. Er ist ja nicht. Ja, aber. Aus dem deutschen Sprachraum. Aber er ist ja, glaube ich, in Deutschland aufgewachsen. Ja, klar, aber da war der Name schon hoffentlich eingetragen. Ja. Nee, keine Ahnung. Wenn die Eltern von Elvis Rex Bitschei hier zuhören, was wir schwer hoffen, schickt doch mal eine E-Mail, Info trotzdem hier, ob ihr euren Jungen wegen des Nachnamens Elvis, the Rex, the King genannt habt.
Naja, gut. Einer, der nicht nach irgendeinem mir bekannten Rockstar benannt wäre, kommt aus Spanien und wurde mal irgendwann geholt als die große Nachwuchshoffnung in der Innenverteidigung. Der Mann mit dem Zauberfuß, der auch mal ein Spiel eröffnen kann von hinten raus. U21, Nationalspieler damals gewesen. Und so ein bisschen mit viel, viel Hoffnung und viel Vorschusslorbeeren verknüpft. Die er aber, und ich glaube, da nehme ich jetzt mal eine These vorweg, noch nie so ganz einlösen konnte bis jetzt. Die Rede ist von Jorge Meret. Ja. Was macht man denn aus Jorge Meret? Ja, schwierig. Also bei Meret frage ich mich immer, kommt da noch mal irgendwann was? Oder ist das, oder reicht es einfach? Also ich meine, dass das nicht für mehr reicht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich finde, er hat durchaus Spiele gemacht, die wirklich gut waren. Und man muss sagen, es ist, glaube ich, einer der wenigen Spieler, die aus der Defensive heraus tatsächlich ein Spiel eröffnen können, ohne dass das eine Streuung ist, die mich schmunzeln lässt. Der hat irgendwie noch nie so wirklich gezündet. Der ist ja damals von Schmadtke geholt worden in der Saison, als wir Europa League gespielt haben. Und da habe ich gedacht so, ja, okay, das ist ein junger Typ, der hat ein paar Fehler drin, aber wenn der wirklich mit uns in die zweite Liga geht, dann wird er da vielleicht auch nochmal ein bisschen eingrooven können. Aber hat genau das hier in der zweiten Liga überhaupt nicht geschafft. Also das ist ja einer wirklich dieser, ich würde jetzt mal sagen, Verlierer dieser Zweitligasaison. Der hat ja seinen Stammplatz völlig verloren und dann hinkt der immer so mit gefühlt den Jojic-Kilo so ein bisschen rum, immer ein bisschen zu viel drauf. Man hat das Gefühl, das Essen schmeckt in Köln gar nicht so verkehrt. Und ja, ich finde es halt einfach schade, weil ich glaube halt, der Junge könnte von den Anlagen her das echt gut, aber irgendwie bringt der DPS nicht auf die Straße. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ist ja auch auffällig, dass er bei allen vier oder so Trainern, die wir seitdem hatten, das waren ja Rotenbeck, Markus Anfang, Achim Beierlorzer und jetzt Gisdol, immer das zweite Glied war. Ne? Also sich nie mal wirklich einen richtigen Stammplatz über mehr als vielleicht zwei Spiele sichern konnte. Dass selbst Spieler wie Bornau oder Čestić, die kürzer im Kader sind, ihm den Rang abgelaufen haben. Oder Spieler, die einfach technisch schlechter sind als er, wie in Psychos, ihm vorgezogen werden. Und das ist jetzt nicht nur bei einem Trainer so, dass du sagen kannst, der eine Trainer schätzt ihn nicht so oder verkennt ihn. Das ist jetzt schon ein Trend, muss man schon leider so festhalten. Ja. Das sollte auch dem Herrn Meret zu denken geben. Die Frage ist natürlich auch, er hat ja schon mit einigen Defiziten zu kämpfen. Er ist ja nicht groß, was für einen Innenverteidiger schon mal ein Problem ist. Er ist auch nicht sonderlich schnell, was dann eben ihn vielleicht befähigen wollte, die mangelnde Größe wettzumachen. Und er ist auch nicht der Wendigste. Also er hat ja eigentlich nur diese Spieleröffnung, die für ihn spricht. Ne? Und das ist vielleicht dann auch für die Bundesliga ein Stück weit zu wenig, wenn du da mit solchen Mali zu kämpfen hast. Ja, das, ja, Punkt. Ja, das kann man, ja, ich weiß, ich bin bei Meret, weiß ich nie, wo dran liegt, dass ich glaube halt auch einfach, dass der natürlich auch einfach teilweise manchmal ein bisschen Pech hat, dass der sich genau zu Zeitpunkten verletzt, wo du denkst, wow, jetzt könnte der vielleicht wirklich mal durchstarten und weiß ich nicht, dann verletzt sich Chichos, dann denkst du dir, ja, okay, alles klar, jetzt wird seine Zeit kommen und jetzt wird der sich da eingerufen, zack, verletzt er sich auch, dann denkst du dir, ja, das gibt's doch nicht. Ja, und dann spielt natürlich ein Čestić das auch wirklich gut. Also es gibt aktuell keinen Grund, da irgendwas zu ändern. Genau, man muss ja auch sagen, all die gerade genannten Defizite hat Čestić eben nicht. Ne? Der ist nicht klein, der ist nicht langsam, der ist wendig, der hat vielleicht nicht ganz so die gute Spieleröffnung, okay, aber es kann auch noch kommen. Ja, und damit ist dann halt so ein Nachwuchsspieler an dir vorbeigezogen als Jorge Meret. Ja. Ist natürlich bitter, weil für den werden wir nicht die Ablöse sehen, die wir jemals erwartet haben, bei Meret jetzt. Nee. Ja, schade, aber ich denke, da müssen sich dann irgendwann über kurz oder lang auch die Wege in beiderseitigem Einvernehmen trennen. Ja, aber ich sag mal so, das ist ja einer von den Spielern, die unter Schmadtke geholt worden sind, wo wir einfach jetzt schon wissen, dass die niemals ihre
ihre Transfererlöse wieder einspielen werden. Das wissen wir jetzt schon. Das stimmt. Ich meine, ich bin immer noch schier verwundert, dass es wirklich geklappt hat, dass, hier, wie hieß er nochmal, John Cordoba ansatzweise das eingebracht hat, was er gekostet hat. Damit hätte ja auch keiner gerechnet. Demnach, vielleicht ist es aber bei Meret auch so, dass er vielleicht wirklich nochmal woanders hinwechseln muss, um halt nochmal durchzustarten, weil ich glaube halt nicht, dass das das Ende seiner Fahnenstange ist bei ihm, aber vielleicht braucht er auch mal eine Luftveränderung und sei es nur per Laie irgendwohin, um sich da halt wieder vielleicht ein bisschen frei zu schwimmen. Ja, also ich glaube, er selber wäre gut beraten, zu einem Verein zu gehen, der dauerhaft Dreierkette spielt, weil das ist ja das, wo er am stärksten gewirkt hat. Das war auch die einzige Phase in dieser Zweitliga-Markus-Anfang-Saison, wo er mal ganz gut war, als er eben in der Dreierkette spielen durfte. Und das ist immer ganz einfach, weil da hast du weniger Raum abzudecken und da fallen deine Geschwindigkeitsdefizite nicht ganz so auf, weil du selten in ein 1 gegen 1 gehen musst. Also das wäre vielleicht für die Karriereplanung des Herrn Meret ganz gut, wenn er sich mal überlegt mit seinem Berater gemeinsam, welcher Verein spielt Dreierkette und dann vielleicht auch Spanisch spricht, weil ich glaube, der, also hat der schon mal Deutsch gesprochen? Wüsste ich jetzt nicht. Ich habe auch noch nie Englisch reden hören. Ich weiß gar nicht, ob irgendeiner anderen Sprache auch nicht mächtig ist. Keine Ahnung. Also ich glaube, für ihn wäre es ganz gut, sich dann wirklich mal zu verändern, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, stimme ich dir zu. Genau. Hat einen sehr süßen Hund auf Instagram. Ganz tollen, kleinen, flauschigen, so schokoladenfarbenen Bichon Frise oder was das sein mag. Sehr, sehr putzig. Oder Malteser, irgendwie sowas. Sehr, sehr. Ach so, so ein. Ja, ja, so ein bisschen so Cäsar-Werbung mäßig, aber okay. Noch ein bisschen anders halt. Egal. Den darf er gerne da lassen. Den würde ich adoptieren, den Hund. Ihn selber brauche ich, den Meret selber brauche ich nicht so gerne, aber den Hund würde ich nehmen. Naja, gut. Das war Türchen Nummer 20. Wir hören uns morgen wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleibt uns gewogen, schaltet auch morgen wieder ein. Und dann ist ja schon bald das Pokalspiel gegen Osnabrück. Macht Idiot. Tschö. Tschö. Hamburg und Hattingen rufen, Köln und Bonn, ja, die beiden, darf man sagen, Schwesterstädte, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall rufen wir heute exklusiv das Rheinland und keine anderen Gegenden Deutschlands oder der Welt, denn wir reden heute am 21. Dezember im 21. Türchen dieses Adventskalenders zunächst einmal über unsere Nummer 21, wer hätte es gedacht, über Sally Özcan. Marco ist wieder bei mir und Marco kann mir jetzt mal eine Einschätzung geben. Wie sehr hat die Laie nach Kiel Sally Özcan geholfen? Sehr viel. Also ich glaube, das ist einer der Spieler, die die Laie wirklich sehr, sehr gut getan hat, vom Gefühl her. War halt immer so der Spieler, wo ich gedacht habe, so, ich meine, der war ja schon Stammspieler bei uns. Also ich kann mich an die Stöger-Jahre erinnern, da habe ich gedacht, okay, alles klar, Yannick Gerhardt ist jetzt weg. Jetzt haben wir zumindest wieder einen Nachfolger auf der Position und das schaut ganz gut aus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dann fiel der in so ein Loch rein und war auch gefühlt einer so der Verlierer dieser Abstiegssaison. Der hat das auch nicht wirklich abschütteln können. Und ja, dann ist es natürlich schwierig, das wahrscheinlich wegzubekommen und habe auch das Gefühl gehabt, dass vielleicht in Kiel auch dieses, ja, ich komme ja aus der eigenen Jugend, ich muss ja hier vielleicht, kenne ja hier jeden, ich bin mit jedem per Du, vielleicht auch nicht mehr so gegeben war und kommt für mich als kompletterer Spieler wieder zurück. Irgendwie wirkt der gereift. Ja, genau, wirkt gereift, auch körperlich, ne, hat sich ja durchaus so ein bisschen was am Brustumfang antrainiert, so an Brustmuskeln und so, sieht man ihm ja auch an. Also die Mini-Goretzka-Boss-Transformierung quasi. Stimme dir da vollkommen zu. Also jeder, der den Podcast hier ein bisschen länger hört, weiß ja schon, dass ich großer Fan von Sally Özcan bin. Ja, jetzt weniger, weil ich sage, das ist so der feinste Techniker der Welt, aber ich finde, das ist ein sympathischer Junge, der hat das Herz am rechten Fleck. Und mir gefällt einfach, dass er auch in Körperlichkeit in das Spiel bringt, was sonst unser Mittelfeld ja eher nicht tut. Ne? Also, wenn du dann mit Hector und Skiri spielst, sind ja beides wahrscheinlich die besseren Fußballer gegenüber Sally Özcan. Aber die spielen ja auch weitestgehend körperlos. Ne? Also, nicht negativ gemeint, die müssen uns gar nicht körperlich regeln. Die können einfach einen Gegner ablaufen oder durch Stellungsspiel da schon viel wettmachen.
Aber einer, der auch mal sagt, hier, Brust raus, mal so ein bisschen kleinen Check geben und so, haben wir ja bei Duda schon gesagt, haben wir bei Marius Wolf gesagt, und da ist Özcan für mich auch einer. Und der ist für mich jetzt auch maßgeblich beteiligt gewesen an diesem Zwischensport, der jetzt quasi mit dem Dortmund-Spiel begonnen hat. Da würde ich sagen, ist er einer der Schlüsselspieler, weil das waren die ersten Spiele, wo er ja in diese Mannschaft reinrotiert ist, nachdem er erstmal so ein bisschen den Herrn Markus Gisdol von sich überzeugen musste. Aber ich finde, seit er spielt, siehst du halt, er ist Stammspieler geworden, von 0 auf 100 quasi. Und er ist einer der wenigen bei uns, die mal eine Spielverlagerung über das halbe Feld spielen können, die auch ankommt. Ne? Also ich glaube, der nächste Schritt seiner Karriere, der ist ja 21 jetzt oder 22 oder sowas, ich glaube, der nächste Schritt seiner Karriere wird es jetzt sein, seine strategischen Fähigkeiten noch ein bisschen auszubauen. Er hat jetzt sich den Körper drauf geschafft, um Bundesliga zu spielen. Das ist wichtig. Und wenn der jetzt noch diese Spielverlagerung noch ein bisschen bewusster, ein bisschen aktiver spielt, vielleicht auch auf dem Feld ein bisschen tiefer gestellt wird, dass er mehr Zeit hat für so lange, raumgreifende Pässe, dann kann der so ein Spieler werden wie, ja, mit wem kann man ihn vergleichen, ohne jetzt die ganz großen Lorbeeren hier rausholen zu müssen. Ich traue mich das ja nicht zu sagen, deswegen will ich jetzt nicht so ins ganz große Regal gehen, wenn ich ihn mit irgendeinem Spieler vergleiche. Nur ich glaube, er hat von der Körperlichkeit und von der Fähigkeit her die Lage oder die Fähigkeit, so ein Klon von, ja, so eine Mischung aus Gattuso und Pirlo zu werden. Aber ich meine jetzt nicht vom Regal her, ne? Der wird wohl eher nicht beim AC Milan irgendwann die Champions League gewinnen, ich erinnere Nationalspieler werden, glaube ich jetzt eher nicht. Nee, ich meine nur von den Fähigkeiten her, vom Spielerprofil her. Ich werde jetzt auch nicht hier so einen Daumen machen, wo ich dann über Adil Shaqiri gesagt, das wird der nächste Ronaldo. Das will ich hier wirklich nicht aufmachen. Ich will einfach nur sagen, mit welchem Spielertyp ich ihn hier am ersten vergleichen würde. Würdest du da mitgehen oder hast du einen anderen Spielertypen für ihn, der ihm näher kommt? Schwierig. Also ich glaube halt, bei Özcan weiß ich nie, auf welcher Position ich ihn stärker sehe, auf der 6 oder auf der 10 oder irgend so ein Hybrid-Ding. Ich glaube, dass er aktuell, also ich sag mal, wir haben aktuell nur einen Spieler, der das, also jetzt nicht auf der 10, den ich nicht auf der 10 sehe, aber auf der 6 einen gleichen Spielstil hat. Und das ist Marco Höger. Jetzt ist das natürlich ein Vergleich, der natürlich maßgeblich hinkt, weil Höger natürlich jetzt nicht ansatzweise die Qualität hat wie Özcan. Aber ich finde, dass Marco Höger sicherlich jetzt auch nicht der allerschlechteste Fußballspieler unter der Sonne ist. Aber deshalb würde ich mir das wünschen, dass er so ein bisschen in diese Höger-Leitrolle sozusagen reingehen würde. Mhm. Wobei diese weiten Bälle hat Höger, glaube ich, nie gespielt. Also das nein, aber. Das ist nochmal eine Qualität, die er dann mehr hat. Körperliche. Also, wie gesagt, ja. Ich weiß ja, auch nicht. Also, klar, also ich meine, also ein 1:1-Spielervergleich finde ich immer schwierig. Also, Salih ist deutlich weiter als Marco Höger. Also, auch als wahrscheinlich Marco Höger zu dem Zeitpunkt in seiner Karriere. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, Salih Özcan hat sich da sehr gut weiterentwickelt und muss natürlich jetzt gucken, dass er das auch weiterhin so hinkriegt. Also, ich meine, wir haben auch alle schon mal gedacht, der wäre weiter und wird das noch weiter hinkriegen und besser hinkriegen. Und dann ist er in so ein Loch gefallen. Deshalb bin ich da vorsichtig optimistisch. Genau, aber auf jeden Fall ein Spieler, wo wir sehen, dass unser Ansatz, erstmal alles zu verleihen, was irgendwie nicht direkt Stamm spielt bei uns, auch mal funktionieren kann. Ne? Weil das ja, wie du gerade schon gesagt hast, ein Spieler ist, der aus der Laie besser und reifer zurückkam. Hat ja auch bei Kiel offensiv gespielt, nach dieser Zehnerrolle. Hat auch einige Tore geschossen, vorbereitet, hat auch die Freistöße dort merklich getreten. Also es hat ihm, glaube ich, gut getan, mal irgendwo unumstritten zu sein. Ja, und das ist hoffentlich demnächst auch bei uns, weil wir haben ja mal bei Bornau drüber geredet, welche Spieler man sich hinten drauf beflocken lassen würde aus der aktuellen Mannschaft. Mhm. Da wäre er bei mir auf jeden Fall auf der Shortlist. Ja. Also ist sicherlich ein Spieler, der kommt aus der eigenen Jugend, ist hier ausgebildet worden, hat hier die ersten Schritte in den Profibereich getan. Also ich meine, mehr Identifikation geht ja schon fast gar nicht mehr. Und ich finde ihn jetzt auch nicht irgendwie arrogant oder was auch immer. Also das, was ich von ihm höre, sehe, lese, ist alles vollkommen okay. Und ja,
Also freut mich, es freut mich auch, also weil ich habe am Anfang der Saison nicht gedacht, dass er tatsächlich eine Option in unserem Kader ist, aber scheint er doch zu sein oder geworden zu sein. Genau. Ein Spieler, den ich mir eher nicht hinten auf mein Trikot drauf beflocken würde, ist auch heute in diesem Türchen drin. Und das ist der Mann, der aus Bonn kommt und über den Umweg, ebenfalls über den Umweg Holstein-Kiel und dann dem FC Midtjylland in Dänemark den Weg zum 1. FC Köln gefunden hat. Die Rede ist natürlich von Dominik Drexler. Man sagt ja manchmal so, der Thomas Müller leid, aber das hat er hier halt noch nie nachgewiesen, finde ich. Auch in der starken Zweitligasaison nicht. Ich, bei Dominik Drexler weiß ich nie, ob meine Einschätzung damit gefärbt ist, dass es so ein Anfangsspieler war. Und es gab ja mal die Gerüchte, dass es einen Spitzel in der Mannschaft gab, der Informationen zu Markus Anfang durchgesteckt hat. Und ehrlicherweise kann ich mir eigentlich aus dem damaligen Kader nur zwei Leute vorstellen, wo das so gewesen sein könnte. Das sind nämlich die Anfang-Buddies sozusagen. Und ich finde, Drexler ist halt so ein Spieler, den würde ich mir jetzt auch sicherlich nicht hinten aufs Trikot flocken, aber da haben wir schon Schlimmeres erlebt in Köln. Spielerisch. Also er ist jetzt auch kein Sympathieträger. Der wird jetzt nicht den Lukas Podolski Gedächtnispreis verliehen bekommen von den Fans. Aber auch er hat etwas, was wir so im Kader nicht haben, sondern so eine im offensiven Bereich eine dreckige Spielweise und dieses Unorthodoxe. Und natürlich ist das jetzt kein klassischer Erstligaspieler, aber ich finde manchmal, dass Dominik Drexler da auch irgendwie ein schweren Kredit auf seinen Schultern hat, den er wahrscheinlich auch nie zurückzahlen wird. Ja, also er hat uns ja schon geholfen, aufzusteigen. Muss man ihm ja schon zugutehalten. Hat, glaube ich, da auch die höchste Vorlagequote gehabt in der Mannschaft. Einige Tore selber geschossen. Aber ich finde, du siehst bei ihm an allen Ecken und Enden, dass das für die Bundesliga einfach nicht reicht. Der ist jetzt auch schon 30 oder 29 oder irgendwas. Und es hat ja seinen Grund, dass der vor uns noch nie Bundesliga gespielt hat. Und das siehst du jetzt halt. Also vor allen Dingen, wenn Markus Gisdol auf die Idee kommt, ihn als Mittelfeldspieler aufzubieten, was er jetzt ja ein paar Mal getan hat, dann siehst du halt, das reicht hinten und vorn nicht. Der hat keine Bindung zum Spiel, der ist kein irgendwie gestaltender Spieler. Und nur so ein bisschen dreckig und so ein paar Bolzplatztricks drauf zu haben, die ja auch nicht funktionieren bei ihm, das ist dann zu wenig. Wenn er überhaupt in der Bundesliga Fuß fassen kann, dann musst du ihn ganz weit nach vorne stellen, dass er im Strafraum Szenen hat. Also was er gut kann, was er wirklich als Bester mit im Kader kann, ist dieses Abstauben. Also da stehen, wo der Ball hinkommt, zufällig, oder also halt mit Stürmerinstinkt. Da hast du ja gesehen, der hat ja auch gar nicht so wenig Tore in der ersten Bundesliga geschossen. Der ist jetzt, glaube ich, sogar auch interner Anführer der Torschützenliste, zusammen mit anderen Spielern. Wenn auch nur mit zwei Toren oder so, aber trotzdem. Aber er kann dieses abstauben. Er kann so am langen Pfosten auftauchen, wenn er einen Ball hinklatscht oder irgendwie nach einer Ecke mal wieder einen Fuß reinhalten. Er war ja sogar auch der Flankenkönig in der letzten Saison. Das kann er ja alles. Aber das Gesamtpaket reicht mir einfach nicht. Ja, bin ich voll bei dir. Also das wird auch sicher nicht groß weiterentwickeln, das, was du schon gesagt hast. Also da bin ich voll bei dir, dass Dominik Drexler sicherlich nicht der Spieler sein wird, der den FC die nächsten Jahre prägen wird. Nee, ich denke auch, wenn Holstein Kiel sagt, wir hätten ihn gern zurück, würde ich jetzt erst FC Köln sagen, ja bitte, wann denn? Jetzt oder gleich? Klar, das ist so, ja. Aber was ich gut finde bei ihm, oder was ich überraschend finde, der war jetzt neulich bei irgendeinem Podcast. Ich habe vergessen, bei welchem, ehrlich gesagt, ob das Kicker Meets the Zone war oder irgendeiner oder so irgendein FC Köln, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sagt der Mann sehr, sehr kluge Sachen. Der sieht ja, vorsichtig gesagt, so aus, als wenn er eher auf der Kirmes arbeiten könnte. Ne? Aber der ist deutlich klüger, als man ihn das so ansieht. Der kann wirklich. Der spricht geradeaus, der sagt jetzt nicht so komische so Fußballer-Plattitüden-Sätze, der sagt schon Sachen mit Aussage. Hat auch, also
sagt auch inhaltlich kluge Sachen. Da tut man ihm ein bisschen Unrecht, wenn man ihn da auf diese Schiffschaukelbremserrolle beschränken würde. Also das, ich kann ihn mir sogar ganz gut in so Managementpositionen vorstellen, weil er halt diese rhetorischen Fähigkeiten hat, die man nicht ganz so sieht. Wenn sich vielleicht noch ein bisschen so den Bart ein bisschen trimmt und die Haare ein bisschen macht, dann sieht er ja auch ein bisschen mehr aus wie so ein Manager. Dann geht das vielleicht. Ja, hat mich positiv überrascht. Ja, mehr kann ich gerade auch nicht über Dominik Drexler sagen, ehrlich gesagt. Ja, also ich finde halt, Drexler ist so ein Spieler, ich möchte den aber nicht im Gegnerteam haben. Ich glaube, das ist so ein Spieler. Das ist so ein Spieler, der wissen wir jetzt schon, wenn der, weiß ich nicht, nach Augsburg oder nach Karmo wechselt. Ich weiß schon, wer irgendwie am langen Pfosten steht und so ein Ding zum 2-1 für den Gegner über die Linie drückt. Ja, das vielleicht, aber der wird auch beim Gegner jetzt in der Bundesliga kein spielprägender Spieler sein. Nein, das natürlich nicht. Aber das ist, also, ja, ich sag mal so, Dominik Drexler hat damit für gesorgt, dass wir wieder erste Bundesliga spielen. Ja. Also, der war in der zweiten Liga fast unser bester Mittelfeldspieler, das muss man so sagen. Oder er war der beste Mittelfeldspieler. Den Zahlen nach, ja, ist richtig. Den Zahlen nach. Und dementsprechend, ja. Man kann ihn halten, für den Fall, dass wir wieder absteigen sollten. Ja, ist, wie gesagt, kein Spieler, der uns nachweislich irgendwie jetzt die nächsten Jahre groß entwickeln wird. Nee. Hat vermutlich noch einen gut dotierten Vertrag bis 2029 oder so. Ich habe nicht nachgeschaut, aber würde ich in dieser Armin-Fee-Phase durchaus immer vermuten. Also wird das wahrscheinlich noch ein bisschen länger erhalten bleiben. So sieht es aus, wahrscheinlich, ja. Gucken wir jetzt aber auch nicht nach. Nö, das ist. Ich meine, der hat bis 2023 Vertrag. Ja, weißt du Bescheid, ne? Da ist er 33 oder so, ja. Armin Fee, Sie haben diesem Verein sehr Gutes getan hier. Danke für gar nichts. Na gut, aber weder Armin Fee soll unser Thema heute sein, noch Dominik Drexler weiterhin, denn wir haben jetzt hier dieses Türchen, glaube ich, rund gemacht. Wir hören uns jetzt ausklinken für heute. Hören uns morgen wieder am Tag, wo der 1. FC Köln gegen VfL Osnabrück im Pokal antritt und hoffentlich eine Runde weiterkommt. Bleibt uns gewogen, schaltet morgen wieder ein. Macht es gut. Tschö. Tschö. Wie heißt das? Ich weiß nicht, ich muss das googeln. Geislingen? An der Steige. Hamburg und Hattingen ruft Geislingen an der Steige. Hallo und herzlich willkommen zum 22. Türchen des diesjährigen Adventskalenders. Und jetzt geht wahrscheinlich das Kopfkino an. Welcher Spieler kommt denn aus Baden-Württemberg? Die Antwort ist keiner. Denn wir reden heute nicht über einen Spieler des 1. FC Köln, sondern über einen Trainer des 1. FC Köln. Und zwar nicht über irgendeinen, sondern über den schönsten Mann der Welt. Zu Recht. Zu Recht der schönste Mann der Welt. Absolut. Wobei, mit den geschnittenen Haaren hat er ein bisschen was an seinem Appeal verloren. Ja, ich glaube, in Hamburg wird da auch immer noch ein Tränchen vergossen. Ja, absolut. Wobei Daniel Thun sieht aber auch sehr gut aus, muss man dazu sagen. Ja. Ein sehr, sehr gut aussehender Mann. Naja, egal. Wir reden heute über unseren schönsten Mann der Welt und nicht über Daniel Thun. Nämlich über Markus Gisdol. Marco, jetzt nimm uns doch mal mit auf deine Gefühlsachterbahn. Was hast du gedacht, als der damals verpflichtet wurde? Als das Gerücht kam, Gisdol, habe ich gedacht, ach du je, es ist vorbei mit dem FC. Ich habe echt gedacht, so, was wollen wir mit dem Haiopai? Also, weil der hat ja gefühlt nicht so sonderlich viel gerissen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, die ersten Spiele war das Leipzig-Spiel, dann das Union-Spiel. Und da habe ich dann immer gedacht, so Junge, das wird nichts. Das schreitet Richtung zweite Liga. Und dann kommt dieses besagte Leverkusen-Spiel, wo irgendwie mit Katterbach, Jakobs und Jan Thielmann ja drei Youngster dazukommen oder komplett reinkommen, so in dieser Dreierkonstellation. Und dann sind die Leverkusen dann so blöd und lassen sich da zweimal mit Rot vom Platz stellen. Wir gewinnen das Ding.
und haben dann diesen Wahnsinnslauf. Und ich, ehrlicherweise, klar, habe ich letztes, also zum Ende der Saison gesagt, ja, Mensch, Europa League, das sind nur noch 6 Punkte oder so. Ich gehofft, dass wir das nicht packen, weil ich dann gewusst hätte, dass das genau das gleiche Problem wieder, dass wir das gleiche Problem haben werden wie in dem Stöger Europa League, ja, da, weil das ist einfach eine Mehrbelastung. Du hast nicht signifikant mehr Einnahmen durch die Europa League und ich sag mal, jetzt mit Corona hätte das natürlich, wäre das natürlich noch schlimmer gewesen für uns. Demnach ist es vielleicht sogar gut, dass so gekommen ist. Und dann kam dieses Zittern mit diesen endlos langen Spielen nicht gewonnen und dann haben wir uns irgendwie zu diesem Klassenerhalt gewürgt und ja, die Serie, also die Saison hat jetzt auch nicht so sonderlich pralle angefangen. Ich meine, was man allerdings da sagen muss, wir haben meistens nicht schlecht gespielt, sondern halt vielleicht auch manchmal sehr unglücklich verloren, aber halt verloren. Und in letzter Instanz steht der Trainer dann auch immer dafür, ob ein Team gewinnt oder verliert. Also ob man dann mit Schönheit gestorben ist und verloren hat, das bringt halt auch keine Punkte. Bin immer noch so hin und her gerissen. Also ein kleines Männchen auf meiner Schulter sagt, gehst du raus? Und das andere sagt, ja, wen wollt ihr euch denn holen? Hüb Stevens? Hahaha. Lucien Favre. Lucien Favre. Er im Leben nicht. Im Leben nicht. So ein gesichtslosen, also wirklich, Lucien Favre, das sage ich jetzt hier nochmal. Stell dir mal bitte vor, was die Kölner Presselandschaft mit Lucien Favre macht, wenn der so auf einer Pressekonferenz da sitzt und so sein, ich weiß nicht, welche Spieler ich nächste Woche aufstellen soll, und so in seinem Tee rumrührt. Alle Blasen in Köln würden platzen und nee, der passt hier null rein. Also ist alles scheißegal, wenn du Erfolg hast. Ja, wenn er uns auf Platz 5 wird, wie damals die Hertha, dann ist das scheißegal, ob der einen Tee rührt oder nicht. Kratzt dann hier keine Sau. Ja, ich wie gesagt, ich glaube aber auch nicht, dass Lucien Favre, also wir mit dem Kader, mit Lucien Favre sonderlich viel mehr holen würden. Also ich weiß es nicht. Als ob Hertha damals einen besseren Kader gehabt hätte, als er die auf Platz 5 geführt hat. Ja, weiß ich auch. Aber ich will Lucien, also ich finde den Typen grausam. Ich kann mir den nicht zu antun. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der ein Trainer ist, der uns gut tun würde. Ist auch egal, weil wir reden ja gerade über Markus Gisdol und nicht über Lucien Favre in diesem Türchen hier. Das heißt, wir gehen mal zurück auf den Trainergott Gisdol. Es ist natürlich ein ganz klarer Kandidat für don'thire.com, keine Frage. Ne? Mit der gesamten Vita, also hat mal den FC Schalke trainiert als Co-Trainer, ist dann in Hoffenheim erster Trainer geworden, also Cheftrainer. Hat da diese legendäre Trainingsgruppe 2 eingeführt mit Tim Wiese und hier Tobias Weiß und wie die alle hießen da, die Vollpfosten. War dann beim HSV, mehr schlechter als rechter Trainer, dann eine ganze Zeit lang arbeitslos, bis der 1. FC Köln sich seiner erbarmt hat. Und wenn wir ehrlich sind, der wurde ja auch nicht verpflichtet aus vollster Überzeugung heraus, sondern damals auch schon aus Mangel an Alternativen. Und dieses Damoklesschwert hing ja immer über ihm. Ne? Also der hat ja nie Kredit gehabt von Anfang an nicht. Und dann kamen, wie du gerade schon gesagt hast, diese beiden Spiele Union und davor Leipzig. Klar ist das ein großer, erstmal ein großes Hindernis, was du da aufbaust. Und da muss ich sagen, Respekt aus so einer schwierigen Anfangssituation, dann noch tatsächlich irgendwie 8 aus 10 zu gewinnen, musst du erstmal schaffen. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal gesagt, wir haben beide das Gefühl, die Mannschaft folgt ihm, also er hat die Mannschaft zu keinem Zeitpunkt verloren. Anders als ein Achim Bayerlorzer das in Rekordzeit geschafft hat. Ja. Na, das kommt ja bei ihm, also bei Achim Bayerlorzer auch negativ zu seiner Punktausbeute hinzu. Ich habe da auch das Gefühl, dass Gisdol schon, also jetzt nicht so ein Söldner ist. Der kommt jetzt nicht hin und denkt sich, ja, heute bin ich in Köln, morgen in Schalke, übermorgen in Hamburg und kassiere mein Geld und dann gehe ich wieder, werde ich halt gefeuert. Also so ein, wie andere Trainer es halt tun. Den Eindruck habe ich nicht. Ich glaube schon, dass denen das anfasst, wenn wir nicht gewinnen und dass der sich auch wünscht, dass die Mannschaft Erfolg hat und nicht nur um seinen eigenen Platz in der Mannschaft oder in dem Bundesliga-Geschäft zu sichern.
Das Gefühl habe ich also schon bei ihm. Was ich halt sehr gut finde bei ihm, ist die Förderung, auch teilweise die bedingungslose Förderung der jungen Spieler. Also ein Jan Thielmann hätte unter keinem anderen Trainer auch nur annähernd so viele Spiele gemacht. Bei keinem. Ja. Nicht mal, wenn du hier einen Marc Zimmermann hochziehen würdest, würde der oder hätte der Jan Thielmann in der Vergangenheit so lange spielen lassen. Da bin ich also überzeugt von. Ja, und auch ein Iso Jakobs hätte ja bei Licht betrachtet unter keinem anderen Spieler so eine Stammplatzgarantie wie unter Markus Gisdol, der ja wirklich auf diese Art von Spieler abfährt und diesen Spielertypen einfach total bevorzugt. Deswegen müssen diese ganzen Jungen dann schon dem Herrn Gisdol sehr, sehr stark danken für seine Jugendförderung. Also das ist für mich so das Größte, was er dem Verein gegeben hat, diese jungen Talente so krass zu fördern, dass du sagen kannst, Thielmann, Jakobs, Cestic, mit Abstrichen Katterbach, sind alles jetzt schon so ansatzweise auf dem Weg dahin, Bundesligaspieler zu werden. Ja, das ist, ja, wie gesagt, ich sehe Gisdol nicht so kritisch wie du zum Beispiel, weil ich denke auch, also ich weiß jetzt nicht, ob ein anderer Trainer mit der Truppe sonderlich viel mehr reißen würde. Also das weiß ich halt einfach nicht. Ja, die Truppe ist ja ein Spiegelbild des Trainers, ne? Wenn du bedenkst, wen wir alles weggeschickt haben. Du hättest, das habe ich ja schon eine Million Mal gesagt, aber du hättest mit dem Spielermaterial, das er bei Amtsantritt vorgefunden hat, einen anderen Fußball spielen lassen können. Aber ich sag mal so, dass also ob jetzt, ich sag mal, Kosiello oder Schaub unbedingt. Ja, aber allein Bundesliga-tauglich. Ah, gut. Okay. Bei dem Namen gehe ich mit. Da weiß ich halt auch nicht, wie was da vorgefallen ist. Da glaube ich, ist es auch mehr als nur das Sportliche, kann ich mir vorstellen. Aber ja, also klar, natürlich, ich sag mal, macht aber auch Sinn, ja auch eine Truppe dem Trainer hinzustellen, mit dem der was anfangen kann. Also ich sag jetzt mal vorsichtig, wenn Horst Held jetzt nur Spieler geholt hätte, wo Markus Gisdol dann sagt, ja, also die sind nett und ist auch okay, aber mit denen kann ich nicht arbeiten, mit denen kann ich mein Spielsystem nicht spielen. Dann möchte ich nicht wissen, was wir sagen würden. Dann würden wir wahrscheinlich irgendwas sagen wie, ja super, hätte der gute Held ja wissen können, wieso holt er dann die Spieler, die nicht zum Trainer passen? Also ja. Das ist ja auch klar. Wobei ich übrigens bei allen Managern der Bundesliga das Gefühl habe, die gucken nicht, was habe ich für Spieler und wie will der neue Trainer spielen lassen? Die gucken nur, was hat der Trainer für eine Erfolgsvita? Und dann sehen die, oh, der hat schon mal den HSV gerettet und dann wird der geholt, ob jetzt Material passt oder nicht. Ja. Ich habe noch nie erlebt in der Bundesliga jetzt, dass wir sagen, ich brauche einen Trainer, der schnelles Flügelspiel fokussiert und im Mittelfeld auf Pressing setzt, weil da habe ich die Spieler für. Das machen die erfolgreichen Vereine. Das macht Red Bull Leipzig. Die holen sich halt Nagelsmann oder so ein Nagelsmann-Klon und die ziehen sich auch die Spieler entsprechend ran. Aber wir holen uns halt einen Achim Bayer-Lorzer, richten dann die Mannschaft auf Ballbesitz im Mittelfeld aus, dann klappt das nicht mit Bayer-Lorzer und dann holen wir uns einen Trainer, der überhaupt nicht zum Spielmaterial passt und der da erstmal irgendwelche Spieler aus der Jugend hochziehen muss, damit er so ansatzweise die Mannschaft zusammen hat, die für ihn spielen kann. Und dann kauft man in der nächsten Transferperiode 10 Flügelspieler, gefühlt. So. Das ist alles nicht nachhaltig. Also die Kritik geht jetzt an Horst Held und nicht an Markus Schmidt. Ja, nichts dafür. Ne? Aber das ist halt nicht nachhaltig. Jetzt mal angenommen, es geht in die Binsen mit Gisdol. Angenommen, wir scheiden heute im Pokal gegen Osnabrück aus und verlieren danach gegen Augsburg und Freiburg. Dann würde ich vielleicht sagen, ist Gisdol auch Geschichte. Und dann holen wir Worst Case dann halt wirklich einen Favre, der dann wieder mit dem Spielmaterial nichts anfangen kann, weil du wieder nur diese Flügelspieler hast, mit denen dann der neue Trainer nichts anfangen kann. Also musst du ja jetzt schon auf Gedeih und Verderb gezwungen, dir diesem Anfang-Fußballstil treu zu bleiben. Ja. Nicht Anfang, ich meine Gisdol. Du Gisdol, ja. Ich habe gerade Anfang und Gisdol verwechselt, aber du weißt, was ich meine. Ja. Das ist ein Kritikpunkt, den man sicherlich zu Recht haben kann, weil das sehe ich auch durchaus so, dass wir natürlich immer irgendwie gefühlt Trainer des Namens wegen verpflichten und nicht passt der Trainer zu der Ausrichtung des Vereins, weil ich meine, es gibt ja auch Vereine, die sagen, pass auf, das ist unsere Ausrichtung und danach suchen wir den Trainer aus. Davon sind wir weit weg. Ja. Und ich fände es zum Beispiel auch cool, wenn wir ein Spielsystem hätten, das im Idealfall auch so
bei der zweiten Mannschaft oder in der A-Jugend gespielt werden würde, weil dann ist es natürlich noch einfacher zu sehen, okay, wo haben wir Spieler im Nachwuchsbereich, die dieses Spielsystem, was bei den Profis gespielt wird, auch spielen können. Und dann ist da vielleicht auch eine Integration von Jugendspielern vielleicht noch mal einfacher. Aber ich glaube, das können sich vielleicht gerade mal so Vereine wie Barcelona oder wer auch immer, vielleicht Real Madrid leisten oder vielleicht auch die Bayern. Wobei bei den Bayern selbst da ist es nicht so, dass die das Spielsystem in den, ich sag mal, unterklassigen Truppen spielen. Nee, und Flick spielt ja auch einen ganz anderen Fußball als Kovac. Ja, genau. Ja, aber das ist ein berechtigter Kritikpunkt. Kann man, muss man vielleicht auch mal hinterfragen, aber ja, also wie gesagt, ich finde, Gisdol hat so viel grundsätzlich nicht falsch gemacht. Gesagt, ist jetzt nicht der innovativste Trainer und ist sicherlich auch nicht der Trainer, der uns die nächsten 10 Jahre weiterentwickeln wird, aber wie gesagt, aktuell sehe ich auf dem Trainermarkt, auch wenn jetzt wieder Lucien Favre als Name kommt, keinen, der uns da signifikant weiter nach vorne bringt. Nee, wir wollen jetzt hier keine Alternativen diskutieren. Wir haben gerade ja Favre schon mal so angerissen, aber es geht heute an sich um Gisdol selber und nicht um seine potenziellen Nachfolger. Auf jeden Fall haben wir noch nicht, glaube ich, ausreichend diese geniale Phase gewürdigt, dann vor dem Lockdown, also quasi die 10 Spiele, von denen wir 8 gewonnen haben. Da muss man halt sagen, in der Phase ging halt einfach alles, ne? Da konntest du machen, was du wolltest. Da sind die Bälle abgeprallt, ins Tor gefallen des Gegners. Gleichzeitig hat so ein Stürmer wie Wout Weghorst aus 3 Metern das leere Tor nicht getroffen. Das war irgendwie so ein Vibe, den ich hier noch nie erlebt habe in dieser Form. Vielleicht mal unter Frank Schäfer, aber das ist ja auch schon wieder 9 Jahre her oder so. Also da kann man dann gar nicht den Einfluss von Gisdol hoch genug schätzen. Der hat natürlich jetzt taktisch keine Wunderdinge gemacht oder so, bei weitem nicht. Aber er hat zumindest der Mannschaft den Glauben vermittelt, dass sie keine Vollpfosten sind. Und hat denen ein so einfaches System vermittelt, dass sie alle in dieser Phase der Verunsicherung spielen konnten, wo die alle genau wussten, was sie zu tun haben. Und wenn es halt ganz banales Laufen, Rennen, Hoch, Weit gewesen ist. Aber es hat der Mannschaft damals anscheinend ja geholfen. Ja, das sehe ich auch so. Also, wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass Gisdol, das ist ja kein Fußball, wo du sagst, wow, das ist tief Fußball vom anderen Stern. Das ist halt ganz einfacher, das ist ganz einfacher Fußball. Aber das Team scheint damit klarzukommen und in letzter Instanz geht es darum, was hilft dem Team weiter, womit können die Spieler arbeiten. Und damit ist das für mich auch völlig okay. Also du brauchst ja nicht so einen abgespaceden Fußball spielen, wenn den keiner im Team versteht. Und ich glaube halt, dass genau das halt vielleicht auch für unsere Truppe gar nicht verkehrt ist, dass man sagt, pass auf, wir spielen hier, wir machen die kleinen Dinge richtig, wie zum Beispiel das Gegenpressing, dem Gegner auf den Sack gehen. Das ist das, was uns in letzter Instanz letztes Jahr den Arsch gerettet hat. Ja, absolut. Und was man sagen muss, das sehe ich zum ersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit beim 1. FC Köln. Wir scheinen eine fitte Mannschaft zu haben. Ja, das kann man nicht hoch genug anrechnen, da hast du vollkommen recht. Das war unter Markus Anfang für mich nicht der Fall, Nee. unter Bayer Lorz nicht der Fall, davor unter Solbakken schon nicht der Fall. Also unter Stöger war es ja bis zu dem Abstiegsjahr ganz okay, dass du sagen kannst, ja, lief, war alles funktional. Aber dieses pro Spiel um die 121 Kilometer abzulaufen, das sehen wir jetzt zum ersten Mal unter Gisdol. Ja. Das finde ich auch wichtig. Also selbst wenn er jetzt rausgeschmissen werden sollte, irgendwann mal übergibt er zumindest eine Mannschaft in einem guten Zustand. Da hast du vollkommen recht. Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass ich weiß nicht, ob es noch, ich glaube, das war sogar noch Markus Anfang, das erste Trainingslager von Markus Anfang. Da wurde irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es sogar FC-TV, sondern oder irgendwer anders irgendwie so ein Kommentar gab es dann von Anfang her, ja, Mensch, jetzt wird ja auf die Spieler viel Arbeit zukommen. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, wir machen das alles über das Training mit dem Ball. Habe ich mir gedacht, so, ja, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass ich professionell Fußball betrieben habe, aber zumindest einen anderen Sport auf verhältnismäßig erfolgreicher Ebene.
Und wenn mir da einer gesagt hat, so, ja, wir machen hier kein Konditionstraining, sondern wir machen das alles mit Spielmaßnahmen, hätte ich gesagt, ja klar, also sofort. Aber das ist nun mal halt wichtig. Also du musst eine gute Fitness haben, um so eine Saison durchzuspielen. Und wir merken das doch auch jetzt. Wir haben eine fitte Mannschaft und ich habe unsere Truppe von der Fitness noch nie einbrechen sehen. Ja, richtig. Wir können wirklich jeden Gegner in Grund und Boden laufen, wenn wir das wollen. Diese Spieler spielen ja auch, wie das können, ne? Also Duda hat sich da ja enorm gesteigert. Rex Bejay ist so ein Genau. Spieler. Skiri ist ja immer der Kilometerfresser. Deswegen hat er so eine Höger auch gar keine Chance mehr, jetzt zum Glück da noch zu spielen. Das stimmt schon alles. Das einzige Problem ist halt, irgendwann, so gerade in der Lockdown-Phase, hatten die ganzen Trainer des Gegners dieses sehr einfache Spielsystem durchschaut und wir haben quasi nichts mehr gewonnen. Also nicht nur quasi, wir haben nichts mehr gewonnen. Das ist, ja, das ist richtig. Das ist, du musst natürlich auch im Idealfall noch irgendwie mehr als nur eine Variable spielen können. Also du musst natürlich ein bisschen, wir dürfen nicht so ausrechenbar werden. Und das ist ein deutlicher Kritikpunkt, den man da sicherlich haben kann. Wobei ich auch nicht glaube, also ich glaube schon, dass Markus Gisdol versucht, das zumindest zu ändern, weil naja, ich meine, es ist ja nicht so, dass der storisch an einem System festhält, sondern wir haben jetzt auch mit falscher Neun gespielt. Ja, da war aber zu gezwungen. Ne? Das war jetzt nicht Ja, genau, das ist seine genau, ja. Überlegung. Das Ja, war, weil genau, Modeste richtig. und Anderson kaputt waren. Und das hat der Mannschaft gut getan, dass vorne eben nicht mehr diese Kante drin steht, die du anspielen kannst. Dass wir halt gezwungen sind, es zu Ende zu spielen, hat uns sehr gut getan. Das war aber die Jungfrau zum Kinde. Das war jetzt keine strategische Entscheidung. Das ist richtig. Ja, klar. Also, ich meine, wahrscheinlich wirst du das auch, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn wir auf das Spielsystem ändern, werden wir Spiele gegen Dortmund gewinnen und gegen Mainz gewinnen und gegen Wolfsburg unentschieden spielen. Also das ist ja jetzt auch, du musst es ausprobieren und dann ist es nachher Versuch und Irrtum. Klappt's, dann ist es cool. Wenn nicht klappt, dann muss man gucken, warum hat es nicht geklappt. Hat es nicht geklappt, weil du dir drei Dinger selber hinten reinwirfst? Oder hat es nicht geklappt, weil die Spieler es nicht umsetzen können? Also das hat ja auch diverse Gründe. Also du kannst ja nicht nur am Ergebnis ablesen. Ja, klar. Also ich sag mal so, das macht den Unterschied, ob du mit dem Spielsystem 1-0 gegen Barcelona verlierst, durch einen unberechtigten Elfmeter oder 7-0 von Mainz abgeschossen wirst. Ja, richtig. Wir müssen ja auch sagen, richtig abgeschossen wurden wir bestenfalls gegen Leverkusen. Alle anderen Spiele waren ja noch, dass man sagen kann, wir waren weitestgehend auf Augenhöhe. Faszinierend finde ich, dass wir immer in den Derbys verkacken unter Gisdol. Das ist ja so ein Motivationstrainer, der schon davon lebt, die Mannschaft anzuzünden, dass es aber nicht schafft, uns in den Derbys diese Mentalität mitzugeben. Vielleicht liegt es auch an der Mannschaft, die einfach so ein bisschen angsthässlich ist. Aber gegen Gladbach, gegen Düsseldorf und gegen Leverkusen war das in den letzten beiden Jahren ganz, ganz schlimm. Bis auf dieses eine Leverkusen-Spiel, wo die halt mit 9 Mann zu Ende spielen mussten. Ja, Aber ne, stimmt. in Vollbesetzung haben wir immer kacke ausgesehen in den Derbys. Wundert mich irgendwie schon, weil wir ja gegen Bayern und Dortmund dann halt gut spielen, aber gegen so eine ein Regal unter Bayern und Dortmund sich befindende Mannschaft wie Leverkusen oder auch Gladbach, dann eben nicht performen können. Ja, also wir tun uns natürlich gegen Gegner immer leichter, die uns gefühlt unterschätzen. Und ich glaube halt einfach, dass Leverkusen genau das nicht gemacht hat jetzt im Ja. Spiel. Also Nein. die sind halt nicht mit dieser, naja, die Kölner, die werden wir schon wegzaubern, Mentalität drangegangen, sondern die haben ihr Spiel 1:1 so wahrscheinlich durchgezogen, wie sie es geplant hatten. Und dann spielt da auch eine wahnsinnig gute Qualität auf dem Rasen. Und ich würde jetzt mal behaupten, also bei dem Bayern-Spiel haben die Bayern definitiv mit angezogener Handbremse gespielt. Und ja, Ja, schon sind. richtig. Also Leverkusen kann man ja nachhören in Folge 115, was wir über das Spiel gesagt haben. Müssen wir ja nicht wiederholen jetzt an dieser Stelle. Naja, also ich glaube, wir beide wünschen uns natürlich, dass es mit Gisdol weitergeht, weil das heißt ja dann, dass wir Erfolg haben müssen. Ich glaube, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist irgendwann so verzweifelt zu sein wie der FC Schalke 04 und so ein Huub Stevens allen Ernstes zu erwägen. Dann weißt du halt echt, dein Verein ist gescheitert unterm Strich. Wenn das so ist, dann bist du halt ein Failed State nur als Verein. Da sind wir weit von entfernt. Also, ich finde ja auch ganz gut, dass man da Kontinuität auf dem Trainerposten hat. Ist mir ja lieber als so ein Hire and Fire wie auf Schalke,
wo irgendwie drei Trainer in 3 Monaten da ran dürfen. Ich hätte mir nur gewünscht, dass der Trainer für die Kontinuität jemand ist, der taktisch mehr drauf hat als ein Markus Gisdol. Das ist richtig, aber wie gesagt, ich bin da noch hin und her gerissen. Ich, wie gesagt, muss ehrlich sagen, also wenn Gisdol uns jetzt in der Liga hält, hat er das 2-mal geschafft. Aber sicherlich muss man sich langfristig überlegen, ob Gisdol der Mann ist, der diese Mannschaft weiterentwickeln kann. Ja, was auf jeden Fall von immer für ihn bleiben wird, haben wir gerade schon gesagt, als Fazit, sind die 4 Spieler, die er hochgezogen hat und zu Bundesliga oder potenziellen Bundesligaspielern gemacht hat. Das ist mehr als jeder andere Trainer. 4 Spieler, glaube ich, hochgezogen. Das hat Stöger in 4 Jahren eher nicht geschafft. Also da würde mir jetzt nur Sully einfallen, der bei ihm schon debütiert hat. Sonst wüsste ich jetzt gerade gar keinen, den er hochgezogen hätte. Nee, also Hector ist ja vorher hochgezogen worden von Vorstand Stassi. Nö, also hochgezogen. Horn war auch Stani, ne? Horn war auch Stanislavski, der ist damals zweite Liga. Zweiten Liga. Genau. Nee, kein. Das muss man ihm echt lassen. Also das ist schon was Nachhaltiges, das wird immer bleiben. Da hat er auf jeden Fall auch Werte geschaffen, die ja in dieser Corona-Zeit besonders wichtig sind. Finde ich gut. Darf gerne auch weiter so gehen. Also egal, wer als nächstes kommt, irgendwann mal, wann auch immer, muss sich dem verpflichten, das genauso zu tun. Der muss quasi im Arbeitsvertrag drin stehen haben. Du guckst dir jedes Scheißspiel der U21 und der U19 an und ziehst in Erwägung, da ein paar Spieler hochzuziehen. Du arbeitest konsequent mit Cestic, mit Lemperle, mit Voloda. Das muss der neue Mann, wenn mal irgendwann ein neuer kommen sollte, auf jeden Fall machen. Sonst kannst du den Laden direkt dicht machen. Da bin ich Markus Gisdol tatsächlich dankbar für. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn ich das mit Markus Anfang vergleiche, der selbst beim Stand von 3-0 sich geweigert hat, einen Niklas Natay oder der bei Stuttgart jetzt ist, wie ist er noch gleich? Chulinov, genau, spielen zu lassen. Ganz, ganz schlimm. Also Anfang hat diesen Verein um Jahre zurückgeschmissen und da hat Gisdol echt einiges reparieren müssen, was so ein Anfang eben verschuldet hat. Ja, wobei ich da nicht nur Markus Anfang die Schuld geben würde, sondern auch seinem Vorgesetzten. Ja, natürlich, aber Armin diese Spieler nicht einzusetzen, ist Markus Anfang schuld. Also 3-0 gegen Regensburg geführt und dann keinen Nachteil reinzuschmeißen. Oder damals schon Katterbach, der da auch schon mittrainiert hatte. Ja, das stimmt. Wird mir auf ewig ein Rätsel bleiben, was für ein Move das gewesen sein soll. Das stimmt schon, da ist schon was Wahres dran, ja. Ja, gut. Also, Markus Anfang, rette uns, führ uns zum Klassenerhalt, führ uns in die Conference League. Markus Anfang? Nein, der andere, Markus Gisdol. Führ uns in die Conference League gegen Baku und Aserbaidschan und Katar, wahrscheinlich darf da auch mitspielen demnächst, keine Ahnung. Al-Raid oder sowas, Riyad. Also Markus Gisdol, nicht Markus Anfang, führ uns ins Licht, aber ja, Punkt, führ uns ins Licht. Ja. So, Ende. Und lass dir die Haare wieder wachsen. Ja, und wenn du für eine Person. Macht es gut. Tschö. Jo, tschö. Hamburg und Hattingen rufen. Friedeck, Mistek, Köln, Hamburg, Fulda, Köln, Grass oder Grasse und Schwerte. Heute rufen wir ganz viele Städte gleich auf einmal. Und das hat seine Gründe. Welche Gründe das sind, verrät euch jetzt mein Kompagnon, der Marco. Ja, wir haben ja bisher, sind wir die Spieler des aktuellen Kaders durchgegangen. Und uns ist dann witzigerweise während der ersten Aufnahmen aufgefallen, dass wir ja auch noch Ausleihspieler haben, die aktuell noch unter Vertrag bei uns stehen, aber natürlich aktuell noch ausgeliehen sind. Und um die wollen wir uns heute mal kümmern. Uns mal angucken, wo die spielen, eventuell gucken, was die dort für Werte haben und überlegen, ob denen, wenn sie wieder zurückkommen, eine Option sind, bei uns zu spielen. Genau, erstmal vorweg gesagt, die haben alle noch einen gültigen Vertrag beim 1. FC Köln über den Sommer hinaus. Das heißt, die werden uns erhalten bleiben, wenn wir sie nicht irgendwie loskriegen, verkaufen oder weiter verleihen. Vielleicht wollen wir es auch behalten und sagen, die haben so eine tolle Entwicklung genommen, ähnlich wie Sully Özcan, die wollen wir jetzt behalten. Das werden wir jetzt im Einzelfall immer alles mal durchsprechen. Und wir gehen einfach mal unten los bei dem Spieler, wo wir am allermeisten Gesprächsbedarf zu haben.
Thomas Ostrak. Ich frage dich mal, lieber Marco, wer zum Geier ist Thomas Ostrak? Also ich weiß, dass er ein Spieler war, der in der zweiten Mannschaft und in der A-Jugend bei uns gespielt hat. Ist Tscheche und spielt aktuell auch in der tschechischen Liga bei, jetzt müsste ich allerdings gucken. Bei FC bei Kabina. MFK Kabina, genau. War davor nach Österreich ausgeliehen an den TSV Hartberg in der Saison davor. Genau. In Hartberg. Hartberg, genau. Und also hat bei uns die U17, U19 durchlaufen. Kommt aus dem offensiven Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, rechtes Mittelfeld so. Und kann ich jetzt persönlich nicht so sonderlich viel zu sagen. Hat jetzt in der tschechischen Liga in 13 Spielen ein Tor geschossen. 1092 Spielminuten, was jetzt nicht so dramatisch wenig ist. Bei dem glaube ich halt einfach nicht. Also der hat im Prinzip noch ein Jahr dann bei uns Vertrag, also bis zum 30.06.2022. Wird, glaube ich, ein Spieler sein, der zurückkommen wird und den man dann gegebenenfalls direkt wieder irgendwie loswerden wird. Ja, denke ich auch. Ne? Offensives Mittelfeld, dann müsste ja ein André Duda vorbeikommen, an so Leuten wie Özcan, wenn der verlängert werden sollte, was wir alle hoffen, der Özcan. Gegebenenfalls auch ein Hector und so. Also Thielmann. Ja, Thielmann. Das ist, genau. Das ist, also, wie gesagt, ist auch erst 20 Jahre alt, ist ein 2000er Jahrgang. Also dafür kann ich jetzt dafür zu wenig sagen. Und ehrlicherweise ist die tschechische Liga jetzt auch nichts, wo ich sagen könnte, wow, ist das jetzt was, wo man, also das hat eine 100% Startelfquote, das muss man auch mal sagen. Also hat alle Spiele in der tschechischen ersten Liga von Anfang an gemacht. Ist jetzt, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube nicht, dass der eine große Option ist bei uns im Kader für die nächsten Jahre. Ja, glaube ich auch. Das mag bei dem nächsten Spieler eventuell anders sein, vielleicht aber auch nicht. In Köln geboren, Jan-Aurel Bissek, derzeit nach Viktoria Gimaleis ausgewechselt. Ausgeliehen. Meine ich ja, ausgeliehen. Ja. Ja, ich glaube, da läuft der Vertrag ja bis 22 in Gimaleis. Der Leihvertrag, genau. Genau, der Leihvertrag läuft bis zum 30.06.22, ist bei uns noch bis zum 30.06.23 unter Vertrag. Ist, glaube ich, unser jüngster Startelfspieler des 1. FC Köln. Immer noch oder war er das damals? Ich glaube... 2000er Jahrgang, hat er mit 18 gespielt. Also der hat, meiner Meinung nach, ist der unser jüngster Dubitant gewesen. Gimaraes hat übrigens eine Kaufoption für 900.000 Euro und 15% Weiterverkaufsbeteiligung für den 1. FC Köln im Leihvertrag stehen, laut transfermarkt.de. Ja, bei einem Marktwert von 325.000, Gott, kommt ein bisschen was bei rum. Kleiner Gebrauchtwagen, Mittelklasse Gebrauchtwagen kommt dabei rum. Ja. Es scheint aber verletzt zu sein. Denn ist er hat aktuell kein Spiel für Gimaraes gemacht und galt ja mal so als das Innenverteidiger, defensive Mittelfeld-Talent, das wir haben. Aber ja, schade, da ist irgendwie nie sowas raus geworden. War ja dann nach Kiel ausgeliehen, hat da ja nicht so ganz gezündet, ist dann zu Roda Kerkrade gewechselt. Ist, wie gesagt, ist auch noch ein blutjunger Kerl. Also der ist gerade 20 geworden. Der hat ja auch noch Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Bin ich gespannt. Also ist 1,94 groß, also schon Gardemaß. Wie gesagt, ich hoffe, dass der sich da in Portugal vielleicht ein bisschen Spielpraxis sammelt und dann wird man einfach gucken, wie es dann hier Ende 2022, also in der Saison 2022 aussieht, wenn der hier hinkommt. Und dann wird man das, glaube ich, begutachten. Wer ist da bei uns im Kader? Hat der eine Option? Und dann wird man sich das alle in aller Ruhe anschauen müssen.
ja, ist, glaube ich, so der typische Spieler, der eventuell den Sprung von der U19 in die Herrenmannschaft nicht schaffen könnte, eventuell. Mhm. Na, man sieht ja schon, diese Leihhistorie ist ja schon für einen 20-Jährigen sehr umfangreich, was kein gutes Zeichen ist. Da dürfte auch jetzt gerade ein Čestić oder vielleicht sogar ein Voloda die Nase vor ihm haben. Aber mal gucken, was da 2022 in 2 Jahren für ein Spieler wiederkommt. In Portugal genau. Lernst du ja zumindest ein bisschen Fußball spielen, also ein bisschen kicken. Das kann ja im Innenverteidiger auch nicht schaden, wenn du dann eine gute Spieleröffnung mitbringst oder so. Wir harren gespannt der Dinge. So sieht's aus. Leider ebenfalls verletzt ist eine Vereinsikone, würde ich ihn fast schon nennen. Ich mache mal jetzt einen kleinen Sprung in unserer Liste hier und gehe zu Marcel Risse, der derzeit auch in Köln kickt, aber für die Viktoria, was ihm ja, glaube ich, sehr entgegenkommt. Ne, ist ja sehr heimatverbunden, hat sein Eigenheim hier in Köln und war, glaube ich, happy, nicht nochmal irgendwo nach Portugal oder so umziehen zu müssen. Aber ich glaube, die Laie machte für ihn dann doch Sinn, oder? Ja, klar. Ich glaube, das weiß Marcel Risse wahrscheinlich auch sehr gut selber, dass ich glaube, sein Körper nicht mehr für Erstliga- und Zweitliga-Fußball ausgelegt ist. Ich glaube, da kommen zu viele Verletzungen jetzt dazu. Und ich meine, der ist erst 31, aber ich glaube halt einfach, dass die Verletzungshistorie dann schon zu gravieren ist. Ist ja aktuell an Corona erkrankt. Ich hoffe, es geht ihm gut. Und er kommt da gut durch. Hat jetzt in der dritten Liga 10 Spiele gemacht, 2 Tore. Ich glaube, ein so ein Ding aus der Distanz mal reingenagelt. Ich glaube halt einfach, der ist noch bei uns unter Vertrag bis 2022. Ich könnte mir vorstellen, dass der nächstes Jahr auch woanders spielen wird. Und nicht bei uns. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sogar jemand ist, der die Karriere vorzeitig beendet. Oder sowas, ja. Wegen der vielen Verletzungen. Also ich stelle mir das sehr, sehr körnerlassend vor, wenn du dich wirklich immer wieder rankämpfen musst, so wie Krille ja auch, ne? Immer wieder rankämpfen und dann bist du gerade dran, spielst mal 3, 4 Spiele am Stück, spielst auch gut, kriegst Lob und dann bam, wieder verletzt. Ist ja jetzt in Viktoria Köln auch der Fall, dass er wieder verletzt ist. Ja, ich glaube, das wird so ein Bender. Also die beiden Benders haben heute ihre Karriere beendet, Lars und Sven, zum Ende der Saison. Und ich denke, wenn man sich die Verletzungshistorie von Marcel Risse anschaut, ja, vielleicht wäre es für ihn auch besser, sich jetzt einfach eine Position im Verein zu suchen. Die kriegt er ja bestimmt bei uns irgendwie irgendwas im Nachwuchs oder so, weiß der Geier. Und sich so ein bisschen aus dieser Mühle rauszubegeben, diesem ständigen Rankämpfen, Spielen, Verletzen, wieder rankämpfen, das kann ja auch für ihn nicht schön sein. Das glaube ich auch. Ja. Ja, apropos nicht schön. nicht schön verlaufen ist die erste Zeit hier beim FC für unsere nächsten Spieler, nämlich für ebenfalls mit Holstein Kieler Vergangenheit, wie ja inzwischen einige Spieler von uns, Kingsley Schindler, gebürtiger Hamburger und jetzt zum kleinen HSV ausgeliehen nach Hannover 96. Ja, Schindler. So ein bisschen ein Spieler, der schon immer die Gemüter gespalten hat. Ne? Also war immer schon die Frage, hat der die Körner für die Bundesliga? Dem gegenüber stand immer die Aussage, dass er sehr schnell ist und mit Easy Boe zusammen eine sehr schnelle rechte Seite bilden könnte. Aber ich glaube, die Spiele, die beide gemeinsam gemacht haben, da auf rechts, die kannst du auch an einer Hand abzählen. Ja, ich glaube, hat jetzt in der zweiten Bundesliga alle Spiele von Anfang an gemacht oder hat 13 Spiele gemacht, eine Torvorlage. Ja, also ist tendenziell, glaube ich, ein Spieler, der zurückkehren wird und ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch groß bei uns irgendwie tätig sein wird, könnte ich mir vorstellen, ja. Glaube ich auch nicht. Da ist ja auch schon ein bisschen böses Blut geflossen. Also er hat ja auch, als er weg war, dann so auf Instagram irgendwas gepostet von wegen, lass dich nicht runterziehen, wenn die anderen deine Talente nicht erkennen oder sowas in der Art. Ja, also ich glaube, Hannover ist schon so das Ende der Fahnenstange für ihn, was die Qualität angeht. Der spielt da ja auch nicht unumstritten Stamm. Also hat genug Spiele gemacht, ja, aber auch nicht jedes. Und meistens eben als Rechtsverteidiger. Aber ich glaube, auch da ist er nicht der gesuchte Rechtsverteidiger, der uns im Kader fehlt.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, ja, also das ist alles nichts, was uns groß weiterbringt. Wie gesagt, ich kann ihm persönlich jetzt gar nicht so sonderlich viel zu vorwerfen. Ich glaube einfach, wenn du die Möglichkeit hast, aus Kiel nach Köln zu gehen, dann machst du diesen Schritt. Und der hat bis 2023 Vertrag. Das darf man gar nicht laut genug sagen. Danke, Armin Fee, übrigens für diesen Ja. Wahnsinnstransfer. Danke für diese wahnsinnige Vertragslaufzeit. Das werde ich zu späterer Stunde nochmal sagen. Ja, also ist, glaube ich, ein Spieler, der keine Zukunft bei uns haben wird und wo wir gucken müssen, dass wir den vielleicht irgendwo loswerden. Also Ja. loswerden, damit er keinen Kaderplatz belegt, damit er vielleicht auch von der Payroll runter ist und vielleicht irgendwo anders nochmal sein Glück findet. So wie ich Armin kenne, wird er auch nicht gerade wenig verdienen. Deswegen mal schauen. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Aber einfach hoffen, dass der kleine HSV aufsteigt. Vielleicht nehmen sie ihn dann ja mit in die erste Liga. Hoffen wir mal, ne? Ja, zu hoffen wir aus ihm. Ihm selber ja auch. Wir wollen ihm ja nichts Böses wünschen. Nein, 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 auf keinen Fall. Apropos nichts Böses wünschen. Kommen wir zu einem Spieler, den ich ja sehr so als Spielertyp mag, auch wenn ich inzwischen einsehe, dass er uns nicht wesentlich bereichern würde. Louis Schaub. Witzigerweise, ich habe ja nicht auf dem Schirm gehabt, wo der geboren wurde. Ich Ja, dachte ja, in Fulda. Österreicher. Ja, genau. Ja, Ich dachte halt Ösi, ich also auch wird er halt nicht. irgendwo in Wien geboren sein oder so. Nee, ist genau wie Isi ja auch in Deutschland geboren, obwohl er einen anderen Länderpass hat. Also ist in Fulda geboren, genau. Ein Hesse. Ja, also keine Ahnung. Ja, also ist ja aktuell beim FC Luzern in der Schweiz. Die haben auch eine Kaufoption auf ihn. Werden wir mal schauen. Also scheint da gar nicht so schlecht zu funktionieren. Hat in 13 Spielen 2 Tore, 5 Vorlagen gemacht. Ist jetzt nicht so verkehrt. Spielt auch großteils durch. Ja, also ich wünsche dem Spieler ja nichts Schlechtes. Also manchmal habe ich das Gefühl, ja, es kommt ja dann so rüber, als ob ich den Spielern persönlich was Schlechtes will. Also keiner möchte hier was Negatives, also möchte, dass die irgendwie groß abkacken in ihrer Karriere, aber ich glaube halt einfach, für Bundesliga-Fußball reicht das nicht. Das ist gar nicht so der technische Aspekt, sondern ich glaube halt einfach, dass es vielleicht bei Louis Schaub eine mentale Sache und eine Einstellungssache. Zumindest war das bei uns, habe ich das bei uns immer so im Gefühl gehabt. Beim HSV war das ja auch, ging das ja auch in die Richtung. Und ja, wenn der in der Schweiz oder irgendwo anders sein Glück findet, gerne. Hätte ansonsten noch ein Jahr Vertrag bei uns. Aber wie gesagt, vielleicht zieht Luzern ja da die Kaufoption oder man wird sich da über einen Wechsel einig. Wird man sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Louis Schaub bei uns nochmal groß durchstartet, weil ich gerade dadurch, dass wir jetzt mit André Duda, glaube ich, eine unumstrittene Nummer 1 auf der 10 haben, sehe ich da keine Option für ihn, irgendwie da zu spielen. Ja, du hast gerade jetzt gesagt, fiel immer dadurch auf, dass er nicht so die ganz große Einstellung an den Tag legt. Da frage ich mich, ist das eigentlich wirklich so? Also ist das nicht so eine Ex-Post-Betrachtung? Weil das ist doch eigentlich erst der Fall, seit der bei uns irgendwie von heute auf morgen in Ungnade gefallen ist, oder? Der war doch eigentlich immer ein ganz normaler Teil des Kaders, über den man nie irgendwas Schlimmes gehört hat oder Schlechtes gehört hat. Der war in Frankfurt noch im Kader als Bankspieler. Und dann plötzlich 3 Tage später gegen Bremen nicht mehr. Einfach Ja, raus aber und alle haben gesagt, der ist weg. Aber was, da muss ja was passiert sein, oder? das ist, ja, das weiß ich halt nicht. Also, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht einschätzen, ob da irgendwas passiert ist. Also, was mir schon immer bei Schaub so ein bisschen missfallen hat, dieses nach hinten traben. Und traben, also, da ist Modest ja ein Schnellläufer gegen gewesen. Also das, was der da teilweise gemacht hat, wenn der in der Offensive, gerade in der Zweitliga-Saison, ist mir das ganz oft aufgefallen, dass wenn wir den Ball verloren haben, der da nach hinten geschlichen ist und sich null an irgendwelchen Rücklaufbewegungen beteiligt haben. Und
Ich kann mich daran erinnern, dass das sogar diverse Male damals angesprochen wurde, von Markus Anfang sogar, glaube ich, noch. Und dann habe ich gedacht, so, ja, okay, komm, für die zweite Liga wird das jetzt schon irgendwie reichen. Vielleicht ist die erste Liga ja doch nochmal was für ihn. Und dann waren die ersten Spiele ja auch wirklich gar nicht so verkehrt. Aber ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, warum, wieso, weshalb. Mir macht es dann halt immer nur so Bedenken, wenn der halt, also er hat dann den Weg über den HSV gesucht, auch in der Truppe, die ja nicht irgendwie auf Zerstören aus war, und dann irgendwie scheint das da gar nicht geklappt zu haben. Und wenn man dann aus Hamburg auch so Berichte hört, die gesagt haben, ja, mit dem kannst du einfach nichts anfangen, dann denke ich mir so, also du bist ausgeliehen, um eine Chance zu haben, und die so mutwillig in die Tonne zu treten, das weiß ich dann nicht. Ja, da wissen wir auch nicht, was da für Ursachen hinterstecken, ne? Vielleicht hat er auch irgendwelche Probleme irgendwie anderer Das Art außerhalb des Platzes. kann ja Weiß sein. man ja Das nicht. kann ja sein, aber dann, das zeugt ja, also das zeigt mir ja auch halt einfach, dass das halt vielleicht für Bundesliga einfach nicht reicht. Und das ist ja auch okay. Also ich meine, es gibt ganz viele Fußballspieler, die halt nicht Bundesliga-tauglich sind, aber ihren Weg in anderen Ligen suchen, was ich auch völlig legitim finde. Also ich meine, das ist ja auch jetzt nicht so, dass du, wenn du sagst, Mensch, mir ist der Druck vielleicht zu hoch oder kam, was ich ich reihe mich, ich spiele lieber in Österreich, ja, dann alles Gute, guten Weg und auf Wiedersehen. Also ich meine, finde ich auch völlig legitim. Also wie gesagt, bei Louis Schaub, ich finde es sehr schade, weil ich immer gehofft hatte, dass der den Schritt bei uns geht, weil der war ja doch schon in Österreich schon so der, auf dem man gesagt hat, wow, das ist so der Nächste, der in Deutschland wahrscheinlich durchstarten wird, weil ganz viele Österreicher ja, ich sag mal, die Bundesliga als großes Sprungbrett nehmen. Und ich habe gehofft, dass er es schafft. War auch am Anfang sehr optimistisch. Der hat ja auch schöne Tore für uns gemacht. Ich kann mich nur an dieses Wahnsinnsding mit dem Außenriss gegen Dresden erinnern. In diesem Freakspiel, was wir, weiß ich nicht, wie haben wir das gewonnen? 8-1. 8-1, ja, genau. Ja, also da war ein Wahnsinnstor von ihm bei. Aber ansonsten sehe ich von meinem geistigen Auge nur so einen lustlosen, bisschen pummelig wirkenden Louis Schaub. Ja, das Also stimmt. ich meine, ne, also auch wahrscheinlich ist der auch gar nicht pummelig. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht, aber irgendwie habe ich da auch nicht so das Gefühl gehabt, dass der alles dafür tut, um den Schritt bei uns zu machen. Das ist vielleicht mehr so der österreichische Lebemann, ne? So, ah, kiss die Hand, schöne Frau. Ja, das kann er ja tun, aber doch bitte nicht bei uns. Ja. Ah. Es gab auch auf einer dieser FC-24-7-Doku-Folgen, vergangene Saison, also die erste Staffel, da gab es eine Szene, wo Kainz und Schaub in so ein Altenheim geschickt wurden, um da irgendwelche alten Damen zu betören mit ihrem österreichischen Charme. Es war so ein bisschen socially awkward, ne? Wenn die versucht haben, Smalltalk zu machen. Das war schon ganz kurios, da mit irgendwelchen alten Kölner Omas. Also kann ich jedem nur empfehlen, die Folge mal zu gucken, wenn er sie finden sollte. War ganz witzig. Okay, darf ich noch einen Kaffee bringen? Was? Kaffee? Bring mir Kölsch. Ha? Ja. Ja, Also das stimmt mir sehr kann ich vor. jedem nur empfehlen. Ja, eigentlich schade, hätte Anlagen gehabt, hätte an seinen Defiziten arbeiten müssen. Den Schritt ist aus welchen Gründen auch immer nicht gegangen. Und deshalb hat er es dann hier leider nicht gepackt. Und für den gibt es hier auch kein Zurück, glaube ich. Denn da ist ja nun wirklich Erde verbrannt worden. Ja, ich habe noch im Ohr, wie damals die HSV-Verantwortlichen, Jonas Bolt und so, gesagt haben, wir konnten nicht fassen, dass ein Spieler von der Qualität auf den Markt gekommen ist. Und nach 5 Spielen war der auch schon kein Thema mehr für die Startelf. Also muss was dran sein. Naja. Ja. Ja, jetzt haben wir schon 20 Minuten geredet und es kommen immer noch drei weitere Ausleihspieler. Wahnsinn, Daran Wahnsinn. seht ihr, wie viele Spieler der FC gerade auf seiner Payroll hat oder zumindest unter Vertrag hat. Stell dir mal vor, die stünden hier alle auf der Matte zum 1.6. oder 7. oder wann auch immer 2021. 8 Spieler mehr, ne, als jetzt. Dazu gehen, glaube ich, 3 oder 4 weg, weil die keinen Vertrag mehr haben dann im Sommer. Dann hast du hier plus 4 Spieler gegenüber jetzt. Das ist schon absurd. Also daran sieht man auch, wie schlecht hier Schmadtke und Fee gearbeitet haben, dass die alle noch hier auflaufen werden. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, das ist wirklich, wirklich beängstigend.
Ja, und ich finde auch ein Beispiel für dann doch schlechtes Scouting ist der nächste Spieler. Auch geboren in Köln, aber seine Fußstapfen eher in Ostdeutschland hinterlassen. Niklas Hauptmann, der natürlich den Bonus hat, dass sein Vater hier ein guter alter Bekannter ist bei uns. Aber den halt für 3,5 Millionen oder was das waren zu verpflichten, ich glaube, da lacht sich Dynamo Dresden heute noch ins Fäustchen. Ja, 3,4 Millionen Euro ja, glaube ja, ich. Ja. Also ich glaube, in der Bundesliga 0 Spiele gemacht, gar keins für uns. Ne? Und selbst in der zweiten kannst du an einer Hand abzählen wahrscheinlich. Ich glaube auch da Startelf 0, glaube ich. Also ich weiß auch gar, also ich sehe auch nicht bei Niklas Hauptmann, dass der irgendwie groß nochmal bei uns irgendwie den Drive kriegt. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also ich das ist so ein Spieler, der wurde wirklich verpflichtet, weil er in Köln geboren ist und sein Vater halt hier. Das glaube ich halt irgendwie auch. Und ich meine, zumindest bei Holstein Kiel hat er, glaube ich, bisher in jedem Spiel gespielt, auch wenn teilweise nur manchmal ein paar Minuten, teilweise 60 Minuten, 80 Minuten, 90 Minuten. Also auch der Vertrag bis 23 bei uns, ne? Ja. 23. Genau. Der ist dann 27 Jahre alt, wenn der Vertrag endet. Den kriegst du ja nicht mehr los. Also realistisch gesehen, nicht für Ablöse. Nee, kannst du nur sagen, hier ist Geld, löst den Vertrag auf und chill. Da wirst du wahrscheinlich irgendwie hoffen, dass den irgendeiner nimmt und du den Vertrag einfach auflöst und dann ist dann gut. Also, so ein Terrorde-Ding. Wir geben noch 200.000 Euro drauf und tschö. Ja. Ja, ich meine, damals, als wir den verpflichtet haben, habe ich gedacht, wow, vielleicht habe ich da wirklich nicht hingeguckt in Dresden. Vielleicht ist das wirklich so ein Wahnsinnstalent. Aber ja, gut. So ist es dann halt. Also ich meine, wird jetzt wahrscheinlich nicht den Weg mehr bei uns bestreiten, kann ich mir vorstellen. So ist das. Ja, lass uns mal über andere Spieler noch reden, die ebenfalls ihren Weg eher nicht mehr bei uns bestreiten werden. Da haben wir nämlich noch unseren, meinen Lieblingsfranzosen, Vincent Cosciello. Mhm. Ausgeliehen an CD Nacional. Ich meine, du kannst dem Jungen ja vorwerfen, was du willst, aber der hat wirklich ausschließlich in wunderschönen Gegenden Fußball gespielt, ne? Ja. Er hat ja in Nizza gespielt, der hat in Paris gespielt, jetzt in Madeira und dann bei uns halt auch noch. Also, der hat zumindest ortstechnisch alles richtig gemacht. Ja, also, ja, da kann man ihm an der Auswahl seiner Städte nichts vorwerfen. Ich kann mich daran erinnern, als wir ihn verpflichtet haben, damals aus Nizza für 3 Millionen Euro, lag der Marktwert, glaube ich, deutlich darüber. Und ich glaube, irgendwas um die 8 oder so oder 10 oder so. Da hat jeder gedacht, wow, wie können wir den, warum verpflichten wir so eine Granate? Ja. Hat's, glaube ich, bei uns nicht ansatzweise gezündet. Und ist, glaube ich, auch so ein Spieler, der hat noch bis 22 Vertrag bei uns. Also wird hier nochmal aufschlagen und dann müssen wir hoffen, dass wir den nochmal irgendwo verliehen bekommen. Dass der halt nicht hier mehr auf, also dass der hier nur aufschlägt, wieder seine Sachen nimmt und woanders hin wechseln wird. Also, du kennst ja meine Meinung, ne? Du weißt ja, dass ich großer. Ich habe mein Herz an ihn verloren, an den kleinen Kumpel. Aber jetzt mal im Ernst. Welchen Spieler soll der aktuell ersetzen? Rex Bischey. Der geht ja weg im Sommer, der Rex. Und dann ist da eine Stelle bekannt. Aber Cosciello ist alles nur nicht einer, der irgendwie durch Laufen aufgefallen ist. Und also ich finde einfach, da kann der Junge nichts zu. Der ist 1,70, 1,75. Nee, weniger, 1,60. 1,60? Ja, der ist ganz, ganz klein. Das ist so meine Körpergröße. Also, ne, oh, 1,68, okay. Ja. Und das halte ich schon für geschönt. Also da sind, glaube ich, noch so 2-3 Zentimeter drauf geschummelt. Und ich finde halt einfach, der hat halt auch eine Körperstatur, die macht es jetzt nicht einfacher, ne? Schon so ein kleiner, aber ich meine, das ist halt für defensives Mittelfeld mir zu wenig.
Ja, das stimmt. Also der wird immer an seiner Körperlichkeit scheitern. Auch weil er ja, der ist ja nicht nur klein. Klein ist ein N'Golo Kanté auch, ne? Oder Ja, andere genau. Spieler. Der ist ja auch schmächtig. Das ist das Genau, Problem. ja. Also wenn er jetzt auf diese 1,68 halt die Muskelmasse von einem Gattuso verbinden würde, dann sähe die Welt auch ein Ah, bisschen anders aus. das ist richtig. Ne? Aber tut er ja leider nicht oder hat nicht die körperlichen Anlagen für. Trotzdem glaube ich, dass der in einer Mannschaft, die Ballbesitz spielt, was wir nicht sind, das weiß ich, aber eine Mannschaft, die Ballbesitz spielt. Und mit einem Trainer, der auf ihn setzt und wenn er verletzungsfrei bleibt, auf jeden Fall das Zeug hat zum Bundesligaspieler. 10-mal mehr als so ein Niklas Hauptmann oder so. Ja, das ist richtig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ist von denen, die wir da aufgezählt haben, ich sag mal, mit Ausnahme von Bissek, der einzige, dem ich überhaupt in Ansatz, also wirklich überhaupt zutraue, nochmal bei uns überhaupt eine Chance zu haben. Aber ich weiß halt auch nicht, wie, also ich meine, dadurch, dass, also Koscielo war ja, glaube ich, auch einer von denen, die. Die unter keinem Trainer gezündet haben. Also unter Bayer Lorzer nicht, unter Anfang nicht, unter wen hat man noch? Unter Gisdol Ich glaube, nicht. nur noch Gistol, ja, sonst werden Na, wir also nicht kennbar. unter allen drei überhaupt gar nicht. Also null. Also es ist ja nicht Ja. so, dass das einer auf den gesetzt hätte und die anderen oder einer nur nicht. Dass du sagen kannst, okay, das ist halt einfach, der Trainer mag den halt einfach nicht. Aber wenn halt drei Leute zum gleichen Schluss kommen. Der kam sogar in dieser Abstiegsrückrunde, oder? Dann war sogar Rothenbeck noch ein Ja, Trainer. oder Rutenbeck sogar noch, ja. Ja. Der war ja immer, der war halt leider immer dann verletzt, wenn er gerade drauf und dran war. Ne? Das ist so ein bisschen das große Dilemma, das manche Spieler eben haben. Auch Meri hat es ja oft gehabt bei uns. Immer wenn du denkst, jetzt zünden sie vielleicht mal, dann verletzt er sich. Ich weiß, es gab noch eine Phase in der zweiten Liga, da war der sogar elementar für Markus Anfangs Spielsystem, in der zweiten Liga wohlgemerkt, weil der Einzige war, der Balance reinbringen konnte zwischen Offensive und Defensive. Und diese Qualitäten hat er einfach. Ne? Also der kann mit dem Ball auch nicht weniger als so ein Duda. Er hat nur einen anderen Körper als ein Dula. Das ist in der Tat richtig. Das wird vielleicht auch unterm Strich dann nicht reichen für eine sehr physische Liga wie die Bundesliga. Also da ist er in Portugal, glaube ich, schon besser aufgehoben, weil die ja zumindest mehr Wert auf das Spielerische legen und nicht ganz so viele Klopper da in der Innenverteidigung haben. Hast du mal nachgeschaut, wie die Statistik für ihn aussieht bei seinen Laien? Hat jetzt 5 Spiele in Polen, wollte ich schon sagen, in Portugal gemacht. 34, warte, jetzt gucke ich mal, in wie viele Spielminuten. War erstmal die ersten, also war irgendwann zwischenzeitlich nochmal verletzt, hat aber den ersten, zweiten, dritten Spieltag gemacht. 72 Minuten, 56, 69 Minuten, 64 Minuten und 45 Minuten. Zwischendurch war er, glaube ich, verletzt. Und gegen Porto war er nicht im Kader. Also ohne Einsatz, aber im Kader. Ja, Also. das meine ich halt, ne? Schon wieder diese Verletzung. Also hat eben auch nicht den Körper, der ihm jetzt ermöglicht, wirklich mal richtig durchzuziehen. Ja. Also wie gesagt, von den 6 Mal, die er im Kader war, war er 5 Mal in der Startelf. Einmal halt nicht eingesetzt. Kein Tor, keine Vorlage. Jo. Ja. Naja. Meine These werde ich nie überprüfen können, weil er wahrscheinlich nie hier irgendwelche Spielanteile bekommen wird bei uns. Insofern bleibt es ein Traum einer anderen Zeit. Ich wünsche ihm alles Gute, auch mit seinen beiden Zwillingsdamen da. Wie heißen die nochmal? Du kennst die besser aus dieser Welt als ich. Jakic-Zwillinge. Jakic-Zwillinge, genau. Ich musste jetzt aber wirklich ganz tief Ja, graben. ja, Wie ja, 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 ja. hießen die nochmal? Wie hießen die noch? Moment. Schnell den Ordner aufgeklickt mit den Fotos von denen und dann, ja. Ja, Naja. nein. Aber Wir haben ja. noch einen Spieler auf unserer Diskussionsliste. Ich gebe euch mal einen Hinweis, liebe Hörer, wenn ihr euch jetzt fragt, wer da noch offen ist. Er ist Stand jetzt 29 und hat noch Vertrag bis 2022. Das muss ein Armin Fee-Transfer sein. Er kam in derselben Transferperiode wie Rafael Tschichos. Auch das würde nur Armin Fee auf die Kette kriegen, diese beiden Transfers in derselben Transferperiode zu machen. Wir reden hier von Lasse Sobich. Ich muss ja dazu sagen, als er damals announced wurde, das war noch bevor Zichos und so kam, also er war mit der erste Transfer für die zweite Liga, fand ich den Transfer gut. Weil ich dachte, damals in der zweiten Liga brauchen wir einen erfahrenen Abwehrspieler. Der war ja als Typ bei St. Pauli sehr anerkannt, der war da sogar Mannschaftskapitän und wir brauchten damals ganz, ganz dringend Führungsspieler. Also ich kann verstehen, warum sie den geholt haben,
weil der halt, wie gesagt, geholt wurde, bevor die ganzen anderen Kiel-Spieler geholt worden sind. Ja, aber hat leider bei uns auch nie sich irgendwie durchgesetzt. In der ersten Liga nur ein Spiel gemacht gegen Union Berlin, weil die den kopfballstarken Sebastian Andersson hatten, den wir inzwischen auch ein bisschen besser kennen. Ja, aber ist jetzt auch ausgeliehen in die Schweiz, Hauptschweiz, zum FC Zürich und sucht da sein Glück. Ja, aber scheint da zumindest angekommen zu sein, denn er war bisher, es war 11-mal im Kader, 11-mal Startelf und hat alle 11 Spiele durchgespielt und 2-mal schon getroffen per Nacht, glaube ich, beide Mal nach einer Ecke oder Freistoß oder irgendwie sowas. 2-mal war er krank oder verletzt. Ja, also wie gesagt, 11 Spiele, alle von Anfang an, alle durchgespielt, 2 Tore. Ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Und ja, ist, glaube ich, jemand, wo wir hoffen können, dass da vielleicht der FC Zürich sagt, okay, pass auf, den hätten wir gerne fest verpflichtet. Ich glaube, wir, der 1. FC Köln, wird dem jetzt keine Steine in den Weg legen, wenn er wechseln wollen würde. Nee, ich meine, du hast ja an Frederik Sörensen gesehen, Stammspieler in der Schweiz, ist noch lange kein Stammspieler in der Bundesliga. Ja. Gerade in dem Alter, in dem sie sich befinden, wo ja schon die ganz großen Sprünge ausgeschlossen sind. Aber ja, das hat echt so ein Spieler, der sich hier nie was zu Schulden hat kommen lassen, der auch nie gestänkert hat oder irgendwas, wo einfach nur die Qualität für die Bundesliga nicht gänzlich da ist und der in der zweiten Liga besser aufgehoben wäre. Ja, ja, aber ich muss auch ganz ehrlich, wie gesagt, bei Lasse Sobig, ich kann dem Jungen gar keinen Vorwurf machen. Also der hat das gemacht, was er machen kann. Und den Transfer damals für die zweite Liga kann ich auch persönlich mehr als so nachvollziehen. Aber das ist halt keiner, den du dann halt wahrscheinlich noch länger brauchst. Ja, definitiv. Gerade in der ersten halt nicht. Also, wenn wir absteigen, kannst du noch sagen, ja, dann bleibt er halt. Aber der wird ja auch fee-typische Gehälter verdienen. Insofern auch keine Option. Ja. Nee, mit 29, da kann man dann doch lieber voll und ganz auf einen Chestic oder einen Woloda setzen. Da braucht man dann Sobig nicht, der einen Kaderplatz blockiert. Ich habe ja mal gehofft, dass der FC St. Pauli ihn zurückholen würde als Leader und als Führungsspieler. Gerade weil die ja auch da ihre Abwehr nicht dicht kriegen. Aber ich glaube, naja, die haben sich da auch andere Ideen zurechtgelegt. Ja, das ist richtig. So, 8 Spieler, Mensch. Boah. Ich weiß nicht, ob ein anderer Verein dieser Welt 8 Leihspieler hat, außer vielleicht Vereine, wo es zur Vereinshistorie noch gehört. Ja, Chelsea. Ja, sowas, die klar. Haben aber, mehr, aber die verleihen aber junge Spieler mit Entwicklungspotenzial und nicht 29-Jährige, die nicht loswirst. Also, das ist halt der Unterschied. Nee, ich meinte jetzt schon Spieler, die eigentlich für die erste Elf vorgesehen sind und es dann nicht geschafft haben. Wahrscheinlich wenige, ja. Sehr wenige, genau. Und wir haben noch gar nicht über so Transferwunder wie Joao Queiroz geredet, weil der ja weder verliehen ist noch im Kader, dem Kader angehört. Da glaube ich einfach noch, dass da bei Football Leagues mal irgendwann irgendwas rauskommt, das den Transfer erklärbar macht. Aber da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil sonst wird es hier justiziabel. Einfach mal liebe Grüße an, wer hat den geholt? Schmadtke, ne? Schmadtke. Jörg, ja. Schmadtke, was sie sich dabei gedacht haben, Herr Schmadtke, den für 3 Millionen zu holen. Weiß auch keiner, aber liebe Grüße nach Wolfsburg. Jo, das war jetzt das längste Türchen bis hierhin, 35 Minuten. Das muss für heute reichen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns morgen ein letztes Mal wieder in diesem Jahr vor Weihnachten und in diesem ganzen Kalenderjahr mit dem Türchen Nummer 24. Bleibt uns gewogen, schaltet auch morgen wieder ein. Macht es gut. Tschö. Ciao. Hamburg und Hattingen rufen Köln, Deutschland, Europa, die Welt, den Nordpol, den Südpol, den Mond. Wir rufen alles und jeden, denn wir machen heute eine ganz besondere Folge als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben jetzt über jeden einzelnen Spieler des Kaders gesprochen. Wir haben über den Trainer gesprochen. Wir haben über die Spieler gesprochen, die uns zwar gehören, aber gerade woanders kicken. Fehlt nur noch ein einziges Päckchen, das wir heute entpacken müssen. Nämlich die Spieler, die zwar nicht bei uns spielen, von denen wir uns aber wünschen, dass sie das täten.
unsere Wunschspieler beim 1. FC Köln. Marco, wer ist denn einer deiner Wunschspieler, die du gerne hier am Geißbockheim sehen würdest? Ich habe das jetzt gar nicht, ich mache das jetzt gleich an Personen zwar fest, aber damit meine ich gar nicht die Person selber, sondern eher den Spielertypen. Denn mein Spielertyp, also ich habe da zwei Spielertypen so im Auge, und der eine Spielertyp, das wäre der Spielertyp Matze Lehmann. Der guten Zeit. Also ich meine, Matze Lehmann war für mich immer einer, der ist halt nicht sonderlich viel aufgefallen, aber war halt wahnsinnig mannschaftsdienlicher Spieler im Mittelfeld und hat halt da alles defensiv auch weggeholzt, was da nicht bei zwei auf dem Baum war. Auch so ein bisschen der auch mal dazwischen gegangen ist, wenn es notwendig war. Und so einen haben wir halt einfach gar nicht im Kader. Vielleicht kann man das mit Marius Wolf so ein bisschen ähnlich sehen, aber Wolf spielt eine ganz andere Position. Und ich hätte gerne so einen richtig defensiven Abräumer noch im Kader. Wie gesagt, Spielertyp Matze Lehmann. Das, wie gesagt, wird nicht Matze Lehmann sein, aber wer ist mir im Endeffekt egal. Ich hätte gerne nur einfach für in Zukunft, ich sag mal für nächstes Jahr, da gerne so einen defensiven Fels in der Brandung. Und ich hätte gern auch noch mal so einen Zoran Tosic, so einen offensiven, also Stürmer war er ja nicht, der war ja eher so ein offensives Mittelfeld, Stürmer, so ein falsche Neun. Da hätte ich gern auch noch mal so einen Zoran Tosic, der mit seiner Technik, mit seiner Geschicktheit, mit seinem technischen Verständnis da einfach auch noch mal mit André Duda zusammen vielleicht ein Ding zelebrieren kann, was uns auf ein anderes Level hebt. Das wäre halt auch noch jemand, der geht uns halt völlig ab. Das hätte ich gern auch nochmal. Das ist ein ganz anderer Spielertyp als die Stürmer, die wir jetzt haben. Modest, Tolu und Anderson sind ja alles so Schränke. Und ich hätte gern nochmal so einen dribbelstarken, findenreichen Stürmer, der da auch nochmal Alarm macht, weil, wie gesagt, wir haben die drei Schränke da, aber ansonsten ist da vorne offensiv halt nicht so sonderlich viel los. Das wären meine zwei Geschenke, die ich mir wünschen würde, mit dem Wissen, dass natürlich das wahrscheinlich Horst Held so nicht leisten wird, aber Weihnachten ist ja Fest der Wünsche und der Geschenke, da kann man sich ja zumindest was wünschen. Absolut, ist ja hier eher eine Wunschfolge. Tatsächlich habe ich auch Zoran Tosic auf meiner Liste gehabt, tatsächlich. Ja. Das ist halt echt der Spielertyp, der uns wirklich abgeht. Ne? Also, ja. Du hast es gerade schon beschrieben, das muss ich gar nicht wiederholen. Wir haben halt überhaupt keinen Spieler im Kader, der dribbeln kann. Also am ehesten noch jemand, der vielleicht außen mal ein bisschen die Flanke entlang gehen kann. Aber einen, der innen drin mal ein paar Spieler aussteigen lassen kann, da musst du schon lange suchen. Das kann manchmal Hector in lichten Momenten, manchmal Duda. Aber so typischen Dribbler, der dann noch einen guten Nadelpass spielen kann, haben wir nicht. Haben wir auch nicht im Nachwuchs, soweit ich das beurteilen kann. Da wäre auch ein Spielertyp wie Tosic für mich die erste Wahl. Und wenn es nicht Tosic würde, dann halt Marc Uth. Ja, oder so, ja. Das haben wir ja schon in der Folge vom 21.12., also der regulären letzten, trotzdem hier Folge besprochen, der Folge 115, dass wir uns gut vorstellen können, dass wenn Schalke absteigt und der Herr Uth ablösefrei würde, dass wir ihn dann zurückholen. Wäre auch eine coole Sache, ja. Ja, und dann gibt es einen Spieler, den ich auch sehr vermisse, weil da wirklich sehr, sehr viel schiefgelaufen ist. Und das wäre halt eigentlich ein fertiger Bundesligaspieler gewesen, den du für vollkommen umsonst hättest haben können, wenn sich der dämliche Rotwein-Armin dazu hätte durchreden können, seinen Vertrag zu verlängern. Die Rede ist natürlich von Florian Wirtz. Ne? Ja, der hätte ja genau diese Rolle spielen können, die wir gerade beschrieben haben. Also leichtfüßiger Mittelfeldspieler. Ja, schon bitter, dass du so einen für Umme verlierst an direkten, also an der Nachbarschaftskonkurrenten und der da sofort auf Anhieb Stammspieler wird, gegen dich auch noch dein erstes Bundesliga-Tor schießt und so jüngster Torschütze aller Zeiten, bis dann danach Moukoko kam. Ist auch ein geiler Satz, ne? Moukoko kam. Nee. Ja, naja, auf jeden Fall, das ist schon eine Lücke, die er da gerissen hat in unserem Herzen. Deswegen kriegen ja auch diese ganzen Nachwuchsspieler jetzt Verträge bei uns, ne? Egal, ob sie schon Leistung bringen oder nicht, aber
Hier Woloda, Lemperle, Deal kriegen ja alle sofort Profiverträge, damit nicht noch mal so ein zweiter Fall Wirtz eintritt. Wie fandest du es, dass er gegen uns gejubelt hat und nicht seinen den typischen Fußballer Bescheidenheit macht? Ich habe mich im ersten Moment wahnsinnig aufgeregt, aber dann denke ich mir so, ja, ob der jetzt jubelt oder so verschmitzt zur Erde schaut, ist mir dann auch scheißegal. Ja, also ich kann das verstehen, wenn einer, also ich meine, ganz ehrlich, wenn so ein Bittencourt irgendwie für Bremen gegen uns trifft und da jubelt, da würde ich wahrscheinlich noch mehr im Quadrat kotzen. Also Florian Wirtz kann ich persönlich gar keinen Vorwurf machen. Da haben wir, der erste FC Köln ist einfach verpennt. Ein wahrscheinlich Jahrhunderttalent, oder zumindest könnte er es eins sein, so gehen zu lassen und sich so wenig um den zu bemühen. Und dass dann irgendwann der sich umguckt und sagt, boah geil, hier komm, ich kann hier ein paar Meter weiter wahrscheinlich das Gleiche verdienen, vielleicht sogar ein bisschen mehr und die bemühen sich um mich, Mensch, der Trainer will mich gerne in der ersten Liga sehen, dann kann ich das dem Jungen nicht verübeln. Ja, glaube ich wohl auch. Der hat ja auch, wenn du seine Einsatzstatistiken dir anschaust, alles richtig gemacht für sich selber. Ja, ne? Natürlich, ja klar. Der hat ja in der Tat aufs richtige Pferd gesetzt, wo er zu Einsätzen kommt, wo er auch einen Trainer hat, dessen Spielstil zu ihm passt. Muss man ja auch sagen, dass Gisdol-Stil gar nicht unbedingt der Florian Wirtz-Stil wäre. Deswegen hätte vielleicht bei Gisdol sogar ein Jan Thielmann die besseren Karten als ein Florian Wirtz. Das kann auch sein. Aber es kommen ja auch mal irgendwann wieder Fußballtrainer, die ein bisschen mehr Wert auf Fußballspielen legen als Gisdol. Ja, also das ist jedenfalls ein Spieler, wo ich sagen würde, den vermisse ich. Was machen wir denn mit Poldi? Sollen wir Poldi hier erwähnen? Ja, also Poldi, der hat immer einen ganz großen Platz in meinem Herzen, aber ich glaube, dass das nur in die Hose gehen könnte. Also wenn Poldi kommt, dann wird der immer den Anspruch haben zu spielen. Und ich weiß nicht, ob das aktuell noch so wäre, ob der aktuell uns noch helfen könnte, von der Qualität her. Der ist 35. Der ist so alt wie wir. Wir wissen schon, wie schwer wir morgens aus dem Bett kommen. Ja, ich meine, ich glaube, Poldi ist wahrscheinlich deutlich fitter als wir beide zusammen. Was? Das glaube ich schon. Ich würde es mir wünschen, dass Poldi nochmal in Müngersdorf aufläuft. Idealerweise mit Fans, mit einem vollen Stadion, in einem Pflichtspiel. Das würde ich mir einfach für mich persönlich wünschen. Ich glaube es aber nicht mehr. Ich glaube es einfach nicht. Oder das wird so ein Ding, wir verpflichten den, der verzichtet auf das komplette Gehalt, der kommt für ein halbes Jahr irgendwie zu uns und macht dann den gute Laune-Onkel in der Mannschaft, aber damit er halt nochmal hier offiziell sein letztes Spiel für den FC macht. Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ansonsten, glaube ich, geht es dem in der Türkei, so wie ich das seinem Instagram und Facebook und was auch immer entnehmen kann, sehr, sehr gut. Es freut mich ungemein für den. Das ist einer der Spieler, die, wie gesagt, immer in meinem Herzen bleiben werden, egal was der macht. Der ist FC durch und durch und ich hoffe einfach, dass auch der Verein es geschissen kriegt, wenn wir den nicht nochmal auf dem Platz sehen werden, ihn in einer Position an den Verein zu binden, die würdig ist und nicht irgendwie, der wird Markenbotschafter oder keine Ahnung was. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in ein paar Jahren wir Poldi vielleicht auf einer anderen Position in diesem Verein sehen, könnte ich mir vorstellen. Ja, wobei, ist er denn der Typ, der strategische Verantwortung in einem Verein übernehmen kann? Konnte Toni Schumacher das? Hat er das gut gemacht, Toni Schumacher? Nein, aber ich sage jetzt mal vorsichtig, ich glaube, Lukas Podolski ist zumindest
in dem, was ich sehe und was ich höre, deutlich sinnvoller unterwegs als Toni Schumacher. Ja, schon. So als Vizepräsidenten kann ich mir auch sogar in der Tat vorstellen. Ja. Da hast du ja im operativen Geschäft nicht viel zu tun. Genau. Aber jetzt so eine Horst-Held-Rolle oder irgendwas, wo du Entscheidungen treffen musst für den Verein. Nein. Ich könnte ihn mir als Vizepräsidenten oder Präsidenten vorstellen, weil ich im Endeffekt haben wir ja beim 1. FC Köln ein Trio, ein Duo an Präsidenten, also einen Vizepräsidenten, einen Präsidenten und zwei Vizepräsidenten. Wenn man da ein Trio hat, wo die Arbeit dementsprechend verteilt ist, ist das in letzter Instanz, glaube ich, egal, ob der Vizepräsident der Medientyp ist, der die Fans um sich schart, oder ob es der Präsident ist. Oder ob der Vizepräsident derjenige ist mit dem, ich sag mal, der Finanzfachmann. Und ich, wie gesagt, ich glaube, Poldi, wenn man sich so seine Strategie mit seinen anderen außer fußballerischen Aktivitäten anguckt, ist er entweder schlau oder hat halt saugute Berater. Weil ich glaube, alles, was der Typ anpackt, wird halt irgendwie doch zu Gold. Also er ist zumindest schlau genug, sich auf andere Standbeine zu stellen. Ne? Mit genau. Seiner Dönerkette, ja, seinem Eisladen Eis, und genau. So. Die Straßenkicker-Kollektion. Genau, richtig. Dann hat er noch hier so eine Soccerhalle. Also das ist jetzt alles nicht so, dass ich denke, oh Mann, der macht jetzt eine, kann man was, Sauna-Kette auf oder keine Ahnung was. Sauna-Clubs. Nein, also weiß ich nicht, der wird Markenbotschafter für, weiß ich nicht, irgendein Kamin oder, also das, ich glaube schon, dass er das schon taktisch klug macht und wie gesagt, ob er jemand auch ist, der sich das selber vorstellt, weiß ich nicht, ob der Bock auf Vizepräsident hat beim 1. FC Köln, weiß ich nicht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der genug Schleuer hat, um eben gerade nicht zurückzukehren zum 1. FC Köln. Weil der vielleicht auch gesehen hat, dass der Tünn Legende war, bis er hier eben diese Vizepräsidentschaft angetreten ist und sich damit auch selber entzaubert hat, ein Stück weit. Ne? Nachdem wir alle gemerkt haben, was das eigentlich für ein Schaumschläger ist. Vielleicht ist Poldi schlau genug und macht das dann einfach nicht so. Dann macht eher sowas im Nachwuchs vom FC, wo man mit den jungen Talenten arbeiten kann. Ne, den so ein bisschen sowas von seinem Lebemann-Stil so mitgeben kann, die so ein bisschen auf den Weg begleiten kann zum Top-Talent. Vielleicht ein bisschen Schusstraining mit denen macht, so ein bisschen Freistoßtraining oder so. Da sehe ich ihn fast sogar eher als in so einer Anzug- und Hemdrolle. Ja, also, wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, ob das sein Ziel ist, das beim 1. FC Köln zu machen. Also, ich bin einfach mal wirklich gespannt, ob wir ihn noch mal in irgendeiner Form und Weise sehen oder was daraus wird. Das Einzige, was ich mich immer frage, wenn ich sein Instagram-Profil mir anschaue, hatte der schon immer Locken? Wo kommen die weiß her? Weiß ich nicht. Wo kommen das, die her? Das hab ich mich auch gefragt. Ich glaube, das sind nicht Natur, würde ich mal behaupten. Aber lässt sich als Mann irgendwelche Lockenwickler reindrehen oder was? Boah, das ist ein Gender-Klischee und heute darf jeder machen. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen, aber der Poldi darf bei mir alles. Der Poldi das darf stimmt. Sich auch. Wenn es einer darf, lassen. Dann Poldi, ja. Ja. Ich hätte gern ein Bild von dem mit so Lockenwickler in den Haaren. Oh, oh, oh. Ja. Naja, weißt du, wen ich auch vermisse? Anderen Spieler, den wir hier, finde ich, sehr viel Unrecht getan haben am Ende seiner Zeit beim 1. FC Köln. Pedro Jeromel. Ja, stimmt. Ja. Das war so ein geiler Kicker, so ein guter Typ, so ein sympathischer Junge und so ein feiner Techniker. Und dann kommt dieser Vollpfosten Storle Sulbacken und verbrennt den Spieler auf Nimmerwiedersehen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. War einer der Spieler, die auch, glaube ich, zum falschen Zeitpunkt gegangen sind. Also, ne, wo alles nicht so ganz gepasst hat. Ja, schade. Also wurde er fast schon vom Hof gejagt damals. Ja. Ist danach sogar noch in den Nationalkader von Brasilien gerutscht, aber ohne Einsatz geblieben bei der WM. Ja, genau.
Was vielleicht auch besser war für ihn, weil das war diese 7:1 WM, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Oder war das die 18er? Weiß ich gerade nicht mehr. Egal. Aber ich weiß es auch nicht, aber nee, ich glaube, das war die 7:1 Debakel WM. Ich nehme vom Zeitablauf her. Ja, gut. Also gut für ihn, dass er dann nicht gespielt hat. Ich glaube, man konnte bei dem Spiel nur gewinnen, wenn man nicht spielt als Brasilianer. Ja. Ja, gibt so Spiele manchmal. Hast du noch einen anderen Spieler, den du vermisst? Nö. Also, es gibt immer mal Spieler, wo ich denke, Mensch, die würden uns jetzt gut zu Gesicht stehen, aber richtig vermissen, nö. Also, dafür haben wir auch teilweise zu viele Graupen bei uns gehabt, wo ich denke so, oje, gut, dass die nicht mehr da sind. Ja, so einen richtig fitten, top fitten und unverletzten Marcel Risse hätte ich gern noch. Ja, okay. Doch, also wenn er richtig, richtig fit ist, so alleine als Typ würde der Mannschaft, glaube ich, schon gut tun. Da auch ein bisschen Identität reinbringen und so. Und natürlich uns noch ein paar geile Freistoßtore gegen Gladbach bescheren. Ja, ich meine, das ist ja auch ein Ding. Also das wird ja, da werden wir immer wissen, wo wer jeder war. Also jeder, das ist so ein Tor im Derby, auswärts im Derby in der Schlussminute oder kurz vor Ende. Das Wahnsinn. Also, ja, auch da wird immer ein Platz in meinem Herzen sein. Ja, Cello ist Legende, keine Frage. Allein der bescheuerte Blick von Jan Sommer, der wird mir ewig im Gedächtnis bleiben, wie der geguckt hat. Das ist richtig. Ah, geil. Und dann hinten diese Ultras hinterm Tor von Gladbach da, die, wie heißen die, Otto Kultura da, oder wie die heißen, wie die da gepöbelt haben. Geil, einfach nur geil. Das stimmt, das war schon ein geiles Ding. Ja, und wen ich ja noch tatsächlich mit in meine Liste aufgenommen habe, vielleicht nicht unbedingt vom reinen Talent her, aber so als Typ oder auch als Mannschaftsspieler, Farid Mondragon. Mhm. Ja. Weil wir ja Timo, also wir haben ja schon sehr, sehr oft und sehr, sehr viel und auch sehr, sehr facettenreich über Timo Horn diskutiert. Aber egal was ist, er ist halt immer noch ein sehr lieber Spieler. Ne? Er ist ja keiner, der mal rausrennt und so einen Mitspieler nimmt, den mal durchschüttelt und sagt, hier, Sörensen, reiß dich mal zusammen und verteidige vernünftiger. Mhm. Oder mal einen Spieler bei der Auswechslung über die Außenlinie schiebt, weil er so langsam geht. Ja. Ne? Und sowas, finde ich, täte gut, wenn du da so einen Jeromel hinten drin hast, so ein bisschen Heißsporn, der auch mal so ein bisschen Feuer in die Mannschaft bringen kann. Dann ja auch noch sehr gut gehalten hat auf der Linie immer. Natürlich auch kein mitspielender Torwart, keine Frage, aber ist auch eine andere Generation an Spieler. Naja, und jetzt, wo wir gerade von Spielern reden, die vermissen, du darfst gerade raten, wer das 2:1-Tor gegen Karlsruhe geschossen hat für den HSV. Simon Terodde wahrscheinlich. Natürlich! Liebe Grüße an alle, die Torwette nicht vergessen haben, so wie ich. Ja, ich habe es nämlich vergessen. Tja, Mensch, auch ein Spieler, den ich, wenn wir absteigen sollten, vermissen werde. Wir werden aber nicht absteigen, das wissen wir ja. Gut, dann vermisse ich ihn auch nicht. Dann vermisse ich ihn auch nicht. Ja. Naja, gut. Alles klar. Das war der Adventskalender von Trotzdem hier für das Jahr 2020. Ich weiß nicht, ob wir nächstes Jahr auch noch mal einen machen, weil es war doch mehr Arbeit, als wir gedacht haben. Also wir haben gedacht, ne, jeder Spieler so 5 Minuten. Und dann wurden es ja doch irgendwie so 18, 25, 35 Minuten. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht. Dir hoffentlich auch. Ja. Doch, hat doch wieder sehr viel Spaß gemacht, aber wie so oft entstanden aus einer Bierlaune jetzt nicht, aber aus einer Überlegung und ja, klar machen wir das, ach, so viel Arbeit ist das nicht und ja, am Ende war es dann doch leider mehr Arbeit, als wir wahrscheinlich beide gedacht haben. Wir hören uns auch 2021 wieder. Ho, 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 ho.